So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Christina Hannemann. Was machst du, Christina? Ich bin Wohnforscherin. Wohnforscherin? Genau. Ich unter beschäftige mich aus der soziologischen Perspektive. Ich bin Soziologin von der Ausbildung her. Ich beschäftige mich mit dem Zusammenhang von gesellschaftlichen Verhältnissen und Wohnverhältnissen. Und zwar das äh, an der Uni. Ich habe eine Professur für Architektur und Wohnsoziologie. Und das hat die Besonderung, dass es äh, die ist in Stuttgart an der berühmten Fakultät für Architektur und Stadtplanung. Meine ich nicht nur, sondern wer im Fach ist, weiß, ist eine gute, wichtige Fakultät. Die haben die Besonderheit, dass sie sogar eine Soziologieprofessur haben. Und 2011 konnte ich die übernehmen. Hm. Und insofern bin ich Wohnsoziologin, Wohnforscherin und beschäftige mich aber vor allen Dingen auch mit der Architektur in diesem Zusammenhang. Ich meine, ich hatte jetzt schon einige oder viele Soziologinnen hier zu Gast, ja. aber ich hatte noch nie eine Architektur der Wohnsoziologie. Genau. Ich mhm. wusste gar nicht, dass es dieses Fach, diese, ja. dieses Gebiet gibt. Was, es, was müssen wir uns darunter vorstellen? Ja, ist auch die einzige, also der einzige Lehrstuhl, der so heißt in Deutschland. Ist gibt du die einzige Wohnsoziologie? Ne nein, Achso, okay. nein, um Gottes Willen. Es gibt natürlich noch weitere Kolleginnen, mhm. die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber in deren Denomination, also so wie der Lehrstuhl heißt, dann ist das, heißt es oft Stadt- und Regionalsoziologie oder Planungs- und Architektursoziologie oder, oder was Verband oder sozialwissenschaftliche Grundlagen von Architektur und Stadtplanung. Aber eben diese spezifische Bezeichnung, die gibt es nur an der Uni Stuttgart. Woher, woher kommt sowas? Also ist, das das so, ist, die, ist, ist, ist das was Neumodisches? Nein, es haben sich die, die, die Kolleginnen, Architekten und Ingenieure, die in der Fakultät vorwiegend tätig sind, die haben sich überlegt, was für eine Art von Soziologie sie haben möchten. Und zuerst hieß das Fach, als es 1997 äh, eingeführt worden ist, äh, Sozialwissenschaftliche Grundlagen der der Stadtplanung oder so ähnlich, weiß ich gar nicht mehr. Das ist aber zu unspezifisch. Und was sind denn sozialwissenschaftliche Grundlagen? Und es geht ja hier um die Ausbildung von Architektinnen und Stadtplanerinnen. Und da, die brauchen nicht keine Theorien, sondern sie müssen wissen, Natürlich müssen sie auch theoretische Kenntnisse haben, aber die sollten wissen, dass sie für Menschen arbeiten und dass ihr Handeln Auswirkungen auf das Zusammenleben von Menschen hat und dass sie, wenn sie Räume kreieren, dass darin Menschen leben und vor allen Dingen auch, dass Räume und Architektur und Stadt von Menschen gemacht wird. Also diese Zusammenhänge, die sollten in der Soziologie durch die soziologische Perspektive eben in die Lehre, das ist also ein Pflichtfach, man höre und staune. Pflichtfach an der Uni heißt, du musst es machen, wenn du Architekt werden willst. Und das ist im dritten Semester. Da sind so circa 200 Studierende vor mir, die da fröhlich nach Stuttgart kommen, Architektur studieren wollen und dann irgendwie in ihrem Plan da sehen: oh, ich muss ja Soziologie machen. Das wusste ich gar nicht. Also, äh, du ja. hast also keine Soziologiestudentinnen, äh, sondern Architekturstudierende. Ich habe ja. Architektur- und Stadtplanungsstudierende, aber meine Vorlesung ist geöffnet. Mhm. Da kommen Sozial Wir haben äh, Institut für Sozialwissenschaften an der Uni Stuttgart. Da kommen äh, Studierende der Sozialwissenschaften. Es kommen Studierende aus anderen Unis, die Geografie zum Beispiel studieren, aus Heidelberg oder aus Tübingen. Und es kommen äh, schon auch aus der Romanistik oder aus der Philosophie. Also das, ist, äh, das gehört auch mit zum Kanon dessen, was ich als Studium Generale machen kann. Aber 186, kommt auf an, wie viele Studis immatrikuliert worden sind. Die Mehrheit sind Studierende der Architektur und Stadtplanung. Wissen die, wenn, du, wenn sie dann im dritten Semester bei dir ankommen? Was die da erwartet bei Nein, Nein, natürlich nicht, gar nicht, also kaum. Es gibt manchmal äh, ganz große Ausnahmen, sind die, die zum Beispiel schon, habe ich einen, der hat schon einen Bachelor in Soziologie und Sozialwissenschaften gemacht und ist dann in die Architektur gewechselt. Der weiß das natürlich, aber ist es ist wirklich ein der und einer, also einer. Aber ansonsten wissen die das nicht, was sie da erwartet. Das also kann es ja sein, wir haben ja. hier äh, äh, ein großes Publikum an jungen Menschen, die vielleicht gerade davor äh, entweder... Vor dem Beginn ihres Architekturstudiums stehen. Vielleicht bald bei dir auftauchen werden. Mhm. Gib uns mal einen kleinen Überblick, was erwartet mich <laughs> ja. Ja. als Student. Ja. Bei der Christine. Ich habe halt schon überlegt, dass ich jetzt meinen gesamten Vorlesungsplan erläutere, aber nee, ich denke, ich denke, dann ist die, die Zeit vorbei. Ja. Nein, ich erkläre natürlich, was Soziologie bedeutet und was es da geht, und ich erkläre Grundbegriffe der Soziologie, aber immer an Beispielen der Architektur und Stadtplanung. Und meine Vorlesung heißt eben auch nicht mehr Sozialwissenschaftliche Grundlagen, sondern ich habe sie ganz explizit benannt: Soziologie in Architektur und Wohnen. Also, ich erkläre zum Beispiel das Thema, eines der Grundthemen ist ja soziale Ungerechtigkeit. Was ist das überhaupt? Und welche Auswirkungen hat es zum Beispiel in der Stadtplanung? Also, oder wie erkenne ich in der Stadtplanung, dass es soziale Ungerechtigkeit gibt? Und vor allen Dingen dann, ab wann ist es denn problematisch? Und dann fallen natürlich auch solche Begriffe wie Segregation, Gentrifizierung und, und so weiter, sozial-räumliche Ungleichheiten. Und das, das erkläre ich zum Beispiel in, in der Vorlesung. Oder ich spreche darüber, was sind Wohnbedürfnisse, wie man sie erforschen kann und was der soziologische Anteil da ist, weil es ja zum Beispiel sehr beliebt ist zu denken, ich frage mal die Leute, wie sie wohnen wollen und dann baue ich das einfach und dann habe ich tolle Wohnverhältnisse hergestellt. Oder ich äh, thematisiere auch sehr gerne das, den Beruf des Architekten. Also was das bedeutet, als Mann oder als Frau in diesem Beruf zu arbeiten, wie der sich entwickelt hat, wie das, wie das Verhältnis von Männern und Frauen zum Beispiel ist oder überhaupt die Geschlechterperspektive, überhaupt welche Rolle die Geschlechterperspektive beim Bauen und beim Wohnen einnimmt oder eben das große Hauptthema, ich habe so einen roten Faden in der Vorlesung, Schön. der geht so, ich frage die Studierenden in der ersten Sitzung, wie wohnt ein typischer Vier-Personen-Haushalt in Deutschland? Und sagt, sie dürfen wir das gerne aufzeichnen. Und dann ein Vier-Personen-Haushalt ist natürlich Vater, Mutter, zwei Kinder, völlig klar, was anderes kann man sich nicht vorstellen. Und da wir ja im Schwäbischen sind, wird dann auch sehr gerne ein kleines Eigenheim mit einem kleinen Auto davor gemalt und dann, äh, oder gezeichnet. Architektinnen zeichnen ja. Und dann ähm, erkläre ich Ihnen, dass das eine historisch sehr kurze Wohnform ist, die sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat. Da habe ich gleich Fragen zu. Genau. Und, ja. dann, äh, und dass das jetzt aber schon wieder überholt ist, weil wir ja schon wieder in einer Zeitphase sind, wo diese Lebensform nicht mehr die dominierende ist. Und das ist der rote Faden meiner Vorlesung. Das ist meine erste Frage: Bist du nur Soziologin oder bist du auch Architektin? Also viele denken, dass ich Architektin bin, ja. aber ich habe einen Schein. Da drauf steht Diplom Soziologin. Ja, wie, was bildest du denn ein Architekturstudenten äh, zu unterrichten dann? Warum, warum, warum kannst du das? Musst, hättest du nicht auch Architektur studieren müssen, Christina? Das wäre die Idealmöglichkeit. Also wäre die Idealform. Aber ich arbeite schon so lange mit Architektinnen und Stadtplanerinnen zusammen, mhm. dass ich mir sehr viel von dem Wissen auch angeeignet habe. Ich meine, ich mache das ja schon seit 1990. Mhm. Ja. Und, äh. und, und ich, ich habe mir das nicht eingebildet, sondern die haben, die haben mich ausgesucht. Also ich habe mich beworben. Also ist ja ganz normal. Weißt du, wie es bei einer Professur läuft? Da gibt eine Ausschreibung. Die und wird dann ausgeschrieben, da bewirbst du dich, dann werden ein paar Leute eingeladen, die dürfen dann da, wir sagen dazu, vorsingen. Also die dürfen vortragen. Ja, die sagt wirklich vorsingen. Dazu. Ja. Und äh, die dürfen vortragen und dann, dann gibt es eine Riesenkommission. Also bestimmt 15 Leute. Und dann wird eine sogenannte Liste gemacht, Platz 1, 2 und 3. Und mich haben sie auf Platz 1 gesetzt. Das war 2011, ne? Ja, und jetzt war, also ich glaube, das war, also ich habe 2011 angefangen, dann war es okay. 2010. Warum hast du dich durchgesetzt? Hat jetzt jemand verraten? Ja. <laughs> davon erfährt man nichts. Also das sind, äh, man ist zur Verschwiegenheit verpflichtet mhm. und bis jetzt haben sich auch alle Co ähm, Kolleginnen dran gehalten. Aber ich denke einfach, ich war die Beste, bis, oder? Also keine Ahnung. Davon gehe ich aus. Aber die, ja. die haben mich, also dann die, die bin ich ausgesucht worden. Und du, du musst ja einen Bewerbungsvortrag halten. Äh, es gibt ein Gespräch mit den Studierenden Ach und, so. und eine Lehrprobe. Du musst ein Gespräch mit den Studierenden ja, führen. Ja, ich habe mit der, hab der Fachschaft gesprochen und die haben mich auch gefragt, äh, was mich denn qualifizieren würde. Dann habe ich, hab ich ihnen vor allen Dingen also erläutert, wie ich mir das vorstelle, meine Arbeit da, wo ich meine Schwerpunkte sehe. Hm. Und keine Ahnung, also ich äh, kenne auch die Protokolle nicht nach. Wie, also das, ist, äh, das gehört sich auch nicht. Aber erinnerst du dich, ja? wo, äh, was dein Vortrag war? Also, mein Vortrag kann ich dir heute noch erzählen, natürlich. Oh. Genau. Was hast du erzählt? Ich habe meine Forschung vorgestellt. Ja. Ich habe meine Wohnforschung vorgestellt und meine Architekturforschung. Ich habe ja ein, ein Buch publiziert. Also ich habe verschiedene, ganz viele. Aber ein Buch, das heißt Die Platte über den industrialisierten Wohnungsbau in der DDR, mhm. wo ich die, äh, eine soziologische Erklärung angeboten habe. Die habe ich gerade heute auch wieder eine Presseanfrage bekommen, ob ich da nicht ein Interview zu geben möchte. Kann ich gerade nicht, sitze gerade hier. Hm. Ähm, wir reden auch drüber, in ja. der Zukunft. Und genau, und weil es jetzt ist, es geht ja wieder um serielle Bauen. Mhm. Auch, äh, aufgrund der ja, des Wohnraummangels, von dem viele sprechen, wo ich ja sagen würde, haben wir eigentlich gar nichts. Es geht ja um die äh, eigentlich um die gerechtere Verteilung von Wohnraum. Das können wir aber gerne im späteren Punkt ja. nochmal äh, verhandeln. Ja, und ich habe einfach, ich habe auch äh, sehr viel ähm, empirische Wohnforschung äh, Realisiert. also ich bin auch eine, eine der soziologinnen, die selber vor ort forschen. ich habe grundrissnutzungen untersucht. ich habe in moskau befragungen durchgeführt. also ich habe in, in St. etienne, also äh, überschrumpfende städte, geforscht. und also das habe ich da vorgestellt, was ich, und das habe ich natürlich alles, architektur und stadtplanungsbezogen gemacht. also man stellt sich ja dann davor, welches profil äh, ich mitbringe. Mhm. Und das ist, muss ja ein Profil sein. Und ich finde, da ich ja selber inzwischen in Berufungskommissionen bin an dieser Fakultät, dass es immer darum geht, wenn es keine ausgebildeten Architektinnen oder Stadtplanerinnen sind, dass sie mit, mit dieser Berufsgruppe reden können. Und es gibt ja, die haben eine eigene äh, kulturelle Welt, ihre eigenen Codes und eben auch ihre eigenen Maßstäbe. Das ist ja immer diese diese Gestaltungsaufgabe. Bist du jetzt Professorin auf Lebenszeit? Ja. Naja. Also kannst also, das, bist du das bis zur, was ist das, Verrentung? Gibt es bei uns nicht. Wir werden pensioniert. Entschuldigung. Genau. Ist egal. Auf jeden Fall äh, bin ich auf Lebenszeitberuf äh, mir. Aber und? ich werde es, also offiziell, man, also ist ganz normal, also auch wie bei allen anderen. Ruhestand, äh, weiß ich, mit 66 und dann kann man äh, bis 70 machen. Ganz kurz nochmal zu deinen mhm. Studierenden. Ja. Du mein, bist ja schon 10, 12 Jahre dabei. Hast einen kleinen Überblick? Was, was, sind das, was sind das für junge Leute, die Architekten werden? Es sind ganz, ganz viele. Also sind, Sie werden ja immer 200, also 186, 208 oder so werden immatrikuliert im Wintersemester. Aber ich meine jetzt so vom Habitus und die. die ja, Wohlen, will ich gerade ja? erklären, weil es kommen ja sehr viele aus dem äh, regionalen, lokalen Umfeld. Mhm. Und ich habe ähm, leider keine genaue statistische Auswertung, aber es sind sehr viele, die aus Elternhäusern kommen, wo die Eltern. Auch äh, in irgendeiner Form ein Architekturbüro haben. Ah ja. Und es gibt äh, zunehmend junge, jüngere, die Gesellschaft gestalten wollen. Und es gibt natürlich auch ganz viele. Also, Architektur ist ja inzwischen auch so ein, ein Studium, was sehr stark von, von äh, Frauen nachgefragt wird, die halt dann eben mit der Architektur ähm, so eine Art Kunst, künstlerische Ausrichtung aussehen. Ist ja auch sehr berechtigt. Also, es gibt ja in der Architektur auch die Möglichkeit, in ganz viele Richtungen zu gehen. Ich kann in den Wohnungsbau gehen, aber ich kann auch in die, in die, Kunst, in die künstlerische Form gehen. Mhm. Und es wird auch an unserer Fakultät angeb also angeboten. Mhm. Die Spannbreite dessen, was ich in der Architektur mit einem Architekturstudium machen kann, ist sehr breit. Bist du mit deinen Studierenden zufrieden? Oder ist jetzt in den letzten Jahren was aufgefallen? Hat sich also das ich bin, verändert? Also, ich danke jeden Tag, dass ich, diesen, dass ich das, was ich wirklich gerne mache, dass ich dafür bezahlt werde also das ist, ähm, das ist schon toll ja. was frustriert dich an deinem job als professor? ja, wie, wie alle. also die universitätsstrukturen sind furchtbar bürokratisch. also zum, Be zum beispiel wir haben lehrdeputat und zum anfang habe ich eine seite gehabt und jetzt habe ich vier seiten, was die ich, ich ausfüllen das muss man dann abrechnen. also als Professur gibt es eine bestimmte anzahl an stunden, die gelehrt werden müssen. Mhm. und die werden dann nach jedem semester abgerechnet und zum Anfang hat es hat sich nichts verändert an den Stunden, aber der bürokratische Aufwand ist halt viel größer geworden. Oder früher auf eine Dienstreise bin ich einfach gefahren, jetzt muss ich das vorher anmelden und weiß ich was oder einen Vortrag halten, ich darf praktisch weiß gar nicht, kriege ich hier Honorar? Nein. Also wenn ich kein Honorar kriege zum Glück, aber wahrscheinlich hätte ich dieses Interview jetzt wieder anmelden müssen. Okay. Ja, genau, okay. Und dieser bürokratische Aufwand und dann gerade, ich bin auch eine derjenigen, die die Einführung des Bachelor und Masters sehr kritisch sieht, weil ich noch die Diplomzeiten kenne mhm. und äh, für die Studierenden hat sich der bürokratische Aufwand auch enorm, äh, das ist keine positive Entwicklung. Also weil es die Freiheitsgrade so stark einschränkt indessen, dass ich mich selber damit auseinandersetze, was ich in meinem Studium eigentlich studieren möchte, sondern es gibt ja jetzt, äh, gerade auch im Bachelor, gibt es ja so eine Art Stundenplan. Da steht drin, im ersten Semester sollst du das machen oder im dritten Semester das sollst du das wie machen. In der Schule, Christina. Ja, genau. Und das ist, nennt man ja auch Verschulung. Und das finde ich, das war die Frage nach dem Negativen. Ne? Genau. Und das wäre jetzt meine Antwort. Also auch äh, der bürokratische Aufwand. Musst du Drittmittel eintreiben? Nein, also kann ich natürlich, bin ich herzlich willkommen, aber ich habe noch eine Berufungsvereinbarung, die das nicht vorsieht. Wieso ist das so? Das sind alles neuere Entwicklungen. Ja. Ich hätte es auch nicht unterschrieben, weil in der Soziologie sind die, Dritt, die Drittmittelakquise ist einfach schwierig, beziehungsweise findet in einem Umfeld statt, die eben nicht, ähm, ja wenn ich einen Ingenieurberuf hätte und so weiter, dann gibt es ganz klassische Pfade dessen, wie man Drittmittel einwirbt, aber in den Sozialwissenschaften ist das nicht so. so. Ich kenne ja bestimmt äh, ein hm. paar Leute bei der Immobilienlobby, ja. die äh, sind gut dabei, die ja. haben bestimmt auch Geld für dich. Für die Immobilienwirtschaft? Stimmt. Was haben die für ein Interesse an meinen Forschungen? Ja, ich weiß nicht, damit du ein bisschen so forscht, dass du das in Kram aber hast. Ich mache keine, mach keine Industrie, also kein, das Immobilienwirtschaft, das wäre Auftragsforschung. Ja. Und du hast mich ja nach Drittmittelforschung gefragt. Mhm. Und es gibt die öffentlich begutachteten Drittmittel über die DFG, Volkswagen Stiftung und ähnliche, öffentlich-rechtliche Drittmittelgeber. Und es gibt die Industrieforschung, mhm. die Auftragsforschung. Und da ja, aber ihr forscht doch, wir also ja. uns forschen doch damit unsere Wirtschaft, unsere Privatwirtschaft, Unternehmen was davon haben. Natürlich. Zum Beispiel, dass sie die Wohnungen bau bauen, die die Leute auch brauchen. Ja, natürlich. Genau. Das wirst du uns auch gleich bestätigen. Ja. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Äh, ist der Architekturberuf immer noch ein lukrativer Job? Also ich meine, du bist jetzt kein Architektin. Nee, aber ich aber bin nicht in dem, äh, das ist sehr unterschiedlich. Also ich glaube, das war noch nie äh, generell ein lukrativer Job, sondern es ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ich denke, dass die 90er und die 2000er Jahre sehr positiv waren für den Architekturberuf, aber dann mich nicht fragen. Also das kann ich nicht. Und ich weiß, dass die Lage sehr schwierig, also zurzeit sehr schwierig ist. Aber es ist auch sehr unterschiedlich. Und ich kann erfolgreiche Architektinnen, das ist, dann ist es lukrativ. Aber mhm. es gibt auch viel. Es gibt ja sehr viele Architektinnen. Und die haben ein ganz normales Auskommen. Aber ich wusste nicht. Aber es ändert sich gerade. Also wie gesagt, da möchte ich mich jetzt nicht so äh, festlegen, weil das habe ich jetzt nicht untersucht. Bevor wir gleich mhm. thematisch einsteigen, mhm. ähm, kommst du dann aus Baden-Württemberg? Nee, hörst du das nicht? <lacht> <lacht> Nein, ich bin Berlinerin. Äh, Ostberlin? Ich bin, äh, Ost ich bin äh, eine komme aus einer Berliner Familie, die durch ja. den Mauerbau äh, geteilt worden ist. Aber du bist in Ostberlin und in der DDR aufgewachsen? Lassen wir es jetzt mal so stehen, ja. Ja, du bist da in DDR aufgewachsen. Weil ich, ich hatte gesehen, ich, du, du hast in 80 äh, ja. in Leipzig studiert, also musst du ja in der DDR gelebt ja, haben. Habe ich auch, ja. Wie, äh, okay. wie war es? Wie war denn die Jugend in der DDR? Ja, wie es, wie es alle erzählen, kann man sich äh, im Fernsehen angucken und so weiter. Hast du eine FDJ und sowas alles? Was, hast du, hast du den Kram Wir hatten gemacht? vereinbart keine persönlichen Fragen. Wusste ich nicht. Und äh, würde ich auch gerne einfach so stehen. Es würde gerne über meinen Beruf reden. Ich, ich mache halt mit jedem Gast äh, biografische. Äh, ja, aber Sachen. es ist nicht so. Und ich, ich bin so ein Spezialfall. Das ist, Wirklich? Äh, ja. Ich war auch in west als die, als die Mauer noch war und so weiter, durch die Familiensituation. Äh, das ist nicht interessant. Aber es hat mich natürlich geprägt, weil ich, ähm, weil ich natürlich sehr, äh, also ich war natürlich in der FDJ, zwangsläufig, aber ich war nie in der Partei. Also in der sogenannten SED und zwar auch ganz bewusst nicht, was mir jede Menge Schwierigkeiten äh, in meiner Biografie äh, dann zur Folge hatte, äh, auch äh, entsprechende Stasi und ähnliche Erfahrungen und deshalb lassen wir das jetzt einfach mal liegen. Das okay. kann jemand nicht so gut beurteilen, der nicht diese Erfahrungen hat. Ja, ja. Aber das Interessante ist natürlich, ich, deshalb sage ich immer, ich bin Berlinerin. Weil äh, in Berlin, in Ostberlin aufwachsen, ist was anderes als in Leipzig aufwachsen. Oder in Karl-Marx-Stadt. In Chemnitz ja. oder in Angermünde oder in. Das ist einfach eine andere Situation. Darum hat es mich interessiert. Genau. Und, und wenn ich aus meinem Kinderzimmerfenster äh, äh, rausgeguckt habe und wissen wollte, wie spät es ist, habe ich auf den Bahnhof der S-Bahn geguckt, die damals in Westberlin war. Mhm. Also, ich habe das nie als Normalfall wahrgenommen. Ja. Der im Normalfall ja. ist, dass wir auch über äh, biografische Punkte oder den Werdegang ja. einer Person reden. Und es um prägt natürlich, wenn man ständig, wenn man, ständig, äh, wenn man an, der, an dem, wie heißt es, antifaschistischer Schutzwahl, wenn man an, an so einer Situation groß wird. Man, also ich bin sehr politisch auch von meiner, von meiner Denkweise her, weil ich damit äh, aufgewachsen bin. Ich habe das äh, nie als Menschen gegeben akzeptiert, ja. sondern ich habe immer gewusst, das lässt sich auch wieder verändern. So. Ich komme ja auch aus der DDR. Ja. Meine, meine Mutter wollte zum Beispiel auch studieren. Die durfte nicht mhm. studieren, weil Oma und Opa in der LPG waren. Äh, die waren nicht in der Partei. Ich, die, sie war nicht in der Partei. Ja. Ich hatte aber nur gesehen, du hast, bevor du ja. Soziologie studiert hast, erstmal Jura studiert in Leipzig. Ja. Und ich durfte auch keinen, ich durfte nicht aufs Gymnasium, genau. Meine Mutter auch nicht. Und ich, ich durfte, dann haben meine Eltern aber durchgesetzt, dass ich eine Facharbeiterausbildung mit Abitur mache und dann zählte ich wieder statistisch zur Arbeiterklasse. Deswegen, das ist, ist so speziell. Das ist wirklich nicht interessant. Was mich aber interessiert, ja? wie kommt man darauf, erst Jura zu studieren und dann in die Soziologie zu wechseln? Kannst du das erzählen? Ja, das kann ich gerne erzählen, weil ich habe Facharbeiter ähm, Ausbildung gemacht wegen des Abiturs und es war ja alles verplant und strukturiert und es war so vorgesehen, dass alle Facharbeiter dann Ingenieurstudium machen das war einfach so vorgesehen und ich habe ja. natürlich in der Facharbeiterausbildung in einer Klasse mit äh, vier Mädchen und überwiegenden Jungen wusste ich, auch, ich will auf keinen Fall in ein Berufsfeld gehen, was so männlich dominiert ist. Und dann ist halt die Frage, was gibt es für andere Ideen und da habe ich auch die klassischen Ideen gehabt, äh, Medizin, Jura und so weiter. Und Medizin wollte ich nicht studieren, weil ich wusste, dass das Physikum ein reines Lernmarathon ist und das hatte ich keine Lust zu. Und dann habe ich mit Jura angefangen und habe nach einem Jahr gemerkt, dass ich mit den Inhalten dieses Studiums nicht viel anfangen kann. Uns wurde noch gelehrt, dass Kriminalität, ich zitiere, ein Muttermerkmal des Kapitalismus sei. Ja, genau, da kann man nur lachen und das war mir dann zu blöd. Aber ich bin durch, die, durch das Jura-Studium, habe ich natürlich dann angefangen, mich damit richtig zu beschäftigen, was, ich eigentlich, was mich eigentlich interessieren würde. Du bist auf Soziologie gekommen? Und dann bin ich, ja, es war nebenan praktisch. Und dann habe ich, und in, in dem Lexikon der, der politischen, weiß ich was, stand dann drin bürgerliche Wissenschaft. Und, ähm, hm. und das hat mich dann natürlich interessiert. Und überhaupt soziale Verhältnisse, ich habe eine sehr politische Denkweise. Und Politikwissenschaften konnte man, glaube ich, gar nicht studieren in der Form äh, in der DDR. Und dann habe ich mir das überlegt, dass ich, ich wollte eigentlich Gerontologin werden von vom meinem Interessengebiet her. Was ist das? Das ist ähm, einmal die soziologische und einmal die medizinische Seite des Altseins. Das hat mich schon immer interessiert, weil ich auch in der DDR, und wie es generell ja heute auch so ist, der Umgang mit dem Alter in unseren industriekapitalistischen Gesellschaften, den finde ich... Ähm, ja, nicht gerade sehr gut, nicht sehr angenehm. Jetzt habe ich, ja. hab ich ja viele Soziologinnen hier gehabt, mhm. die, glaube ich, zu 99 Prozent im Westen oder in anderen Ländern des Westens studiert mhm. haben. Weißt du das, ob quasi Soziologiestudien in der DDR nochmal vielleicht auch äh, politisch geprägt war? Habt ihr so manche Sachen, mussten, wurden die ausgespart? Äh, oder hast du irgendwas mitbekommen, was der deine westlichen Kollegen. Ja, wir haben sehr, ich habe eine richtige soziologische Grundausbildung mit, mit allen klassischen das war wissenschaftlich sauber auch. Texten, die dazugehören. Also Max Weber, Tönnies und Dürkheim und alles. Also ich kann die ganze, wir haben alles gehabt. Und Luhmann auch? Ja, natürlich. Und Parsons und so weiter. Ja. Und alles unter dem ähm, Titel. Kritik der bürgerlichen Soziologie. Mhm. Aber das war ja nur das Alibi, an, äh, diese Bücher lesen zu dürfen. Und das hat mich immer sehr interessiert. Wir haben auch eine gute äh, ja, wirtschaftliche Ausbildung gehabt, weil natürlich ein Grundlagen des Studiums war natürlich das Kapital. Aber auch das Kapital von Karl Marx kann ich ja so und so unterrichten. Mhm. Und ich erinnere mich noch, unser Professor, ich glaube der hieß Hans Wagner, kam rein und sagte, das Kapital hat drei Bände. Welcher Band fehlt? <laughs> So, und dann haben wir ihn, und er hat es praktisch als äh, Denkaufgabe gelehrt. Und das hat, ich habe schon sehr gute äh, Professorinnen, also meistens Männer, gehabt. Äh, äh, ja. Welcher Band hat gefehlt? Wie bitte? Welcher Band hat denn gefehlt? Das Sozial. Ah. Genau. Und da, natürlich waren wir auch gar nicht gewöhnt, darüber nachzudenken, was fehlen würde, sondern es war ja im Wesentlichen sehr affirmativ angelegt, dass du das wiederbeten solltest, was dort, also was gerade von der jeweiligen politischen Richtung als richtig erkannt wurde. Und natürlich haben wir auch Philosophievorlesungen gehabt und, und Logik und, und so weiter. Also ich finde schon, ich habe eine gute, weiß, denke ich, ebenfalls eine gute Ausbildung bekommen an der Humboldt-Uni. Ich hatte jetzt gesehen, 81 bis 86 hast du Soziologie studiert. Mhm. Und bis dann Und dann im dritten Studienjahr habe ich natürlich dann auch festgestellt, dass die Soziologie genauso ein sozialistischer Scheiß ist. Aber dann habe ich mir überlegt, dass ich mein Studium auf jeden Fall zu Ende mache, weil ähm, mit einer Perspektive als... Ja, mit einer Facharbeiterausbildung, was, was sollte ich dann machen? Ja, das wäre meine ja. Frage, gewesen, man ja. bist dann quasi 86 bis 90 bei der Bauakademie der DDR Genau, genannt. und da bin ich mit Architektur in Berührung gekommen und da habe ich fest, habe ich gelernt. Was, was, was ja. war denn was war der, die Bauakademie? Also haben die, haben die die Plattenbauten äh, geplant? Oder Unter, nein, nicht also. nur. Sie waren praktisch äh, die, die Bauforschung. Also die hoch, also die wirklich hoch entwickelte Bauforschung in der DDR, ganz spannend. In Dresden zum Beispiel haben die sich schon damals mit Nachhaltigkeitsaspekten beschäftigt, also wie man diese Platten wieder los wird und haben das auch mit äh Mikroben oder ähnlichen haben, die dann schon Experimente gemacht. Also da ist schon ganz... Oder Stadtplanung, das Institut für Städtebau. Wie äh, kann ich die autogerechte Stadt überwinden? Oder ich habe dort mitgearbeitet an Forschungsprojekten, die sich damit beschäftigt haben, wie man die Stadt der Kaiserzeit wieder in Wert setzen kann. Und wie man die zum Beispiel in Berlin am Acona-Platz, wie man das gut sanieren kann und dass man das nicht abreißt und durch Plattenbauten ersetzt. Bist du... Äh bis zur Wende irgendwie auch mal im Westen gewesen hast du dich auch quasi D mal mit westlicher Architektur ja, ich, beschäftigt. Ich kenne die IBA rauf und runter und Was? ich habe die IBA. Das ist die internationale Bauausstellung, Altbau IBA, Neubau IBA und ja und einfach durch die familiären Verhältnisse, weil in, der, in den Ende der 80er Jahre durften durften ja DDR-Bürger dann zu besonderen runden Geburtstagen mhm. äh, nach West-Berlin reisen. Und ich hatte glücklicherweise eine 96-jährige Tante. Oder ja, oder war eine Tante. Also irgendwie ein Verwandtschaftsgrad, der ausgereicht hat. Das bringt mich natürlich auf die Idee. Mhm. Ich mein, man sieht es ja jetzt noch. Ich meine, ich bin jetzt erst seit 2006 in Berlin. Mhm. Du, man, man weiß sofort irgendwie, ob man. Also auf jeden Fall 26 war es noch krasser, ob du jetzt in Westberlin gerade bist oder in west Westberlin oder in Ostberlin. Das sieht man immer noch sehr ja. deutlich. Allein die Karl-Marx-Allee, das ist glaube ich mhm. für jeden, der ja. in Berlin war, ja. war am einfachsten so in ja. diese Stali stalin architektur und so weiter. Ja, dann aber dann. Meine mhm. Berlin ist ja auch so geteilt worden, dass die meisten Teilungen entlang der, äh, der Spree, also und der Havel und so weiter und auch der S-Bahn-Linie. Mhm. Also sind ja ganz ganz wenig äh, existierende Stadt. Also wie zum Beispiel die berühmte Sonnenallee. Ne? Also das ganz ganz wenig, sondern es ist ja an, an den Bezirksgrenzen dann auch geteilt worden. Mhm. Ähm, hat dich sowas interessiert? Also diese quasi. Also das finde ich immer äh, spannend. Ja, ich so die, 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 die Architektur der Diktaturen, sage ich mal, die Stalin-Alleen, also Stalinbauten. Ich, mich hat interessiert. Also in meiner Dissertation habe ich dazu gearbeitet, warum man, äh, warum, woher kommt die Idee, dass man nur mit einer Bauweise also mit einer Technologie äh, ein gesamtes Land bebaut werden soll. Woher kommt diese Idee? Also die, die Plattenbauweise, die industrielle ja. Bauweise ist ja nicht nur Platte, sondern auch Block und so weiter. Mhm. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass nur mit einer Technologie... Äh, eine, und es ging ja nicht nur darum, das Wohnen so umzusetzen, sondern auch Schulbauten, Bürobauten, Ferienbauten und so weiter, weil man eben davon überzeugt war, dass das eine fortschrittliche Technologie ist. Ist sie ja auch. Es ist ja immer die Frage, wie es dann umgesetzt wird. Aber warum, was war denn die Antwort, dass nur quasi diese eine Technologie... Äh weil, weil es eine Technikgläubigkeit gab. Also so, so habe ich es damals aufgeschrieben. Mhm. Wobei, ich da muss ich echt drüber nachdenken, weil das habe ich... Äh, dann habe ich das 96, 94 gemacht. Das ist schon jetzt ein bisschen sehr lange her. Und äh, weil es ein bestimmtes Familienkonzept gab, äh, was eben auch äh, in der DDR relevant war, unser berühmter Vier-Personen-Haushalt, äh, vier mhm. Vater, Mutter, zwei Kinder. Und äh, dass es eben t, ne, mit der Technologie, mit der Technikgläubigkeit, die ja in den 60er Jahren für, äh, für beide Systeme sehr äh, relevant war, dass man wirklich glaubte, soziale Probleme über, mit technologischen Lösungen äh, dann bewältigen zu können, hat ja auch einen berechtigten Ansatz, aber hat sich bisher noch nie als äh, auch wirksam erwiesen. Also unser Energieproblem kann man mit Atomkraft lösen, aber ob das dann die Lösung ist, wage ich zu bezweifeln, weil ja die Endlagersituation nach wie vor nicht geklärt ist. Jetzt kommt gleich wieder die Atomkraft ja. und äh, machen Stunk. Nein. Das heißt, jetzt hast der Hans aber Probleme gemacht im Chat. Ich werde, ich weiß ich habe auch gerade gedacht, mal sehen, was jetzt wieder für Chat-Fragen kommen. Ja. Wenn wir am Ende sehen. Ihr könnt, Christine, jedenfalls alles fragen zum Thema Wohnen, Architektur, mhm. Bauen. Aber kurz nochmal mal zu also diese Architektur der, der Diktatoren. Ich meine, Hitler war ja auch so Größenwahnsinnig. Der wollte doch in Berlin zu Germanien. Ja, machen. da gucken wir uns das Bundeskanzleramt an. Gucken wir uns den Abriss des Palastes der Republik an. Also, Architektur ist ja immer sehr stark eben auch mit äh, politischen Positionen verbunden. Oder wollen wir jetzt über das Schloss in Berlin diskutieren? Auch, ist ja ein, ein politisches. Stil. Wir sind ja das Bundeskanzleramt, ja. diese große Waschmaschine. Ja, genau. Das ist, ja, ist ja auch größenwahnsinnig, ne? So, okay. Nein, würde ich nicht, nicht sagen. Aber ich finde jetzt, dass die, es das ist zum Glück gerade gestoppt, dass die noch weiter Bürobauten ausbauen wollen. Das fand ich dann überdimensioniert. Das Bundeskanzleramt ist, ist, ist glaube ich, ganz anerkannt in der Architektur. Aber dass sich alle äh, Herrschenden über Architektur darstellen, das ist keine Erfindung des Sozialismus, das ist keine Erfindung von Hitler. Das gab es in der Geschichte schon immer. Warum tun Sie das? Weil sie natürlich die Möglichkeiten, also wenn ich in die früheren Jahrhunderte zurückkomme, die Möglichkeiten der Selbstdarstellung waren ja noch nicht in der Form so ausgefeilt wie in unserer Konsumgesellschaft. Und da war es im Wesentlichen natürlich das Bauen Schlösser und Bogen als, als Herrschaftssituation, als Dokumentation von Bedeutung, eine naheliegende, einfach zu realisierende Form. Und gab es da vielleicht so eher Dumme Diktatoren, Könige und Herrscher und äh, clevere, die quasi so äh, zufälligerweise sogar noch ein paar sinnvolle Sachen damit gemacht haben? Also mit dumm und clever würde ich jetzt, glaube ich, nicht argumentieren, ja. aber ähm, es ist einfach ähm, natürlich in jeder Gesellschaft gibt es. Bestreben, die, die eigene Bedeutung in irgendeiner Form darzustellen. Und wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, also auch gerade in der, in der breiten Masse unsere äh, besondere Bedeutung, wenn ich das möchte. Also die, die, diese berühmten Distinktionsmerkmale, wie wir in der Soziologie dazu sagen, also welche Uhr ich trage, welche, ob ich tätowiert bin oder ob ich nicht tätowiert bin und was ist das für ein Tattoo und, und so weiter. Mhm. Wir haben ja ganz viele Unterscheidungsmerkmale. Und in früheren Jahrhunderten waren die noch nicht so ausgeprägt. Und da waren natürlich, natürlich Schmuck, Kleidung und äh, Bauten als Möglichkeiten, weil das Auto war noch nicht erfunden. Also über den SUV, über den Porsche war das noch nicht möglich. Also das waren einfach die äh, Varianten dessen, wie ich Distinktion äh, dokumentieren konnte. Hast du dich auch, Marco, äh, quasi mit der Wohn- und Architektursoziologie von tausend, vor von tausend Jahren... Nein, von, von, nein, so, nein, so, nein. Ist sowas auch Geschichte, historisch ich, irgendwie interessant? Ich ziehe, also ich mache das historisch von der Industrialisierung Okay. und, ähm, also, ja, wann war die Industrialisierung? Für Deutschland natürlich 150 Jahre ab, oder so. 1871 ne, bis mhm. 1914, weil das so stark unsere heutigen strukturellen Verhältnisse geprägt hat. Meine, wir leben immer noch von der Infrastruktur aus der Kaiserzeit. Und es ist ja eines der Dilemmata, die wir haben in Deutschland, dass die Infrastruktur nicht weiterentwickelt worden ist. Schulbauten, Verkehrsinfrastruktur und so weiter. Das ist Kaiserzeit. Ja. Das oh. ist ja. Die Kaiserzeit hat da gut für uns gesorgt und das ist eben in den letzten Jahrzehnten sehr vernachlässigt worden. Und ich erkläre das aber mit dieser soziohistorischen Perspektive. Deswegen oder unser Städtesystem. Wir mhm. haben ja in Deutschland ein besonderes Städtesystem, dass wir natürlich Berlin haben als wichtigste Großstadt, aber wir haben viele andere Großstädte. Was in anderen äh, also durch die Industrie, durch die Industrialisierung geprägten Länder nicht so äh, bedeutsam war. Frankreich hat Paris als Metropole, Großbritannien hat London und so weiter oder, oder Spanien eben Katalonien und Madrid. Aber ähm, wir haben ja ein Städtesystem, was, wie, wie es so schön heißt, äh, viele Städte hat, also polyfunktional ist. Und das ist ja ein großer Vorteil der Verteilung äh, dessen, der, der Kräfte im Raum. Wir haben ähm, nicht nur Berlin ist eine relevante Großstadt, sondern München, Hamburg und Hannover. Hatten wir gerade vorhin gesprochen. Also, auf jeden Fall, es gibt die, das ist eine Besonderheit und die Unterscheidung von Großstädten und Kleinstädten. Die gab es ja früher, also vor der Industrialisierung, auch nicht. Mhm. Und deshalb äh, nehme ich diese soziohistorischen Perspektiven herein und eben auch, dass die Studierenden verstehen, wie die Wohnverhältnisse vor der, der Industrialisierung waren. Da sprechen wir vom ganzen Haus. Also, äh, die was damals unter Familie verstanden wurde, ist ja nicht diese blutsverwandtschaftliche Kleinfamilie, sondern das war eben der Verbund von verschiedenen Menschen, die unter anderem auch blutsverwandtschaftlich miteinander verbunden waren, aber eben auch Knechte, Mägde, Verwandte und so weiter. Also, was man heute unter mehr Generationen Familie versteht, das war so eine übliche Form des Wohns, um wieder darzustellen, dass unsere Wohnweise, die heute alle so als normal ansehen, eine historisch ganz kurze Zeit nur eine Relevanz hat. Als eins zum anderen. Hm? Erklär noch nochmal ganz kurz, was denn unsere heutige Infrastruktur mit der Kaiserzeit zu tun hat, mit Schulen. Und so. Erklär, äh, also viel, vieles von dem, wie die Infrastruktur, zum Beispiel das ganze Eisenbahnnetz, ist ja, ja in, in einer, in, durch die Industrialisierung entwickelt worden. Und dort, wo Bahnhöfe sind, wo keine Bahnhöfe sind und so weiter, das ist zum Beispiel ganz wesentlich, wenn ich, meine, wenn ich von der Infrastruktur spreche, die wir der Kaiserzeit zu verdanken haben. Dann der Aufbau, äh, überhaupt die Verteilung von Schulen, also der Bau von Schulen, von Kirchen. Also alles, was so äh, vorhanden ist, Krankenhäuser. Alles, was wir so als äh, unter sozialer Infrastruktur verstehen, überhaupt äh, Gas, Elektrik und so und, äh, weiter, äh, das ist alles in der, äh, von den Grundlagen her, von den Grundstrukturen in der Kaiserzeit entstanden. Und warum war das in der Kaiserzeit? Entstanden? Weil da die Industrialisierung stattgefunden okay. hat. Also äh, Kaiserzeit auch 1871 ja. bis 1914. Okay. Und, da, und das ist die Zeit, in der praktisch die Grundlagen für, das, äh, für die Wirtschaftsstrukturen und auch für das Städtesystem in Deutschland gelegt wurden. Hm. Natürlich haben wir auch noch Erbe aus der Zeit davor, aber ganz wesentliche Aspekte, zum Beispiel diese vielen Großstädte, die wir in Deutschland haben. Das wäre jetzt mal zweite Frage. Also, ja. Du meintest, es ja. sei ein Vorteil, dass wir in Deutschland so viele Großstädte haben. Wir haben nicht nur, also wie in Frankreich, ein Paris, was alles andere überragt, ja. sondern. Was ist, was, erklär mal, was ist der Vorteil? Also ich finde es besser, wenn Kräfte im Raum sich gleichmäßiger verteilen können, wenn nicht alles auf einen Punkt zu, äh, zu orientiert ist. Mhm. Sondern München hat ja durchaus auch einen eigenen, äh, eigenen Weg der Stadtentwicklung und macht es nicht alles so wie also in Berlin oder in Paris. Oder Hamburg hat eine ganz eigene Tradition der Stadtpolitik. Oder, oder Essen oder, weiß ich, Bochum kann gar nicht so viele Städte nehmen und das macht eine kulturelle Vielfalt aus, auch gerade was eben Stadtentwicklung, was eben das Wohnen anbelangt, wie die Wohnungspolitik, wie die Schwerpunkte gelegt werden. Und äh, das sehe ich schon als Vorteil, weil es eine äh, enorme regionale Vielfalt dadurch gibt in Deutschland. Und was sind die Nachteile von einem Ja, und Frankreich? der Föderalismus. Es ist immer, nein. ist der Bund zuständig, oder es sind die Länder zuständig. Ah. Oder das Land Berlin will, will ein Gesetz äh, machen und dann sagt wieder, dann wird es wieder vom Bundesverfassungsgericht besprochen, dass nein, das dürfen sie nicht. Dass dafür sind die Länd dafür ist nur der Bund zuständig. Also es ist diese ständig gerangel um die Zuständigkeiten. Und zum Beispiel bei der Wohnungspolitik ist es. Ganz fatal. Für die Wohnungspolitik sind ja die Länder zuständig und eben nicht der Bund. Oder eben genauso für die Bildungspolitik. Die ist ja in den Bundesländern sehr verschieden, was zum Beispiel die Ausstattung der Universitäten anbelangt, was die Ausstattung der Schulen anbelangt und mhm. so weiter. Dann hast du gesagt, äh, vor der Industrialisierung gab es gar nicht so eine Unterscheidung zwischen klein- und Großstädten. Nee, das ist mit der preußischen Gemeindestatistik eingeführt worden. What? Und der Witz ist, dass das noch bis heute gilt. Ähm, alle Städte über 100.000 Einwohner zählen als Großstädte, Städte zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern als Mittelstädte und darunter Kleinstädte. Und es wird schon lange dafür gekämpft. In der, in, also in den, in den Fachkreisen noch eine vierte Kategorie äh, der der urbanen, also der, der Metropole einzuführen weil natürlich eine 100000 Stadt äh, ist was anderes als wenn ich wie in Berlin 3,6 4,2 Millionen habe aber die Kleinstadt also das ist auch ne, was ich auch unterrichte oder beziehungsweise was mein Forschungsgebiet ist die überwiegende Mehrheit der Menschen lebt ja nicht in den Großstädten sondern in Mittel und Kleinstädten mhm. in Deutschland Warum haben die Preußen das äh, eingeführt? Weil sie überhaupt eingeführt haben, dass Statistiken äh, geführt werden, dass zum Beispiel Bevölkerung dass gezählt wird, dass man guckt, wie viele Städte gibt es gibt, damit es planbar wird, weil auch die Stadtplanung ist ja in dieser Zeit entstanden. Wie wir haben die dann Feuerstädte gebaut? Also jeder, wie er wollte oder was? Ja, natürlich gab es Feuerschutz und äh, hygienische Anforderungen, aber ansonsten natürlich gibt es auch wie immer. Es gibt von allem Vorläufer. Ne? Ich mhm. möchte jetzt nicht hier irgendwie angeprangert werden, aber dass eben diese Steuerung von von großen ähm, Systemen von vielen Menschen. Wir haben ja auch ein enormes Bevölkerungswachstum in der Zeit. Äh, Gerade in den, in den Städten und dann hat man irgendwann erkannt, Feuerschutz und Seuchenschutz reicht nicht mehr aus. Wir müssen mehr tun für die Stadtplanung. Und äh, dann ist natürlich, brauche ich ja Daten, brauche ich ja Grundlagen, damit ich überhaupt über, überlegen kann, wo ist es sinnvoll, äh, eine Schule hinzustellen, äh, welche Anschlüsse von, von Elektrik brauche ich, wie müssen die, welche Dimensionen brauchen die Wasserrohre für die, für die Kanalisation. Das muss man ja alles sich vorher überlegen. Und insofern ist angefangen worden, die Statistik in dieser Form auch zu entwickeln. Wenn du jetzt gerade von Industrialisierung sprichst, das sind, sind ja meistens dann irgendwie Fabriken gewesen, die in den Städten gestanden haben. Ja. Die, die Leute mhm. sind vom Land in die Stadt gezogen, mhm. haben da gearbeitet. Wer hat denn da die, zum Beispiel die Wohnung gebaut, wo die Leute leben? Äh, oder leben das muss? waren ganz normale Investoren und irgendwann hat man, hat, also, da hat man festgestellt, dass die Wohnverhältnisse so katastrophal sind, dass sie sich benachteiligen auf die, auf die Wirtschaftsfähigkeit der Menschen auswirkte. Aha. Und dann ist das entstanden, das lernen die Studierenden bei mir auch das, was wir unter Wohnungspolitik heute verstehen. Also, dass man eben auch, dass Wohnen nicht mehr nur eine private Angelegenheit ist, sondern dass sich die Gesellschaft, also die jeweilige Regierung darum kümmern muss. Und das ist zum Beispiel Gesetze benötigt und das ist ja dann nach und nach auch entwickelt worden. Da sind für Deutschland gerade die 20er und frühen 30er Jahre ganz wichtig, weil die ganzen Ideen... 20. Jahrhundert wahrscheinlich. Ja, im 20. Jahrhundert gerade die ganzen Ideen des sozialen Wohnungsbaus, über den wir heute so viel diskutieren, die sind in dieser Zeit und dann auch später sehr grundlegend entwickelt worden. Haben wir das, haben wir das erfunden oder haben wir das irgendwie aus Frankreich übernommen? Irgendwie, Ach, es ist also wie immer, Sozial es wird übernommen, es wird erfunden, man guckt sich an, also für die Wohnverhältnisse am drastischsten waren ja zu, zuerst natürlich die in England und in Schottland, also in den zuerst industrialisierten Gebieten in, in Europa. Es gibt berühmte Studien von Friedrich Engel zum Beispiel, die Lage der arbeitenden Klasse in England und dann eben auch, und das ist ja im Wesentlichen eine wesentliche Schilderung der Wohnverhältnisse und der Lebensverhältnisse. Und dann ist zum Beispiel eben auch, ähm, ja, eingeführt worden, was wir heute unter Sozialversicherung verstehen, Krankengeld, äh, das sind Arbeitslosengeld und, und so weiter. Also die ganzen Systeme der sozialen Absicherung. Also man kann übertrieben sagen, ähm, Sozialpolitik ist aus der, aus der Wohnungspolitik entstanden, also aus der Umgang mit den sozialen negativen Folgen der Industrialisierung. Und das ist dann, dann sind die Ideen auch für eine soziale Marktwirtschaft entwickelt worden. Gab es da irgendwelche Ideen, die wir heute immer noch haben? Und Alles. Also unsere ganze Idee überhaupt, eine soziale Marktwirtschaft zu haben und dass nicht jeder persönlich ähm, den, ähm, also seines Glückes Schmied ist, sondern dass ich da eine bestimmte soziale Absicherung habe. Ich meine, es gibt ja noch eine Arbeitslosenversicherung und es gibt ja eine Krankenversicherung und es, äh, es gibt ja jede Menge Mieterschutz und, und so weiter. Es gibt ja sehr viele Rechte auch und Pflichten. Und das ist nach wie vor, das ist heute noch präsent. Und äh, auch entstanden ist in der Zeit sehr, viel, also gerade in den 20er Jahren, sich auch wissenschaftlich mit dem Wohnen zu beschäftigen, zum Beispiel Grundrisse zu analysieren, wie werden die genutzt? Und dann ist zum Beispiel auch die Frankfurter Küche entstanden. Die also die, Fra die Frankfurter Küche ist so eine Idee. Also die meisten Menschen gehen ja davon aus, auch heute, dass eine Einbauküche ein Normalfall ist. Und aber diese Idee, in die Küchensituation so anzuordnen, dass ich da ganz geschickt den Herd rechts habe und das links und so weiter und das alles gut greifen kann und damit keine, keine Verluste an Wegen habe, Aha. das ist auch eine Idee dieser, dieser Zeit. Also äh, möglichst effektiv zu produzieren und das ist dann auf die, auf, die, auf die privaten Wohnsituationen übertragen worden und dann ist zum Beispiel die Frankfurter Küche erfunden worden. Und das ist die, der Vorläufer der Einbauküche, die heute jeder hat. Ja, das, ist, das gehört halt mit zu dem soziologischen äh, Studium. Aber es ist natürlich interessant, wir sind jetzt sehr stark in der Industrialisierung. Aber ja. die Frage ist ja, wie ist es heute? Und da ist ja, da ist ja meine These, dass diese, ähm, es hat sich ja ein Grundriss erstmal so als Grundidee des Wohns durchgesetzt. Ich sage immer Schlafzimmer, Kinderzimmer, ähm, Wohnzimmer, Küche, Bad, Flur. Also, auch der Flur ist ja so eine Idee der Funktionalisierung in der Form, dass ich einen Flur habe oder einen Korridor oder überhaupt ein, eine Raumsituation, von der aus die ganzen Räume abgeben und jeder Raum hat dann eine funktionale Zuordnung. Das ist ja, und wenn ich mir vorindustrielle Häuser anschaue, haben die ja gar nicht diese, diese Art der, des Grundrisses. Äh, das gibt es ja nicht nur in der Wohnung, sondern auch als Haus. Also, ja, also, jetzt, bei, ja genau, ja, das Bauernhaus zum Beispiel oder das Schloss ja. jetzt, jetzt sagst du gerade äh, Küche, Bad und so weiter mhm. Warum, jetzt einfach so äh, vom Begriff her, warum nennen wir jetzt ein Wohnzimmer Wohnzimmer? Habe ich mich äh, auch, auch ganz oft gefragt dü Dürfen wir nur in diesem Zimmer ja, wohnen das, und in einem Schlafzimmer nur schlafen? <laughs> das kann ich nur bestätigen, ich habe das auch nie verstanden und das kann ich mir natürlich sprachwissenschaftlich angucken, aber ich habe nie verstanden, warum und warum das der Hauptraum sein soll. Ist Schlaf nicht genauso wichtig? Oder in den 70er Jahren, 60er Jahren, warum ist die Küche so klein geworden? Ist nicht Kochen viel wichtiger als... Wohnen oder als das Wohnzimmer. Hast du das ja, nicht rausgefunden? Doch, das, war, das sind einfach so Entwicklungen und die haben in eine bestimmte Zeit äh, haben sie hervorragend gepasst. Das war diese industrielle Lebensweise, in dem ja sehr viele Menschen auch in vergleichbaren Lebensverhältnissen, sobald man das vergleichen kann, im Verhältnis zu heute. Also, wenn ich solche, solche Proportionen aufmache, dann meine ich natürlich immer, ich, wir reden jetzt von 2023 und ich rede von den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Mhm. Ne? Und es geht ja gerade in der Soziologie geht es ja immer ums Vorher und Nachher, aber nicht in dieser historischen Perspektive in der vorindustriellen Zeit, sondern gerade die großen Entwicklungsschübe sind ja in den 60er und 70er Jahren, dann noch mal in den 90er Jahren und dann praktisch jetzt äh, nach äh, 2000. 20 nach Corona und Finanzkrise und so weiter. Das sind ja immer so Merkzeichen oder Marken, wo sich wirklich dann auch gesellschaftlicher Wandel, den ich ja untersuche am Beispiel des Wohnens, den sozialen Wandel, äh, besonders bemerkbar machen. Und insofern vergleiche ich immer unsere heutigen äh, Wohnverhältnisse, beziehungsweise die Vorstellungen oder überhaupt die Ideen, die Menschen über das Wohnen haben, mit denen aus den 70er Jahren. Und in den 70er Jahren waren eben die Wohnvorstellungen so, dass ähm, eine große Überzeugung da war, dass eben diese funktionsgerechte Wohnung und die Zuordnung äh, von Funktionen zu Zimmern war ja auch ein großer Gewinn. Wenn hm. ich das wiederum vergleiche, 70er Jahre, vergleiche ich dann wieder mit der, mit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, das wollte, ich, wollte ich gerade ja, fragen. Also gab es genau. schon immer Wohnzimmer und Schlafzimmer? Nein. Ist das auch so ein Ding die, der, der Arbeiter in Berlin hatte der Stube und Küche hatte der gehabt und der hat in der Küche genauso gewohnt so. und hatte sein Bett dort aufgestellt und hat es unter Umständen noch untervermietet. Und wo ist er auf Klo gegangen? Damit eine Außenanlagen. In Außenanlagen, beziehungsweise in Berlin kennt man ja vielleicht noch die äh, Toiletten auf der halben Treppe, beziehungsweise die äh, Toilettenanlagen waren außerhalb des Wohnhauses. Es gibt es, also ich habe das noch in den 90er Jahren, in den 80er Jahren erlebt, dass es Wohnhäuser in Prenzlauer Berg gab, wo es nur im Keller Wasser gab. Was? Ja. Und äh, da gibt es wunderbare Bilder, kann man sich wunderbar anschauen. Also die Wohnverhältnisse waren wirklich dramatisch äh, schlecht. Und in der Auseinandersetzung mit diesem, und weil man das verbessern wollte, hatte man die Idee, wenn man jetzt allen Zimmern eine Funktion gibt, dann kann ich mir, man hat es Durcheinanderwohnen genannt. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Und man hat eben versucht, dieses Durcheinanderwohnen in jeder Hinsicht zu überwinden. Und das war natürlich eine hohe soziale Errungenschaft. Auch die Einführung dessen, dass zum Beispiel eine Wohnung so definiert ist, dass mindestens ein Raum einen Wasseranschluss haben muss ist heute eine Selbstverständlichkeit. Aber wie gesagt, war es nicht. Also es gab nicht in allen Häusern. Und wie gesagt, konnte man bis in die 80er Jahre... Noch in, äh, in Ostberlin dann auch äh, in der Realität sehen, dass es kein Wasser in der Wohnung gab. Oder dass es heute einen Raum geben muss, äh, wo ein Bett so aufgestellt werden kann, dass es halt ein, äh, ein Partnerbett, ein Ehebett ergibt. Ist ja eine Errungenschaft, dass die Räume so groß sein müssen, dass es mindestens in jeder Wohnung ein Zimmer geben muss, dass, äh, wo ich eben ein Bett aufstellen kann, äh, damit ich ein Ehebett habe. Und das hat sich alles über die Diskussion nach und nach durchgesetzt und ist auf einmal dann unter anderem zur Norm, aber eben auch zum gesellschaftlichen Standard geworden. Und heute sind wir ja genau in der anderen Situation, dass wir wieder dieses Durcheinanderwohnen eigentlich haben wollen. Wie du, wie du, auch gefragt hast, ne? Wozu brauche ich denn ein Wohnzimmer? Oder warum soll ich denn nur im Wohnzimmer wohnen? Obwohl wir auch in einer Wohnung hier? wohnen. Ja, ne? genau. Also, wohnen ist ja auch ein althochdeutsches Wort und bedeutet gemütlich und so. zufrieden sein. Wir haben ja, oder eben auch Behaglichkeit ist ja in, äh, oder dieses berühmte deutsche Gemütlichkeit, was sich nicht übersetzen lässt in andere Sprachen. Also es gibt ja bestimmte Konnotationen, die damit verbunden sind. Und heute haben wir eben die Situation, dass wir diese funktionszugeordneten Räume gar nicht mehr in der Form brauchen, dass aber in der Bauindustrie, also im neuen Bau, dass es nach wie vor fortgesetzt wird. Und worüber ich immer sehr gerne spreche, dass die Schere zwischen dessen, was wir eigentlich, wie wir eigentlich wohnen wollen, und das, was vorhanden ist, wie wir wohnen können, dass es immer größer wird. Weil es die, die Grundrisse sind nicht flexibel. Ich kann nicht einfach meine Wohnsituation verändern, gerade angesichts der Wohnungsmarktsituation, die wir gerade haben. Du musst halt ein eigenes ja. Haus bauen, Mensch. Also ja, FDP-mäßig. Ja, aber die Lebenserwartung ist inzwischen ja bei 86 Jahre, also unterschiedlich nach Geschlechtern. Aber die Lebenserwartung ist inzwischen ja so, dass ich Lebensphasen habe. Ich habe eine Jugendphase, Kinderphase, ich habe eine Familienphase, ich habe eine Alleinlebensphase. Also der Lebenszyklus hat ja heute so viele verschiedene Abschnitte. Und da ist natürlich die Kleinfamilienphase nur ein Teil davon. Und überwiegend bin ich ja in, in, in anderen äh, so Haushaltssituationen. Mhm. Und es wird ja immer noch so getan, als ob nur äh, Familien wohnen äh, würden. Aber die überwiegende Mehrheit der Wohnbevölkerung ist haushaltstechnisch gesehen, sind ein- und zweipersonenhaushalte. Und damit beschäftige ich mich natürlich. Das ist, also das andere, das Historische ist ja nur das Drumherum, um die Erklärung, um herzuleiten, warum es so ist, wie es heute ist. Und weil ich natürlich bei Architekturstudierenden die sollen ja das äh, wohnen aber auch nicht nur das wohnen äh, auch überhaupt die Räume für die zukünftige Gesellschaft gestalten und es war natürlich lange Jahre sehr auf den Neubau äh, ausgerichtet aber inzwischen ist ja die Aufgabe viel stärker auch in der Architekturausbildung sich mit dem Bestand zu beschäftigen mhm. also wie kann ich den Bestand so umorganisieren so umbauen das ist ja notwendig also nicht neu bauen sondern umbauen mhm. dass es sich an unsere Lebenssituation viel besser anpassbar ist und da sehe ich eben noch ganz große Defizite. Zurück zum Thema Wohnzimmer und so, du hast vorhin gesagt, den Flur, den haben wir auch quasi erfunden. Wozu gibt es denn den Flur? Den Flur gibt es, also wenn ich mir Häuser aus der vorliegenden, also vor der Industrialisierung anschaue, den Flur gibt es, um eben keine Durchgangszimmer zu haben. Ich weiß nicht, Sanssouci, Versailles und so weiter. Jeder kennt äh, vielleicht doch diese Räume, wo ich ellenlang durch Zimmer schreite. Mm. Ne? Und, dann, und dann dort gab es oder im Gefangenenzimmer: ich gehe rein in eine Wohnung und muss erstmal durch alle Zimmer laufen, um in das letzte Zimmer zu kommen. Und das ist natürlich nicht so eine gute Wohnsituation. Und dann hat man als Element der Architektur, oder hat man eben diesen Flur, oder ist entwickelt worden. Und man kann in den Grundrissen immer immer so schön, wie sich so Vorräume immer weiter verschwälern. Und da ist natürlich auch die Kasernenkultur, Gefängnisbau, Krankenhausbau und so weiter, spielt alles eine Rolle bei, der, bei dieser Entwicklung der Idee im 19. Jahrhundert, 1816 und so weiter mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, dass eben ein, eine Möglichkeit, eben, dass, die, dass da Räume abgeben und die kann ich dann funktionell zuordnen und sagen, das ist die Küche, das ist das Bad, das Schlafzimmer, Kinderzimmer und so weiter. Heutzutage sind ja so ganz, also gerade in Städten so ein Loft ist das, was man irgendwie haben will. Das ist ganz in. Ja, für bestimmte Menschen, ja. ja. Für bestimmte Lebenssituationen. Also mit, für eine Familie mit kleinen Kindern ist ein Loft vielleicht keine gute, also wohl nicht vielleicht, das ist keine gute Idee. Aber für... Aber es ist, ist das so die Aus... Aufhebung der Funktionalität ja, einer Wohnung. Das ist die Idee und das ist eigentlich auch das, was diskutiert wird. Mhm. Also wie kann ich diese funktionelle Zuordnung äh, überwinden beziehungsweise wie kann ich ähm, das Wohnen so gestalten, dass ich halt eine größere Flexibilität habe in der Form, dass ich äh, mit einer Kl Familie mit kleinen Kindern in so einer Wohnsituation sein kann, aber eben auch dann, wenn es sich verändert. Also ich plädiere ja. dafür, dass das Bad immer noch separat bleibt. Dann ich plädiere ich dafür, dass das WC separat bleibt. Ja. Und so. dass das Bad sehr viel stärker, um Wohnfläche zu sparen, unter Umständen auch mit der Küche gekoppelt werden kann, wenn das WC separiert ist. Wir haben jetzt gerade so viel über die Wohnung gesprochen. Ja. Hans hat mich auf die Idee gebracht, mal Heinrich Zille <laughs> zu zitieren. Das mhm. ist ein deutscher Zeichner, hat von 1858 bis 1929 ja. gelebt. Da hat man den Spruch gebracht, man kann einen Menschen mit einer Wohnung genauso töten wie mit einer Axt. Ja, ist ganz berühmt. Ist auch nach wie vor heute ein sehr beliebtes Zitat und ist nach wie vor zutreffend. Was bedeutet das? Ja, dass die Wohnung so schlecht ist, dass die äh, einen ja nicht tötet, aber dass man sich äh, in einer Situation befindet, die einen letztendlich krank macht, wenn ich nicht die Flucht ergreifen kann. Erklä äh, was, was also, zu so Zillis-Zeiten bedeutete das fließend Wasser von den Wänden, Kakerlaken, Ungeziefer, hm. Muffigkeit, äh, was völlig unterschätzt ist, was nicht nachbildbar ist auf Bildern, ist Gestank. Man glaubt gar nicht, wie die Städte gestunken haben. Lärm, hm. Und also äh, gerade. Du hast ja vorhin gesagt, dass die Industrie sie in Städten angesiedelt hat. Mhm. Es gab keine Lärmschutzverordnung oder ähnliches. Also Geräuschkulissen, dann diese Tag-Nacht-Nutzung, äh, überhaupt die Idee auch eines Feierabends oder bestimmter Ruhephasen. Und äh, deshalb meinte eben Zille mit diesem, ich, äh, ich denke auch, dass es historisch nachgewiesen ist, dass er das äh, so formuliert hat, das ist damit gemeint, also gesundheitlich, sozial, in jeder Form äh, prekäre Wohnverhältnisse. Und das ist eben dann sinnbildlich mit der Ein Mensch mit der Axt erschlagen, ist sinnbildlich gemeint. Wir hatten, Und, ja, ja. Wir hatten ja letzte Woche äh, Karin Leitzugast, Gast, die baupolitische Sprecherin der Linken, hatte ich mich auch mit ein paar Fakten vorbereitet. Äh, ich hatte unter anderem gesehen, eine durchschnittliche Wohnung in Deutschland, durchschnittlich, ist mhm. 92 Quadratmeter groß. Ja, kommt darauf an, was ich jetzt messe, aber das entscheidende ist aus meiner Sicht die Ist das mit den Jahren und Jahrzehnten größer Wahnsinn. geworden? Ja. Genau, und was ich ja. gerne mache, ist eben auch darzustellen, die Anzahl der Quadratmeter pro Person. Genau, das wollte ich auch noch fragen. 1914, 1920, 1945, 1950, 60, 70. Wir sind jetzt bei 47 Quadratmeter pro, pro Person. Ja. Wie war das vor 100 Fünf, Jahren? 15 Quadratmeter, 12 Quadratmeter. Ich meine, es muss ja nicht What? gut sein, aber die Frage ist natürlich, braucht jeder 50 Quadratmeter? Ja, ich schon. Du ja, auch? Äh, nein. Warum nicht? Ich, ich habe ein, hab ein relativ bekanntes Interview, kann man auch online finden, also im Netz. Da steht dann rüber, 12 Quadratmeter sind genug. Und dann äh, ich, äh, hat der Spiegel natürlich dementsprechend äh, auch getitelt. Also ich bin, ich gehöre zu den Menschen, die meinen, ähm, auch aus Klimaschutzgründen und auch aus ähm, sozialen Gründen, dass, dass der Anteil der Wohnfläche ähm, dass wir, was wir durchs Wohnen beanspruchen, dass ist ja auch Ressourcen beanspruchen, mhm. dass wir darunter müssen und ich, ich sehe das natürlich auch gerade vor dem Gesichtspunkt dessen, was mit der Klimakrise verbunden wird, dass wir natürlich nicht weiter ein bauen können, weil es ist einfach ein physikalisches Gesetz, die Fläche ist begrenzt. Und es ist die Frage, das Wohnen ist ja sehr auf den Menschen zugeschnitten von der Denkweise, von der Diskussion. Heute geht es ja darum, Lebensverhältnisse zu schaffen, die für Tiere, Menschen und Pflanzen äh, gedeihlich sind und nicht so stark eben aus der Perspektive des, äh, also unserer Spezies zu, das Ganze zu diskutieren. Und dazu gehört natürlich auch der... Äh, anderen Lebewesen auf diesem Planetenraum äh, äh, zu lassen, ist natürlich auch wieder eines der äh, diskursiven oder kontroversen äh, Themen. Und 50 Quadratmeter pro Person. Und wenn wir daran auch davon ausgehen, wir haben eine wachsende Bevölkerung in Deutschland, man kann sich das ja ausrechnen. Ja, das äh, ist einfach äh, die Räume, also die, die, das gibt gar nicht, das gibt nicht, gar, ist ich, gar nicht ich, ich möglich. Habe auch ja? auch, ich habe aber auch Katzen, Christine, ja. darum räumen wir es mir. Nein, als Soziologin kann ich das nicht auf der Ebene diskutieren. Christine, wie ist es bei dir oder wie ist es bei dir? Ich Thilo? wollte damit ja. jetzt auch scherzhaft ja. einsteigen, ja. weil wir hatten ja. auch mal Annette Hillebrand hier zu Gast äh, mhm. von Uni Bochum mhm. ich weiß nicht, ob du sie kennst, da hatten wir auch schon über die Flächenversiegelung und genau. Bauen, klimafreundliches ja. Bauen geredet. Genau. Ende vom Beton und so weiter und so fort. Wie schaffen wir das denn? Ich meine, so anders, <laughs> das ist, hat keiner die Lösung. Das ist doch. Das, wie schaffen wir das? auf jeden Fall. Also ich, wir müssen ja offenbar mit weniger mal auskommen. Genau. Das ist auf jeden Fall wie weniger. schaffen wir das? Weniger Ressourcenverbrauch beim Wohnen. Überhaupt unser ganzer fossiler Lebensstil muss ja verändert werden. Hast du da keine Antworten drauf? Ich habe Antworten du? darauf, was das Wohnen anbelangt. Indem ich zum Beispiel deine Frage vorhin mhm. beantwortet habe, brauchen wir 50 Quadratmeter pro Person? Habe ich gesagt, nein. Und dann ist natürlich. Ja, eine beliebte das ist die Antwort, aber wie kommen wir denn dahin? Eine beliebte Einstiegsfrage ist natürlich immer die, wie also wie viel Quadratmeter pro Person und so weiter. Ich finde nicht, dass man das gesellschaftlich festlegen kann, aber gesellschaftlich festlegen kann man, was fördere ich, was was subventioniere ich? Subventioniere ich eine Pendlerpauschale oder subventioniere ich eine Verkleinerung meiner Wohnung, wenn ich in eine kleinere Wohnung ziehe? Oder wie unter, also welche Unterstützung biete ich an? In dem, in dem Bemühen, weniger Ressourcen zu verbrauchen in jeder Hinsicht. Was fördere ich dabei? Durch, zum Beispiel durch die Politik. Ich weiß nicht, was die baupolitische Sprecherin dafür Antworten drauf hatte, aber ich sehe da nicht viel, sehr viel Antworten in der Politik. ja Wir können gleich noch mal über unsere Bauministerin und Wohnungsministerin ja. reden. Die hat ja wirklich Einfluss, angeblich. Aber nochmal zurück zur durchschnittlichen Größe einer Wohnung ja. und oder von 50 Quadratmeter pro Person. Welche Rolle spielt der Wohlstand einer Gesellschaft? Ja, umso mehr, also ja. in Deutschland, wir sind ja einer der, man, eine der reichsten Länder der Erde. Das sind wir. Ich komme gerade aus dem Senegal. Wir sind das auf jeden Fall. Welche Rolle spielt das? Ja. Natürlich und das ist natürlich auch ein Wohlstandsphänomen und ich möchte auch nicht die Wohnverhältnisse der 50er Jahre jetzt zurückhaben. Ähm, da gab es gab's ja auch eine Wohnraumzwangsbewirtschaftung und äh, es gibt sehr viele schöne, auch in der Literatur Darstellungen über die Wohnsituation, die möchte ich nicht zurückhaben. Aber ich meine, dass der Weg in immer, immer mehr Quadratmeter Verbrauch ähm, an Wohnfläche, dass das... Dass, äh, eine, eine, eine gute Idee ist, zumal ja eben der Ressourcenverbrauch reduziert werden muss. Also was Heizung anbelangt und da sind wir eben bei dem bei der CO2-Situation und das beim Wohnen ist es so, dass soweit ich das im Kopf habe, 70% der äh, CO2-Emissionen werden durch Heizen verursacht. Also muss ich also muss ich doch entweder andere Technologien finden oder ich muss weniger heizen, frieren ist aber nicht. Die Situation, die ich gut finden würde, aber indem ich zum Beispiel weniger Fläche beheize und das natürlich äh, hoffentlich mit, mit ökologischen Technologien, das wäre doch eine der Lösungen, die ich aber nicht sehe. Obwohl sie natürlich, es ist alles vorhanden, es ist alles bekannt, was gemacht werden müsste, aber wir haben ja das Problem, dass der Hauptbestand unserer unser, unser Gebäude, unser Wohngebäude, ist in den 60er und 70er Jahren entstanden. Also die überwiegende Mehrheit der Gebäude, die sind alle energetisch nicht ertüchtigt. Und das ist jetzt die große Frage: Wie, wie kann das gestaltet werden? Und dann noch äh, in der Kombination dessen, dass eben der Anteil der oder die Wohnfläche, die wir verbrauchen. Meine, die Frage ist dann als Soziologin: Warum haben wir denn so viel Wohnfläche doch nicht, weil wir Katzen haben? Sondern ich sage dazu auch immer sehr gerne, weil die Wohnungen zu Lagerstätten von, von Wohlstand, von Konsumgütern geworden sind. Also es gibt sehr interessante... Ja, wo, wo soll ich denn sonst mein, mein Zeug hin? Genau, hinstecken, brauchst ja? du das Zeug denn immer? Wie oft brauchst ich du deine Skiausrüstung? Und, und also Wow, sehr oft Einmal die, im Jahr, du. Genau, und, ab, und dann muss man das ganze Jahr, ist genauso wie mit dem Parken im, im öffentlichen Raum. Die Autos stehen rum. Und äh, also die überwiegende Nutzung des öffentlichen Raums in Deutschland ist ja durchs Parken. Mhm. Ja, also, dieser Begriff ruhender Verkehr, der ist ja schon ein Witz an sich. Und äh, das sind aber wertvolle Fläche, die nicht genutzt werden kann. Und es gibt ganz äh, interessante Untersuchungen, die leider ich nicht gemacht habe. Das, äh, die kommen aus den USA. Die untersuchen so in Häusern, die, da ist ja noch mehr Wohnflächenverbrauch. Ähm, was wird wirklich zum Wohn benötigt und was ist Lagerstätte für Konsumgüter? Und dann gibt es sehr schöne Abbildungen, die es dann so zeigen. Wo, da wird dann richtig so untersucht, wo läufst du lang, wo ist dein Bett und so weiter. Wie viel Fläche wird wirklich zum Wohnen benötigt und was ist ungenutzte Fläche? Aber erlegt, ja. erlegt sich das Problem nicht von alleine, Christine? Wenn wir jetzt, ich meine, äh, die Probleme werden ja allgemein anerkannt, unter anderem der Überkonsum der westlichen Wohlstandsgesellschaft. Wird das anerkannt? Ja, wir müssen das überwinden, damit das mit dem Klimawandel und so weiter aufhört. Wird das mehr... anerkannt? Würde mich freuen, würde Hier ich mich... in dieser Sendung schon, Christine. In dieser Sendung, dann bin ich auch dabei, aber allgemein wird das nicht anerkannt. Na, dann, darum reden wir ja darüber. Okay. Aber ja. das könnte ja eine Antwort sein, indem wir einfach auch weniger konsumieren aus vielerlei Gründen. Ja. Brauchen wir auch weniger Stellfläche für den Scheiß. Zum Beispiel. Oder ich meine eben auch Wohnen, das wird ja auch sehr wenig thematisiert, Wohnen ist ja auch richtig Arbeit. Also das ist die unbezahlte Sorgearbeit dessen, ich muss mich ja um so eine Wohnung auch kümmern. Muss, es, sie muss ja sauber gehalten werden. Wir haben ja auch sehr besti bestimmte Sauberkeitsstandards. Also, es muss ja auch in irgendeiner Form äh, das Wohnen ermöglicht werden. Und das, macht ja, das nimmt ja viel Zeit in Anspruch. Es sei denn, ich bin so wohlständig, dass ich es auslagern kann. Aber die überwiegende Mehrheit der Menschen äh, in Deutschland kann es nicht auslagern. Mir, ja. mir ist gerade eingefallen, ja. weil du sagst, irgendwie unser Zeug muss ja auch irgendwo gelagert werden. Ja. Im Grunde haben wir eine Wohnung auch. Damit unsere Gegenstände dort wohnen können. Ja, deshalb ist ja der Mensch auch sesshaft geworden. Und Sesshaftigkeit ist ja eben auch eine Wohlständigkeit, dass so viel produziert worden ist, dass es keinen Sinn mehr machte, das ganze Zeug mit sich herumzuschleppen. Und dann, ja, das ist, das ist wieder, es ja, kommt wieder aus der Evolutionsforschung. Na, warum ist der Mensch überhaupt sesshaft geworden? Und das hängt auch mit, dem, mit der Wohlständigkeit zusammen. Weil du gerade die 70 ja. Emissionen, CO2-Emissionen ja. wegen Heizen und so weiter angesprochen ja. hast. Ich habe mir jetzt die neue Zahl, die ich mir jetzt in ein paar Wochen gemerkt habe, ist 30 unseres Trinkwassers geht durchs Klo. Genau. Das in Deutschland. Das war damals ein technologischer Fortschritt, überhaupt äh, Wasserspülung einzuführen. Also wir hatten, ihr vielleicht kennen noch die Zuschauenden, Plumpsklos und ähnliche. Ja. Die Gerüche, man kann sich einfach die Dixi-Toiletten da angucken. Also das ist einfach die, die Geruchssituation. und überhaupt auch das, ich kann das medizinisch nicht erklären, was damit verbunden ist, aber das war damals so eine soziale Errungenschaft, die Wasserspülung. Und es das heißt ja nicht Trinkwasserspülung, das WC heißt ja Wasserspülung und dass das eingeführt worden ist. Aber heutzutage fragt man sich natürlich auch, warum wird das nicht verändert? Das und, ist das allererste, was wir machen müssen. Also das ist, ja, ist, aber ist, ist das, keine Frage, weil das Grundwasser... Grund und unsere Wasserstandards, äh, Trinkwasserstandards, würde es ähm, heißen, beim Neubauen oder überhaupt beim Bestandssanieren, dass eine zweite Wasserleitung eingezogen werden muss, weil Trinkwasser und äh, Gebrauchswasser nicht miteinander kombiniert werden dürfen. Und da ist die Frage: Ja, warum nicht? Ja, aber das sind, so die das sind die Fragen, die beantwortet werden müssen. Deshalb kannst du mich gerne provokativ fragen, wie können wir das lösen. Aber ich kann nur eben sagen, ähm, dass das ein Zusammenspiel ist von sehr vielen. F fachlichen Disziplinen auch sehr hochentwickelten, aber es muss politisch eben, es muss gesteuert werden und auch gewollt werden. Aber das Problem ist schon angekommen bei euch, dass, es, dass wir es unser, gibt, unser Trinkwasser äh, reduzieren Es gibt auch reduzieren. die ersten Siedlungen, also Neubausiedlungen, die äh, oder gerade auch in der Schweiz äh, mhm. sehr berühmte Beispiele, die mit Trinkwasser natürlich dann äh, die Toilette äh, betreiben beziehungsweise dass das Abwasser aus der Waschmaschine wiederum für die Toilettenspülung ver verwandt wird. Aber was jeder macht kann, ist ja, wenn er, wenn er sein Abwaschwasser oder so hat, kann er ja einen Eimer kippen und dann damit in der Toilette spülen. muss ist einfach eine Frage dessen, äh, des Wassersparens. Äh, oder wenn man das Wasser ablaufen lässt, ehe man sich frisch, frisches Wasser nimmt zum Trinken, kann ich natürlich auch individuell das machen, aber das bringt natürlich nichts grundsätzlich in der, bei der Problemlösung. Die Wohnungspolitik angesprochen hast, ja. die, die in den 20er, 30er ja. quasi. Da ist zu, ja Deutschland berühmt für. Zu Blüte gekommen. Ja. Hatten die damals auch die Antworten wie heute, dass die Privatwirtschaft ja. bauen muss? Ja, Auch. Also es gab natürlich auch einen kommunalen Bausektor, aber die äh, natürlich genauso und ganz viel Reformwohnungsbau ist auch von der privaten äh, Bauwirtschaft errichtet worden. Also ich halte auch diese Trennungsdiskussion da ganz schwierig. Also das ist, eben, das ist es gibt kein besseres, aber es geht, geht, geht ja auch immer auch eine Verantwortlichkeit und um die Zielstellung. Und wenn die Zielstellung nur die Renditemaximierung ist, dann ist es natürlich problematisch. Aber wenn die Zielstellung ist, wie von vielen auch sozial Wohnungsbauunternehmen ist, Menschen oder der Genossenschaftsgedanke beim Wohnen zum Beispiel. Genossenschaften haben ja die Idee beim Wohnen, dass nicht die, die Erzielung von hohen Renditen auf dem Markt das Ziel des, meiner Aktivitäten ist, sondern eben, dass ich eben Wohnungen zu einem finanzierbaren Mietpreis zur Verfügung stelle. Wobei es bei Genossenschaften es ist ja kein Mieten, sondern ich nutze es. Also es ist ein Nutzungsentgelt. Also gerade auch zum Beispiel die Idee, eben nicht nur marktgetriebenen Wohnungsbau zu betreiben, sondern eben eine Markt Marktferne herzustellen. Das mietshaus ist ein anderes Beispiel. Es gibt ganz verschiedene Modelle, die entwickelt worden sind, um eben, es geht ja um, um die Bezahlbarkeit der Mieten und gerade und, und eben auch der Wohnkosten. Und da ist zum Beispiel das Modell der Genossenschaft, und das ist eine deutsche Idee, die ist da entwickelt worden. Äh, wobei ich jetzt wahrscheinlich gleich wieder erklären darf, was eine Genossenschaft ist. Nein. Nein? Gut. Ja, das, da, da bin ja. ich auch so fern von. Genossenschaftliches ja. Bauen, ja. Gemeinnützigkeit. Genau, die ist äh, wird ja jetzt endlich wieder eingeführt und die ist ja abgeschafft worden. Ja, ja, Kohle cool ja. war das damals, oder? Ne? Ja. ja. Dann die Kostenmiete mhm. äh, und nicht irgendwie, äh, dass man. So was, da, genau. Ich, wie bei, wenn ich in der Vonovia-Wohnung wohne, äh, bezeichne, ein Drittel der Miete, geht, fließt quasi in Gewinn des Konzerns. Dass der es börsennotiertes Aktienunternehmen hat 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 das Wohnen etwas an, an den Börsen zu suchen. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, nein, aus meiner Sicht. Wohnen ist so eine grund äh, grundsätzliche Existenzdaseinssituation, dass das nicht äh, marktwirtschaftlichen Mechanismen per se ja, unterworfen das, werden darf. das da. basiert ja gerade meine Frage ja. drauf mit Wohnungspolitik, ja. also die Antwort der Bundesregierung. Das, scheint ja immer noch zu sein, ja, ist die in privaten ja. Äh, Aktien äh, also meist Aktienkonzerne, die sollen unser Wohnungsproblem lösen. Ja, und wenn man die Fachleute fragt, die sich damit beschäftigen, sagen alle, das wird nicht funktionieren. Das ist keine Christine Hannemann Meinung. Ja, das ist äh, ich glaube, das ist äh, allgemein anerkannt, aber ja, warum macht die Politik dann es nicht anders? Weil die Kräfte stärker sind, die die andere Politik präferieren. Aber die müssen doch irgendwann jetzt einfach auch so politisch ja. ang Angst haben, dass die Menschen irgendwann, die ja. äh, keine Wohnung sich mehr leisten können, irgendwann mit der Mistgabe vom Kanzleramt stehen. Darauf setze ich. Dass, der, dass, der, dass nicht nur Deutsche Wohnen enteignen, sondern dass die Widerständigkeit, weil es ja inzwischen nicht nur Menschen mit prekären Einkommensverhältnissen betrifft, sondern das ist ja ein auch das Problem des gut bezahlten Lehrers oder eben der Ärztin und so weiter. Das ist ja generell ein Problem. Und insofern denke ich auch, dass andere Lösungsansätze gefunden werden müssen, um den, Verl um den Verlust der Demokratie, Aber die, ja, um die, die das zu verhindern. Kann, kannst du soziologisch erklären, warum die Politik das Wohnen, Wohnraum dem Markt überlassen? Das kann ich nicht erklären, weil ich es nicht verstehe, weil schon damals, als diese neoliberale Entwicklungsphase begonnen hat in den 90er Jahren, alle Expertinnen von vornherein gewarnt haben und gesagt haben, das wird, gerade was das Wohnen anbelangt, zu problematischen Verhältnissen führen, die wir ja jetzt heute haben. Und damals war aber die Situation so, dass äh, das eingeschätzt wurde von der Politik, dass äh, die Wohnungsfrage für Deutschland gelöst sei. Man könnte das jetzt den marktwirtschaftlichen Kräften überlassen. Ja, die Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg war über, überwunden. In 60 er 70 er Jahren sind jede Menge Großsiedlungen, Einfamilienhäuser entstanden. Und äh, das, man muss sich jetzt nicht mehr als Politik um dieses Feld kümmern. Das war die damalige Einschätzung, der sehr viele auch gefolgt sind. Und immer noch folgen. Und immer noch folgen. Und das sind die Beharrungskräfte und es ist die Verteilung von Kräfteverhältnissen in der Gesellschaft. Also, wir haben eine Bundesbauministerin, die, ja, aber selber, die aber selber nicht bauen will. Also, jetzt muss ja nicht staatliches Bauen sein, aber durch. Ich bin auch da. Also, wir haben. Das bauen ist ja auch immer eine CO2-Thematik mhm. und es ist auch eine Klimathematik. Eine Bundesumbauministerin würde ich sehr gerne nehmen. Ja. Da bin ich, das wäre auch meine Aber das Idee. will sie ja auch nicht. Sie will ja quasi immer nur die Privatwirtschaft dazu bringen, das zu machen, das was ist, die, das gemeinwohl ist. Ja, und das wird, wir wissen doch schon seit 20 Jahren, seit 50 Jahren, seit 100 Jahren, dass das nicht die Lösung ist. Das ist einfach bekannt. Das wird keine Lösung bringen. Aber wie, wie also, ich keine Ahnung, ob da nicht auskennt, aber wie schafft die Immobilienlobby das? dass die Politik dann trotzdem damit macht. Ja, wie schaffen Sie das, äh, es gibt ja sehr viele Entscheidungen, wie schaffen die, die, wie schaffen die Lobbys es, dass nach wie vor Autobahnen gebaut werden und die Bahn nicht ausgebaut wird, der öffentliche Nahverkehr, wie schaffen die, dass die ähm, Zahnärzte jetzt alle äh, in irgendwelchen... Ähm, Praxen arbeiten, wo sie angestellt sind. Und es sind ja auch gerade das Gesundheitswesen, wie schaffen die, das, dass es das so ökonomisiert wird? Wie wird es geschafft, oder auch der Bildungssektor, wie wird es geschafft, dass die Schulen in der Situation sind, in der das ist ja auch allgemein bekannt. Also, da sind Kräfte am Werk. Die, die halt das Gemeinwohl, das gesellschaftliche Wohl nicht im, im, im Blickfeld haben. Und es ist ja auch bekannt, dass der Markt das nicht heilt. Oder gerade auch beim Wohnen kann man sehr gut zeigen, das ist dann wiederum mein Thema, in dem ich mich besser zu Hause fühle, dass eben das, was gebaut wird, entspricht ja nicht der Nachfrage dessen, was gebraucht wird, mhm. sondern es kann ja zurzeit. Egal, ob es kommunaler Wohnungsbau ist oder ob es privater Wohnungsbau ist, es, es werden ja Wohnungen gebaut, überwiegend, die eigentlich in, in der Form nicht mehr gebraucht werden. Wir bräuchten ja ganz andere Wohnsituationen, die eine viel höhere Flexibilität haben. Also was, was bei uns, also aus den, von, den, von dem Wohnwandel her fehlt, sind ja Wohnformen, in denen ich... Ähm, die halt vielleicht zum Beispiel einen temporären Charakter haben, wo ich vorübergehend sein kann, die nicht immer auf diese Dauerhaftigkeit festgelegt sind, weil ja sehr viele Menschen multilokal leben, also an verschiedenen Orten gleichzeitig. Zum Beispiel nehmen, nehmen wir unsere ganzen Bundestagsabgeordneten. Brauchen die wirklich eine voll ausgestattete Wohnung mit Einbauküche und äh, allem drumherum? Vielleicht einige ja. Aber die überwiegende Mehrheit braucht eigentlich was anderes als ein Hotelzimmer. Dafür gibt es ganz wenig äh, Angebote. Also die, oder nehmen wir die vielen Menschen, die allein in ihren großen Wohnungen äh, leben. Mit Katzen. Mit Katzen und Hunden und so weiter. Aber meine, der Bezirk Reinickendorf hat jetzt eine Stelle ausgeschrieben für eine Einsamkeitsbeauftragte. Und ich denke, Einsamkeit ist ein großes Teil dessen, davon auch, wie wir wohnen, dass das so stark auf Isolation ausgerichtet ist. Und deshalb brauchen wir viel stärker Angebote, nicht als generelle Lösung, wie das Wohnen aussehen soll, aber viel stärker Möglichkeiten in Wohnprojekten zu, zu, leben, die halt äh, gegen diese Isolation, gerade eben auch, weil ja Einsamkeit kein Thema mehr ist nur von, von alten Menschen, sondern eben auch zunehmend immer jüngere Menschen, gerade in den, in den größeren Städten. Ähm, dieses Alleine-Wohnen, das macht krank, das macht einsam. Und, aber ich habe natürlich auch Lebensphasen, mal möchte ich alleine wohnen, aber mal möchte ich dann auch lieber in irgendeinem sozialen Kontext wohnen, die eine bestimmte Gemeinschaftlichkeit äh, hat. Und, aber es gibt doch kaum Angebote dafür. Du kannst doch jetzt hier nicht einfach losgehen und sagen, ich suche mir jetzt irgendwie ein Gemeinschaftswohnprojekt. Aber da, da fällt mir ein, immer ja. dieses gemeinschaftliche Wohnen, das kann... Mhm können wir heutzutage aus Seniorenwohnheim und Studentenwohnheim? Aber möchtest du im Seniorenwohnheim wohnen, wenn du 70 Jetzt? bist? So, nee. Nee. Möchtest du in einem reinen Studentenwohnheim wohnen? Also, das kann schon passen für einige. Aber im Seniorenwohnheim mit 70? Keine Ahnung. Also, es wäre für mich. Aber da wohnt keine man wenigstens Optionen. nicht, äh, vegetiert man nicht alleine irgendwo. Ja, aber vegetieren war schon ein ganz guter Ausdruck gerade, ja. Also um ich Willen. Es gibt ja auch ja. so Senioren-WGs. So. Ja, es kann ja für bestimmte Menschen auch eine Lösung sein. Aber für eine Senioren es, kann man sich ja mal vorstellen. Es gibt Menschen, die finden sich zusammen und sagen, wir wollen jetzt zusammen wohnen. Es gibt ja keine Angebote. Es gibt ja immer nur diese ähm, Dreizimmer-Familienwohnungen, diese kleinen, die abgeschlossenen kleinen Wohnungen. Es gibt ja keine Angebote für andere Wohnformen als Vater, Mutter, Kind oder zwei Kinder. Zurück zur, ja. zur aktuellen. Strategie, nenne ich das jetzt mal, mhm. der Bundesregierung, der Bauministerin, des Kanzlers, das scheint ja immer im Großen und Ganzen darauf hinauszulaufen. Bauen. 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 Ja, ja Du hast ja vorhin gesagt, wir haben eigentlich keinen. Also es wir mangelt haben, offenbar ja nicht an Wohnungen. Nein, wir haben sehr viele Wohnflächen. Es ist eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit und es ist auch die Frage, nach welchen Kriterien wird das verteilt. Ich hatte auch gesehen, ja. jetzt, also es gibt, es gibt unfassbar viel Leerstand. Ja. Es gibt irgendwie zwischen 600.000 und 2 Millionen. Also, wir haben. Äh, also ja. freie Wohnungen, die der Besitzer oder die Besitzerin ja. freilässt oder un unvermietet lässt, äh, weil man spekuliert, dass entweder später mal. Teurer ja, zu also können. die Studien, die ich kenne, sind zum Beispiel, der, also der Hauptbestandteil oder Hauptbestandteil unserer Wohnungen, Gebäude in Deutschland sind ja Kleinfamilienhäuser, ein-, ein und zwei, zwei Familienhäuser oder zwei. Und, und davon sind 65 Prozent von nur einer Person bewohnt. Das ist zum Beispiel der Punkt. Oh. Äh, äh, deshalb mit dem Leerstand, es gibt immer Situationen. Und so weiter, aber dass in der As, As, äh, die, die situation, dass so viele Wohnflächen nicht genutzt ist, beziehungsweise im österreichischen oder im österreichischen Deutsch gibt es so die Mindernutzung, gibt es so den schönen Ausdruck. Ne? und dass eben ähm, dass da so wenig Flexibilität drin ist das ist glaube ich das Problem ja aber ich meine es, es gibt ich habe gestern gerade einen Bericht gesehen mindestens 700.000 Wohnungen fehlen in Deutschland gleichzeitig in das ist auch die Frage wie es rechnet ist die Frage fehlen Wohnungen wenn ich mir die Wohnfläche angucke dann fehlen die eigentlich nicht also 700.000 ja. Wohnungen für Menschen und gleichzeitig sind halt wahrscheinlich 700.000 Wohnungen irgendwo leer die aus Spekulationsgründen äh, nicht verfügbar sind. Die Spezialisten, die sich damit beschäftigen, sagen immer, dass, dass, dass sich das so aufhebt. dass Dessen, was gebraucht Aha. wird angeblich und dessen, was da ist. Aber ich, da müsste man sich erstmal die Grundlagen der Berechnung angucken. So eine Zahl habe ich schnell äh, irgendwie aufgeschrieben. Ich habe es in einem Bericht gesehen, wo du auch erwähnt warst. Pf, das heißt aber nicht, von mir ist die Zahl nicht gekommen. Das stimmt. So, und insofern, ich bin da immer sehr skeptisch, weil es wird sehr schnell was äh, auch äh, dargestellt oder es wird irgendwo eine Umfrage gemacht und ich bin ja Soziologin und dann sollte eben jeder erstmal fragen, äh, dann wird dann von repräsentativ gesprochen, aber in der ganzen Berichterstattung kommt in keinem Punkt, wie viele sind denn überhaupt befragt worden oder mhm. was ist denn überhaupt die Bezugsgröße, um von repräsentativ zu sprechen. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch, was ich, was ich mit den Studierenden bespreche, dass sie bitteschön sich das erstmal angucken sollen, bevor sie dann solche Zahlen äh, erzählen. Ähm ich weiß nicht, ob es nur in Ostberlin war, aber ich, da war Leerstand verboten. Also leerstehende Wohnungen waren das verboten. Weiß ich nicht mehr. Doch doch in der DDR. Wäre, wäre. Aber es gab ja genügend leerstehenden Wohnraum. Also ein Leerstandsverbot. Also es gibt ein Zwecks, also ich, vielleicht meinst du die Zwecks, Zwecks- wie heißt es? Ach Gott. Ich meine ein Leerstandsverbot. Ich glaube, das ja, war in Ostberlin so. Also dass man dass man eine Wohnung immer vermietet haben muss. Ja. Wäre das vielleicht auch eine Antwort? Ich meine, es gibt ja Menschen, die irgendwie eine Wohnung hier haben, eine Zweitwohnung da oder äh, dass die immer untervermindet Ich weiß nicht, ob man muss. das so pauschal in der Form in einer Demokratie ähm Anordnen kann, also das hat mir der Eigentum verpflichtet der, Und vielleicht auch zum Wohnraum. Natürlich, das hat jetzt einen sehr diktatorischen äh, Anstrich für mich. Aber was natürlich ist, die, die Zweckentfremdung von Wohnraum für andere Zwecke, dass man das unterbindet zum Beispiel oder eben den, das äh, lassen von Wohnraum aus äh, Spekulationsgründen, dass man, dass man das nicht mehr erlaubt, das würde ich richtig finden. Ist, er, ist er ja nicht, da waren wir uns ja einig, ist ja nicht diktatorisch zu sagen, mit Wohnen darf man nicht spekulieren. Ne? Wird aber so interpretiert. Dann sind wir aber beide Diktatoren. Ja. Das äh, könnte jetzt so ein Kommentar sein. <laughs> Gibt es irgendwie noch andere große Fehler, die die äh, Bau- und Wohn Wohnungspolitik heutzutage macht? Ja, jede Menge. Also das, ähm, äh, was heißt, ich bin ja jetzt nicht diejenige, die darüber richtet, aber was zum Beispiel das für uns ja schon. ein großes Thema ist, äh, ist ja auch die Integration von Zuwanderung. Und, oder eben die Integration von Menschen, die zuwandern, und zwar egal, ob sie jetzt aus der Ukraine kommen müssen, aus Kriegsgebieten, aus Klimagründen, aus wir haben Fachkräftemangel und dass es dafür überhaupt keine Mechanismen gibt der Integration, die Wohnen als Grundlage haben. Das ist zum Beispiel auch eines meiner Forschungsgebiete. Meine Wohn ist für alle existenziell. Die Leute sollen die Sprache lernen, die sollen eine Ausbildung machen, die sollen erwerbstätig werden. Aber dass man erstmal die Integration übers Wohnen herstellen muss, dass die Leute erstmal ein Bett brauchen und einen Schreibtisch und eine ja. Möglichkeit, überhaupt eine, eine Atmosphäre dessen zu schaffen, dass sie sich integrieren können, das wird bei der ganzen Diskussion Integration und damit meine ich auch die fortschrittliche Integrationspolitik, da wird das Thema in Deutschland völlig vernachlässigt. Und ich bin eine derjenigen, die eben die These vertritt. Auch Wohnen ist das Grundlegende und als Integrationsmodus kann vor allen Dingen das Wohnen erstmal fungieren, weil der Arbeitsmarkt, die Erwerbsarbeit, das funktioniert ja nicht mehr. Also dadurch da haben sich die Arbeitsverhältnisse viel zu stark gewandelt. Und dann ist natürlich die Frage: Bildung integriert nicht. Gerade unser Schulsystem ist ja dafür zu Recht berüchtigt, dass es sie separiert, also segregiert ohne Ende. Mhm. Und dann sage ich, es gibt überhaupt keine Konzepte, die sich damit beschäftigen, wie durch Wohnintegration hergestellt werden. Es gibt natürlich Beispielprojekte, wie immer, und das ist auch eine meiner Forschung, meiner aktuellen Forschung. Die sich damit beschäftigen, wie Wohnen integrativ wirken kann. Und das heißt dann, Zusammenhalt braucht Räume. Und das habe ich zum Beispiel, und darüber rede ich mit den Studierenden, und das lehre ich dann auch wiederum in der Vorlesung, wie Wohnverhältnisse so gestaltet werden, gerade auch eben von der baulichen Seite her. Denn ich brauche ja Gemeinschaftsräume. Mhm. Die Wohnungspolitik fördert aber keine Gemeinschaftsräume. Und auch beim privaten Wohnungsbau ist es ja sehr schwierig. Ich brauche immer diese Abgeschlossenheitsbescheinigung, um dann entsprechende Finanzierungen durch die Bank zu bekommen. Und ähm, Gemeinschaftswohnprojekte haben ja das große Problem, dass sie keine Finanzierung von den Banken bekommen. Es gibt nur ganz wenige Banken in Deutschland, die eben überhaupt... Äh, Was? Ja. <laughs> es ist Warum finanzieren die das dann nicht? Weil, äh, weil natürlich die Bank... So wird es mir erklärt. Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil die Bank eine Sicherheit haben will. Und die Sicherheit hat sie nur dann definitiv, wenn, wenn äh, genau abgekesselt ist, ähm, was, was gehört demjenigen und nicht, dass dann noch irgendwie so ein Stück Gemeinschaftsfläche, da muss man sich wieder mit den anderen verständigen und so weiter. Und das verhindert ganz viel äh, innovative Entwicklung, was das Wohnen anbelangt. Oder bei den, wenn wir bei den Banken sind, ich habe den Vorstand, der ist zuständig für Gewerbe und der andere ist halt fürs Wohnen zuständig. Wenn ich jetzt aber ein Projekt entwickeln will, was Gewerbe und Wohnen miteinander verknüpft, dann habe ich erstmal mit zwei äh, äh, Vorstellungen eben auch bei den Banken von Zuständigkeit zu tun. Weil das ist auch das ist die ganze funktionale Erbe dessen, wie unsere, wie unsere Gesellschaft, wie unsere Strukturen immer noch äh, aus den 60er Jahren äh, strukturiert sind. Und es gibt ganz wenig und es ist wirklich ein Problem auch der Finanzierung. Und deshalb entsteht ja auch so viel monothematische Wohnanlagen, dass da so wenig ähm, urbane Situationen geschaffen werden können, weil es so schwer ist, das mit dem Gewerbe zu verbinden. Und äh, weil Wohn eben als eine Funktion gesehen wird. Und insofern, unsere Städte werden immer mehr zu, zu Siedlungen, in der eben die urbane Infrastruktur verschwindet. Das fängt bei der Polizei an und hört beim Supermarkt auf. Oder die Deutsche Post, wie die oder die Banken, die rausgehen aus, aus den Lebenssituationen, dass eben die Wege für die Menschen, äh, für den Alltag. Wenn ich nicht gerade in den innerstädtischen Bereichen äh, lebe, also so im Normalfall, äh, kann man nachweisen, dass die Aktionsräume dessen, was ich alltäglich brauche, dass die immer länger werden und es erzeugt ja wieder Verkehr ohne Ende. Da sind wir ja wieder bei der anderen Seite der Medaille, dass äh, dadurch, dass eben der Rückgang der sozialen Infrastruktur so dominant ist, eben auch äh, für Städte dass damit die Mobilitätsnotwendigkeiten immer größer werden. Und weil ich natürlich, ich habe Postsachen zu erledigen. Ich muss zu, zum, zum Arzt, ich muss Vorsorge, ich sollte Vorsorgeuntersuchungen machen und so weiter. Und man kann immer zeigen, wie die Wege sich immer weiter verlängern und es erzeugt immer weiter Verkehr. Und ist ja dann auch nicht mehr handelbar. Ja, wir hatten hier mal einen Soziologen sitzen, Stefan Schulz. Der hat eine, eine These, gerade so die, bei den kleinen mhm. auf dem Land und so weiter, da wächst ja auch, äh, da wächst ja nicht mehr, sondern da sinkt massiv die Erwerbslosen, äh, Erwerbspersonenzahl. Also es ist immer mehr, immer weniger Leute arbeiten dort und können sich das ja. irgendwie leisten. Und das sagt er, die Leute sollen einmal alle in die Städte und wir renaturieren die meisten. Kleinen Städte und so weiter. Ist das nicht eine schöne, einfache? Also, ich habe mich selber auch mit der Zukunft von Kleinstädten beschäftigt in meiner Habilitationsschrift und äh, habe sie als marginalisierten Stadttypus bezeichnet. Und ähm, ich weiß auch aus diesen Forschungen heraus, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland, wenn ich sie frage, wie sie wohnen möchten, möchten gerne in kleinen und Mittelstädten wohnen, genau in diesen äh, überschaubaren, nachbarschaftsorientierten, fußläufig organisierten äh, städtischen Situationen. Und insofern würde ich davon ausgehen, dass ich das stärken würde und ausbauen würde. Weil es eben eine Lebensform ist, die sehr vielen äh, Lebenssituationen äh, sehr sehr gut entspricht. Aber du, du hast gerade selbst gesagt, die Entwicklung ist äh, die, Bank, in, die Bank fehlt, das geht in eine andere Richtung. die Kneipe ja, fehlt, das äh, äh, Gymnasium fehlt, fehlt genau Schule der Ballettunterricht fehlt, der Klavierunterricht der äh, fehlt, genau, es geht, fehlt. es geht in die andere Richtung. Unsere kapitalistische ja. Wirtschaft sagt äh, ab in die Stadt, in Dann, die Großstadt, ja, ziehen wir es halt durch, ja. machen wir die Kleinstadt platt in mit der Natur zurück. Ja, es gibt ja oder das Dorf. Es gibt ja ganz viele Arten von Kleinstädten und äh, es gibt ja auch Kleinstädte, die wir sagen dann dazu verzwergen. Ne? die also wieder ja. auf ihre dorfliche. Ja, warum nicht? Natürlich. Und wenn, Aber das Thema der schrumpfenden Stadt, ähm, das ist jetzt. Äh, ich glaube, das war in den 90er Jahren ein sehr starkes Thema. Also des Rückgangs aufgrund der Bevölkerungszuwanderung haben, natürlich haben wir immer noch Regionen in Deutschland, wo die Bevölkerung rückläufig ist, aber das insgesamt, gerade was Städte anbelangt, sind die alle durch Zuwanderung gekennzeichnet. Und vor allen Dingen dann, wenn sie eine Verkehrsanbindung haben. Aber ist das ist dann ein gutes Argument jetzt, wenn du sagst, ja die, die meisten Leute wollen halt in der kleinen und mittleren Stadt leben, wenn mhm. halt die, der, die Realität eine andere ist? Offenbar wollen sie da nicht leben, sondern das äh, stirbt aus. Also ich würde ja dafür, die Städte nicht so ausufern und nicht so groß äh, zu machen, sondern gerade eben auch, um die äh, steuerbar zu halten, eher ähm, in kleinere Strukturen einzusteigen und die zu stabilisieren und die zu entwickeln. Gerade eben auch, weil damit dann eben so fußläufige Aspekte und eben auch ökologische Lebensverhaltensweisen. Lebensverhalt viel stärker ist, aber man kann das immer nicht so pauschal sagen. Es gibt nicht die eine gute Lösung. Es gibt immer viele Ansätze, aber es gibt natürlich ähm, Horizonte oder einen Horizont, äh, der klar ist. Wir müssen weniger Wohnfläche verbrauchen, wir müssen weniger Heizungswärme erzeugen, wir müssen äh, unsere Konsumverhalten reduzieren und so weiter. Also sie sind ja alle durch die Klimasituation eindeutig fixiert. Ich, ich komme auch aus einer Kleinstadt, in 10 circa 10.000 Einwohner. Äh, da hat zwar noch eine Polizei, hat noch eine Feuerwehr, mhm. gibt auch noch mal eine kleine Bank, drei mhm. Supermärkte. Aber da wird es schon traurig. Ja, und es gibt vor allen Dingen keine ja. kulturelle Vielfalt. Nö. Ja. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, was eben gegen die Kleinstadt spricht. Ich jetzt wieder der Chat, aber auf jeden Fall ist eben die Anzahl der sozialen Gruppen, die sich bilden können und die ihre Räume finden und ihre Gleichgesinnten, die ist natürlich in kleineren Strukturen wesentlich reduzierter als in, zum Beispiel in Großstädten. Und dann fehlt auch noch Infrastruktur, ja, also in so einem genau. Fall einfach nur so schnelles Internet. Ja, und das oh. ist ja ein spezifisches Dilemma von Deutschland. Also das Problem des schnellen Internets habe ich ja in Frankreich oder in Österreich oder so nicht. Ja. Ach so, denk gut. Ja, es ist ja nur oder in Polen. Es ist ja nur in Deutschland das Problem. Hm. Aber äh, mit der These von Schau Schulz kannst du dich jetzt nicht so sehr anfreuen. Einfach wir renaturieren die meisten kleinen Städte und Dörfer. Wenn, wenn du es schon so relativierst mit den meisten, nein, das ist mir ja, zu, äh, äh, zu, äh, ja. okay. zu pauschal. Ja, ist mir zu pauschal. Ja. Aber gleichzeitig, aber, aber gleichzeitig, wie wir das dann umkehren können? Aber ich können, kann mit der These schon etwas anfangen. Ja, ja habe ich ja schon auch gesagt. Ich habe ja auch von marginalisierten Städten gesprochen. Und ähm, warum, warum nicht? Also das Auflassen von Siedlungen ist ja auch keine neue menschliche Erfindung. Ja. Aber wie können wir diese ja. Marginalisierung denn umkehren? Das war ja, das ist ja quasi deine Forderung, jetzt nicht alle äh, die großen Städte kleiner machen. Die großen Städte vielleicht nicht so ausufern zu lassen, dass sie nicht mehr steuerbar sind. Wie kriegen sind. wir das denn? Wie ist das machbar? Wie ist das machbar? Das ist ja, also auf jeden Fall muss es einen Konsens dazu geben. Es gibt ja Städte, die sich auch bewusst sich in ihre Stadtpolitik formulieren, wir wollen nicht weiter wachsen. Also, das ist ja jetzt überhaupt keine neue Überlegung. Mhm. Und auch Berlin würde, glaube ich, viel darauf geben, wenn der Zuzug reduziert werden würde, beziehungsweise wenn halt der Zuzug gesteuerter erfolgen würde. Und dieser enorme, meine Berlin war ja auch mal eine schrumpfende Stadt. Ich weiß nicht, ob du das noch erlebt hast. Äh, ja, war ein Bevölkerungsrückgang, also schon zu Westberliner Zeiten. Mhm. Da sind auch wunderbare Pläne entwickelt worden, das Grüne Archipel. Und dann natürlich mit der ganzen Deindustrialisierung nach dem, nach der friedlichen Revolution äh, enormer Rückgang äh, der Wirtschaftskraft und auch der Wirtschaft also der, der Wirtschaft selber die ist ja abgewandert ohne Ende die Berlinförderung gab es nicht mehr Berlin war ja auch die verlängerte Werkbank mhm. also hier sind ja Kaffeemaschinen am Fließband hergestellt worden und diese Art von, von Produktion ist natürlich dann nicht mehr interessant, wenn es nicht mehr subventioniert wird. Und, so, und gerade auch der Verwaltungsabbau, der ja sehr dramatisch war. Und es hat ja auch dazu geführt, dass Berlin enorm. Die, also das ja, wir haben ja heute auch die Probleme, weil in Berlin sehr viele Infrastruktur auch verkauft worden ist, privatisiert worden ist. Also Kindertagesstätten und Schulen und, und so weiter. Weil der Bevölkerungsrückgang war so. Stark, dass das nicht mehr gebraucht wurde. Und jetzt hat sich die ganze Entwicklung äh, umgekehrt und Berlin äh, ist kaum noch in der Lage, die Zuwanderung zu, zu beherrschen. Und insofern äh, eine Steuerung äh, und äh, eine Reduktion wird wahrscheinlich eine Notwendigkeit werden. Thema Integration, du meinst ja Wohnen ja. als Integrationsmaßnahme. Ja. Was, was fällt dir ein, wenn du mittlerweile, ich weiß nicht, wie es in Stuttgart ist, aber in vielen Teilen Deutschlands werden Geflüchtete in Baracken untergebracht, ja, ist, in Containern. Ja. Und da, wie soll dann Integration entstehen? Also ich habe also selber in, in meinen Forschungen, ganz klein, haben wir untersucht äh, Projekte, die äh, Ortsansässige... Bevölkerung mit Zugewanderten durch, durchs Wohnen verbindet. Also, wie funktioniert das? Was sind die Hemmfaktoren? Beziehungsweise, wir haben die Gelingensfaktoren äh, vor allen Dingen in den Vordergrund äh, gestellt. Mhm. Welche Projekte gibt es äh, überhaupt? Wie, wie werden die umgesetzt? Wer sind die Träger? Wie ist die Finanzierung? Wie ist die Steuerung? Mhm. Überhaupt, um mal so ein Bild zu entwickeln, wie so etwas aussehen könnte. Und ich meine zum Beispiel, so ziehe ich auch durch die Lande, dass die Wohnungspolitik in den Städten sich auf solche Wohnprojekte äh, ausrichten sollte und aufhören zu sollte mit, dem, mit diesem kleinen Wohnungsbau, Dreizimmerwohnungen, Mikroappartements und so weiter, die monofunktional nur das Wohnen von einer bestimmten sozialen Gruppe äh, befördern. Und das kann ich natürlich sehr gut erreichen, indem ich das beispielhaft anhand von verschiedenen Projekten darstelle. Dass man überhaupt mal so ein Bild bekommt, wie sowas aussehen könnte. Mal uns das doch mal. Mal, mal uns das doch mal. Welches nehme ich denn da? Ich nehme zum Beispiel Leonberg. Da gibt es ein Gemeinschaftswohnprojekt, was ich auch für sehr zukunftskräftig, zukunftsträchtig halte. Zwei ähm, Mehr Parteien Wohnhäuser, die äh, durch einen Parkplatz verbunden waren. Der Parkplatz ist zu einem Gemeinschaftsraum äh, umgebaut worden und in diesem Wohnprojekt wohnen äh, ortsansässige Familien, also das sind immer so wissenschaftliche Definitionen, also Menschen, die schon länger als zehn Jahre in Deutschland leben, zusammen mit Zugewanderten. Und die haben einen Gemeinschaftsraum, den sie, den sie gemeinsam nutzen, in dem sie Veranstaltungen für das, die Nachbarschaft durchführen. Mhm. Es gibt Regeln, es gibt äh, Versammlungen, in denen man sich abstimmt, wie jetzt der Vorgarten gepflegt wird. Also all so eine Bedingung, wie eben gut über das Wohnen oder wie man die Kinder, wie man die, wie sich hilft bei der Kinderbetreuung. Also wie kann es gut gesteuert werden. Und es wird besprochen und ist verbunden eben durch eine Hausgemeinschaft, durch eine Wohngemeinschaft. Und das ist zum Beispiel eines der Projekte, die ich dann sehr gerne vorstelle. Und es geht aber nicht nur bei Zuwanderung, es ist es ja inzwischen üblich geworden, dass sehr viele dann nur an geflüchtete Menschen denken. Aber wir haben Fachkräftemangel. Und, wir, und es gibt ja zunehmend auch die Berichte aus der Wirtschaft, dass die, dass die Menschen nicht nach Deutschland kommen, weil sie eben keine Wohnverhältnisse hier finden. Beziehungsweise ist ja auch eine Frage von Partnerschaften. Und die gestalten sich ja heute auch anders. Man ist ja nicht mehr so aufgeteilt, der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause, sondern es ist eben auch eine andere Form der Partnerschaften, die da eine Rolle spielen. Und da geht es ja nicht nur um die Integration der Fachkraft, sondern es geht wirklich um die Integration des verwandtschaftlichen Verbundes, die mit der Fachkräfteeinwanderung dann jeweils verbunden ist. Du hast vorhin gesagt, du redest mit deinen Studierenden. Mhm auch über das Thema soziale Ungerechtigkeit. Du ja. hast gesagt, du hast immer auch einen politischen Impetus. Ja. Äh, Gibt es dann also Studierende, die dann sagen, ey, Christine, was erzählst du da für einen Scheiß? Soziale Ungerechtigkeit, <laughs> wir, haben, wir, 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 wir erleben hier eine ökonomische Gerechtigkeit. Weil also, wer, wer sich das leisten kann, kann sich aussuchen, wo und wie er lebt. Ja, das aber ist ich, doch ökonomisch gerecht. Ja, das ist richtig und ich denke auch, dass einige so denken. Aber ich denke nicht, dass sie mir das dann sagen. Ach so. Genau. Und, ähm, aber wir diskutieren natürlich schon darüber, welchen, welches Recht hat denn jeder aufs Wohnen? Ne? Also, wodurch wird es definiert? Beziehungsweise, was sind die Maßstäbe dessen, wonach meine Wohnqualität sich bemisst? Was gehört mit dazu? Und ist es ein gesellschaftliches Thema, dass es eine angemessene Wohngrundlage gibt, oder ist es halt ein Privatvergnügen? Und das diskutieren wir schon, wie weit es privat sein soll, eine private Leistung, oder wie weit es eben zum Beispiel durch sozialen Wohnungsbau auch äh, erzeugt werden muss. Die Antwort scheint ja. ja. Unser Bundesregierung sagen, das ist Privatvermögen, Ver Vergnügen, weil die Privatwirtschaft. Ja, aber du hast mich jetzt nach ja, ja. den Studierenden gefragt Natürlich. und die Studierenden beantworten das nicht nur ähm, mit dem Privatvergnügen. Ich wollte einen Wortwitz machen. Ja, ich bin halt jetzt nicht so in der, in der Situation, dass ich jetzt hier. Aber ich meine, du hast mich nach den Studierenden gefragt und wir diskutieren dann schon. Es ist immer die Frage eben auch der Waage, äh, wie viel privat und wie viel im Staat. Ja. ja. Und ich bin auch nicht gehöre auch nicht zur Fraktion dessen, dass der Staat das alles regulieren soll, ne. weil der es ja nicht erfolgreich ist, kann man ja überall betracht, sich bewund, äh, betrachten. Aber auch die Privatwirtschaft ist nicht erfolgreich. Interessieren dich ja. eigentlich Menschen, die sich keine Wohnung leisten können oder? obdachlos sind. natürlich also obdachlosigkeit ist natürlich auch ein großes gebiet also auch ein großes thema was ist überhaupt obdachlosigkeit es gibt ja auch selbstgewählte die halt nicht in dieser kleinbürgerlichen wohnsituation leben wollen mhm. aber es ist der umgang mit notsituationen im wohnen das interessiert mich natürlich auf jeden fall und da gibt es ja das konzept des housing first was jetzt langsam auch nach deutschland durchsickert und äh, das ist natürlich auch ein thema äh, von, von sozialer Ungleichheit. Ne? Von, also un, soziale Ungleichheit ist eines der Kernthemen der Soziologie. Also, Housing ja. First bist du äh, unterstützend? Also, Housing First ist im Grunde, das die bekommen erstmal eine Wohnung. Das entspricht ja meiner These, dass ja. ich zuerst wohnen muss, ehe ich mich integrieren kann. Also, insofern unterstütze ich das. Dann Aber Thema, ist natürlich nicht mein, mein Spezialgebiet. Ja. Thema Gentrifizierung. Ja. Erklär mal einem der davon noch nie gehört hat, was Gentrifizierung ist. Na, ist die. Ähm, Verdrängung von Ortsansässigen durch Menschen, die einfach mehr Geld haben und höhere Mieten zahlen können. Ja, soziale Marktwirtschaft. Das ist, ähm, und zwar in bestimmten äh, besonders begehrten Stadtteilen. Ja, natürlich ist das sozial. Äh, ob das soziale Marktwirtschaft das ist. Das unsere Leistungsgesellschaft, du weißt, nicht. weißt du? Haben wir eine Leistungsgesellschaft? Hm. Kannst du mir das mal erklären? Ich würde das nicht sehen, dass wir eine Leistungsgesellschaft haben. Ja, ich habe hab, hab jetzt gerade ja. gestern gelesen, dass das meiste Vermögen vererbt wird. Mhm. Auch Immobilienvermögen. Das ist eine enorme Leistung, oder? Jetzt mache ich mal einen Witz. Ja. ja. Also es ist eine geile Leistung, wenn mhm. ich die, wenn ich das Kind ja. wohlhabender Eltern bin. In Deutschland werden jährlich 430.000 Immobilien vererbt. Mhm. 85%, von, 85 Prozent davon sind Wohnhäuser und Eigentumswohnungen. Mhm. Weil wir jetzt gerade vor, wir waren ja gerade, wir sind ja beide Ostdeutsche, äh, der West-Ost-Kontrast äh, ist, äh, ja. ist super krass. Mhm. Äh, in den westdeutschen Bundesländern werden jährlich etwa siebenmal so viele Einfamilienhäuser mhm. vererbt wie in Ostdeutschland. Mhm. Bei den Eigentumswohnungen ist es sogar das 18-fache. Mhm. Und das, das ist auch diese Schere, die immer weiter auseinandergeht. Schön, dass du die Vermögen ansprichst. Das finde ich ein ganz großes Thema von sozialer Gerechtigkeit. Ja, hast, hast du den Jahresbericht zum Stand der Einheit durchgelesen? Nein, glaube ich nicht. Da steht nichts zum Vermögen drin. Deswegen. Hast du den äh, Armuts- und Reichtumsbericht gelesen? Ja. ja. Was steht da drin zum Reichtum? Den gibt es. Ja. Yeah. Äh, da fängt, brauchen wir nicht drüber reden. Da fängt an, ab dem Monatseinkommen über 10.000 Euro. Also, Aber Vermögen zählt da yeah. nicht also, dazu. Und Vermögen wird gar nicht erfasst in Deutschland. Also das ist einfach auch ein Dilemma für die Soziologie, dass die realen wirtschaftlichen Verhältnisse überhaupt nicht erhoben werden. Was kann man denn gegen Gentrifizierung machen? Es gibt ja eigentlich nichts. Also, wenn ich eine marktwirtschaftlichen äh, gesteuerte Gesellschaft habe, kann ich versuchen, die äh, sozialen Folgen abzufedern. Gibt es ja schon Milieuschutzsatzungen. Und äh, zum Beispiel, wenn ich eine Eigentumswohnung erwerbe, dass ich zehn Jahre äh, den dort drin lebenden Menschen nicht durch Eigenbedarf herauswerfen äh, darf. Also, da gibt es ja schon äh, Möglichkeiten. Aber insgesamt kann man nichts machen gegen Gentrifizierung. Man kann nur versuchen, die sozialen Folgen abzufedern. Was hättest du für eine Hausbesetzung, habe ich mir noch aufgeschrieben? Hausbes Was ist denn Hausbesetzung? Gab es das in der DDR, glaube ich nicht so, ne? Natürlich. Da gab ja. es so gar einen Ausdruck dafür, schwarz einziehen. Nein. Ja. Bist du auch mal schwarz eingezogen? Ja. <laughs> Also natürlich, also weil äh, das, deswegen habe ich das vorhin mit den leerstehenden Wohnungen auch nicht verstanden, mhm. weil wenn du irgendwo erfahren hast, dass eine Wohnung leer ist, dann hast du geguckt, ob du einen Zugang findest, der nicht polizeilich relevant ist. Und dann bist du dann, äh, es gab in, in Prenzlauer Berg, gab es eine ganze äh, Straßenzug, Oderberger Straße, die die Wohnungen äh, untereinander vergeben haben und nicht über die kommunale Wohnungsverwaltung. Das ist aber noch relativ unerforscht. Also, soweit ich das weiß, ich forsche das auch nicht, weil ich das natürlich zeitlich überhaupt nicht schaffe, die ganzen Fragen, die du mir stellst, äh, alle zu beantworten, weil es ist einfach so ein Riesenfeld und ich kann mich nur auf bestimmte Aspekte äh, spezifizieren oder fokussieren. Und das ist natürlich das, was für Architekturstudierende äh, vor allen Dingen interessant ist. Und äh, ja, da gab es irgendwie diesen Ausdruck, schwarz einziehen, also ohne Genehmigung. Den ja. kannte ich noch nicht. Ja. Vielleicht kennt Hans den ja, Hans ist ja ein bisschen Vielleicht. aus der Zeit. Ja. Dann würde ich immer das Thema Und gerne. Du was halte ich von Hausbesetzung, war ja die Frage. Ja. Also, es ist halt, also ich finde. Sollen wir wieder anfangen damit? es ja schon. Es gibt immer wieder Versuche das auch selbst, auch selbst in Stuttgart. Es, es gibt äh, ja, es ist ja auch ein wichtiges Thema, wie gehe ich damit um? Also ich kenne auch jede Menge Bundesimmobilien, die halt äh, über Jahrzehnte oder Jahre leer stehen. Und dass äh, mit bestimmten Herangehensweisen darauf aufmerksam gemacht wird, kenne ich auch, also Areale, die eben einfach leer stehen, weil man noch nicht weiß, was man damit machen möchte. Und dass da Vielleicht kann man ein anderes Wort finden und vielleicht kann man da einen legalen Weg finden. Aber dass es eine Möglichkeit gäbe, auf, äh, auf nicht genutzten Wohnraum deutlicher hinzuweisen und dafür eben auch einen äh, Mechanismus zu empfinden, wie ich das wieder in Wert setzen kann, das würde ich sehr... Äh, Unterstützen und unter Umständen kann eben auch eine symbolische Hausbesetzung dazu führen, dass eben eine bestimmte Wahrnehmung in der Öffentlichkeit dazu stattfindet. Es gibt schon irgendeinem Chat, der schreibt: Ja. Die Hannemann, die alte Linksextremistin. Ich habe ja nur von symbolischen Hausbesetzungen gesprochen. Aber. Ähm, da machen manche keinen Unterschied. Ja, das ist äh, gut. Aber es ist halt die Frage. Ähm, doch, wenn, wenn Wohnungen zu lange leer stehen, sollen sie besetzt werden. Thema Eigenheim. Ja. Und quasi so eine Familie, mhm. die äh, na, früher war es zumindest so: Mama, Papa und irgendwie ein oder zwei Kinder, vielleicht mhm. drei Kinder. Das heißt, Wohnzimmer hatten wir ja schon: Schlafzimmer, ein Bad, eine Küche, äh, Kinderzimmer, vielleicht noch ein zweites Kinderzimmer. Ähm, Gibt es das schon immer, Christine? Jetzt ist wieder meine Rückfrage, Tilo. Wie definierst du Eigenheim? Also, dieses. Ja, so, so, so ein Häuschen mit diese, so einem Sattel Natürlich gab es sie schon immer. Seitdem die Menschen sich da so ein Dach über den Kopf machen, gab es das schon immer. Aber eben nicht bezogen auf die Kleinfamilie in der Form. So. Sondern die hat sich ja. meine, die Menschen haben ja nicht in diesen Kleinfamilien zusammengelegt, sondern sie haben in einem, äh, Verbünden zusammengewohnt ganze Haus, eben äh, bloßverwandtschaftlich und äh, Angestellte, Knechte, Mägde, Verwandte und so weiter. Und diese kleinfamiliare Lebensweise hat sich ja erst mit der Industrialisierung durchgesetzt. Insofern nein, gab es nicht schon immer das Einfamilienhaus in der Form, wie wir es heute kennen, ist vor allen Dingen ein Produkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum? Weil eben, durch, weil eben da die Wohnverhältnisse als gesellschaftliches Anliegen verbessert werden sollten. Und dazu gehörte in der bundesdeutschen Ideologie vor allen Dingen eben auch der Bau von Einfamilienhäusern. Weil Eigentum bindet, macht einen weniger widerständig. Ich muss ja meinen Hauskredit abbauen, aber dient natürlich auch der sozialen Stabilisierung einer bestimmten bürgerlichen Perspektive auf Gesellschaft, dass ich eben eine bestimmte durch Eigentum eben auch eine bestimmte Bedeutung in der Gesellschaft habe. Und es war auch damals eine bestimmte Notwendigkeit und war eben äh, von den Menschen auch ähm, ja, ja erwünscht nach den, nach den Kriegserfahrungen nach der Wohnungsbewirtschaftung und, und so weiter äh, eben auch die, das Ankommen in der bundesdeutschen Gesellschaft durch eine entsprechende Wohnsituation zu dokumentieren kann ich mir auch vorstellen dass es eben da, damals eben auch zu den Idealbildern gehörte ist, äh, einige Punkte jetzt das erste fand ich ganz gut gemeint, ist also äh, dass die bundesdeutsche Ideologie das Eigenheim, also der Kernfamilie, äh, Mama, Papa und Kinder mhm. gefördert hat, weil, die, weil sie das dann gesellschaftlich weniger widerstandsfähig gemacht ja, das ist, hat. Ja, das katholische Sozialbild, Familienbild ist ja geprägt von diesen blutsverwandtschaftlichen Verbindungen. Aber wir, aber wir wissen doch, dass ein großer Teil der Menschen gar nicht so leben will in dieser kleinen familiären Lebenssituation. Ist ja auch, damit ist ja auch ein bestimmtes Bild von, von äh, Haushalten durchgesetzt worden. Aber es gibt ja, gab ja schon immer zu allen Zeiten auch starke Kräfte, die halt nicht diese kleinbürgerlichen Lebensverhältnisse wollten. Aber warum, warum hat, wie war, war das in der DDR ähnlich? Ja, aber es ist nicht aufs Eigenheim bezogen worden, ja. sondern eben auf die, auf die Dreizimmerwohnung in der, im Plattenbau oder im Blockbau, also in der industriellen Bauweise. Aber auf jeden Fall ist auch eine, ja, ist wieder so ein historischer Aspekt, eine spannende, eine spannende Diskussion, welches Gesellschaftsmodell im Sozialismus das dominante werden soll. Oder Familienmodell, und das, da sind ja auch verschiedene diskutiert worden, aber dann ist letztendlich auch die Kleinfamilie durchgesetzt worden als eine Möglichkeit der Disziplinierung der Arbeiterschaft. Was? Ja. ja, mit Wohnen bin ich auch pädagogisch unterwegs natürlich. Durch die Wohnverhältnisse gebe ich ja auch vor, wie Menschen leben sollen. Und in Deutschland ist es ja, war es ja lange Zeit vorgegeben, dass ich in einer Kleinfamilie wohnen soll. Das hat sich ja inzwischen sehr stark verändert. Also die Vielzahl der äh, Haushaltstypen, die wir inzwischen haben, die ist ja nicht mehr überschaubar. Inzwischen hat sich ja auch rumgesprochen, dass auch die Familien nicht mehr nur ein Modell haben, sondern dass es sehr, sehr verschiedene Familienmodelle gibt. Also dass die Ausdifferenzierung, so nennen wir das ja auch, ne? dass die... Pluralisierung der Lebensstile. Hier saß doch bestimmt schon mal ein soziologisch gebildeter Mensch, der von der Pluralisierung der Lebensstile gesprochen hat. Mhm. Und, und nach dem Zweiten Weltkrieg ist man eben nur von einer Haushaltsform ausgegangen. Und es hat ja auch gepasst, lange Zeit, bis in die 60er Jahre hinein. Äh, auch dieses Wort, haben wir jetzt einen ja. Wortursprung, Eigenheim. Ja. Äh, was, steckt, was, was, steckt was steckt dahinter? In, also ja. ich wollte man ein eigenes Heim haben, um quasi erkennbar Eigentum zu haben? Eigenheim äh, muss ja nicht immer Eigentum sein. Es ist, ich kann ja auch ein Eigenheim mieten. Das stimmt. Das ist halt die Frage. Also ich kenne es dann eher als ein Familienhaus. Und vielleicht ist auch eine regionale Komponente dabei. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wel ja. Welche Rolle könnte das ähm, individuelle Wohnen spielen? Also quasi, dass jeder für sich wohnt, jeder hat ein Auto heutzutage. Also ich aber das individuelle Wohnen ist ja erst ein Thema seit den 90er, 80er Jahren, so. aus dem vorigen Jahrhundert. Also davor gab es ja in der Gesellschaft überhaupt nicht diese, außer mit einzelnen Personen, aber so als gesellschaftlicher Trend der Individualisierung. Also Beck hat es 1986 und so weiter ist es in der Soziologie diagnostiziert worden dass die individualisierung der Haupt, äh, haupttrend äh, Trend der entwicklung der lebensstile ist überhaupt dass es lebensstile gibt die, wir die, die wirtschaftliche situation davor war ja nicht so dass ich, dass ich praktisch mehr aussuchen kann ob ich als ökomensch durch, äh, durch die gegend laufe oder als mitte äh, weiß ich was also das ist doch erst dass diese, diese möglichkeit dass ich mir aussuche äh, in welchen welchen Lebensstil ich für, für meine persönliche Situation wähle, das war bis in die 70er Jahre ja gar nicht möglich, aufgrund eben der Lebenssituation. Der, der, die Wohlständigkeit kam ja erst mit den mit, also nach 68 in den 70er Jahren, ich meine, dass sich dann eben auch sich Lebensstile ausbilden konnten. Ich meinte ja. ein Eigenheim, was erkennbar. Individuelles. Also meine Eltern, also die, die Eigenheime Eigen sind ja nicht individuell. die sind doch alle, sehen doch alle gleich aus. Sie haben alle den gleichen Grundriss. Die sind in überwiegenden Mehrheit sind die von Fertigteilhausunternehmen äh, errichtet worden. Wo siehst du denn beim Eigenheim, was? Du meinst von der Idee her? Also von der Form her sehe ich es nicht, vom Inhalt her sehe ich es nicht. Ich meinte es nicht so ernst, ja, aber ich erinnere ja. mich damals, ich war äh, ja. heranwachsend. Meine Eltern haben ihr Haus quasi, also sie haben sich eingebildet, dass ihr Eigenheim, was sie dort bauen lassen, ja. äh, mitdesignen. Aber im Grunde ist es Wie ja. Wie beim Auto, da wird dir ja auch so, dass du dir die Farbe aussuchen kannst mhm. und weiß ich, ob das Lenkrad. Äh, keine Ahnung, vom Auto auswählen. Aber es wird ja auch so getan, als ob ich mir das individuell konfigurieren kann. Aber es auch äh, wie bei dem schwedischen Möbelunternehmen: es ist nichts individuell. Es ist alles industriell vorgeprägt vor, äh, und es ist beim, beim Eigenheim genauso. Also wenn ich es gibt natürlich nach wie vor Selbstbauprojekte oder das Architektenhaus und so weiter, aber die meisten Menschen, die sich äh, in de, damit beschäftigen, haben ja eine Form des, des vorgefertigten, was sie dann verwenden. Warum ist das dann immer, wie wir schon festgestellt haben, warum gibt es da dann immer das Wohnzimmer, die Küche, unten Bad, äh, den Flur? Ja, da sind wir äh, wieder beim Anfang die, die, des Interviews, genau. weil sich das als Wohnleitbild so herauskristallisiert hat, weil mit der mit der Qualitativen, sozialen Verbesserungen der Wohnsituation haben sich bestimmte sind bestimmte also sind Normierungen geschaffen worden. Mhm. Und die waren damals so ein Mindeststandard, aber die sind dann zum Normalstandard geworden. Mhm. Und deshalb ist es egal, ob ich eine Mietwohnung nehme oder ein Eigenheim nehme. Sie haben alle dieselbe Situation: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad Flur. Ja, und die Variation ist dann die Größe und so weiter, die Materialauswahl, aber das gesamte Grundrisskonzept ist äh, egal, ob ich eine Stadtwohnung nehme oder auch dem Land. Und das hat sich als dominierendes Wohnleitbild eben herausgebildet. Ich will auch nicht so verstanden ja. äh, werden, dass wir wollen, dass immer mehr Eigenheime noch gebaut werden. Trotzdem ist es ja sehr offensichtlich, dass in den 50ern, 60ern, 70ern mhm. äh, jeder Normalverdienende konnte es sich leisten. Äh, ja gut, aber ein Doppeleinkommen. Ne? Also Mann hat gearbeitet, die Frau hat gearbeitet, äh, jeder, Nein, jeder konnte sich. Viele, also zum Beispiel in den äh, Bergbauregionen gehörte es zum sozialen Standard, dass meine Frau nicht arbeiten muss sondern dass, der, dass das Einkommen eines Bergarbeiters okay. dafür reicht, dass meine Frau nicht berufstätig sein muss. Und äh, in der alten Bundesrepublik war es ja, konnte ja der Mann bestimmen, ob die Frau arbeitet oder nicht, beziehungsweise auch wo sie arbeitet und so weiter. Nee, nee, so war es nicht. Aber, aber, ein, Groß, aber, aber ein nicht geringer Teil der Gesellschaft konnte es sich leisten, äh, ein Eigenheim zu bauen. Meine Eltern damals, noch Ende der 90er, ich meine, ja. kamen aus dem Osten. Ja. Äh, Papa hat nur noch Teilzeit gearbeitet, Mutter hatten einen normalen Job gehabt, ja. weil wir, wir waren nie wohlhabend. Ja. Und trotzdem konnten sie sich ein eigenes Haus bauen. Weil sie selber sehr viel daran und mit Freunden und Verwandten nicht und wirklich. so weiter nicht wirklich. Und über 20 Jahre jetzt abgearbeitet. Aber, und warum ist das heute nicht mehr möglich? Ja. Also heute, heute können sich doch eigentlich nur noch. Reiche Menschen. Oder mit Vermögen halt. Ne? Also, das ja, ist halt. Manche. was ist eben auch die Generationengerechtigkeit, ne? dass ein Erwerbseinkommen selbst bei zwei Personen nicht mehr ausreicht, um äh, Wohneigentum zu erwerben. Weil sich die, äh, weil sich die Wohn-, ähm, also, weil sich die Kosten, beziehungsweise das Geld, was ich dafür bezahlen muss, hat sich dermaßen nach oben entwickelt, dass es nicht mehr leistbar ist. Sondern es ist nur leistbar, wenn ich es in irgendeiner Form. Ähm, durch Vermögen oder durch sonstige Finanzsituationen äh, ermöglichen kann. Aber durch normales erwerbseinkommen einer Ärztin und eines Lehrers zum Beispiel ist das nicht mehr finanzierbar. Und das hängt damit zusammen. Jetzt sind wir bei der Weltwirtschaft und ich kann es auch nicht alles im Detail erklären. Aber es ist ja so, dass eben die ähm, sein Feld muss das berühmte Stichwort vom Betongold. Äh, Fallen, weil ich ja meine, wir haben eine Niedrigzinsphase nach wie vor. Ich kann mein Geld nicht mehr durch, durch andere Formen vermehren, außer durch Immobilien. Und solange das eben so dominiert, wird sich daran auch nichts ändern. Du hast mal ja. gesagt, wenn sich daran nichts ändert, befürchtest du eine Brasilianisierung? Der Gesellschaft. Ich habe es noch nicht lesen können, aber das ist kein Wort von Christina Hannemann, sondern das ist in der Soziologie ein Wort. Ja, er hat es da so aufgeschrieben, aber ich habe es auch so gesagt. Erklär es uns. Genau, das heißt, wir haben in der Brasilien. Brasi <laughs> das ist sowieso. Aber damit ist die soziale Spaltung in der Gesellschaft gemeint. Gerade Brasilien ist ja dadurch gekennzeichnet, dass ich ein unmittelbares Nebeneinander von Arm und Reich habe. Die Favelas. Genau, die Und daneben die Luxushochhäuser mit den Swimmingpools auf den Terrassen und so weiter. Und das ist mit diesem Begriff der Brasilianisierung gemeint, der in der Soziologie verwendet wird, um eben dieses Auseinanderdriften, das, das berühmte Arm und Reich ist ja auch jetzt als etwas pauschal. Das ist doch mal eine Message, die man hier mitnehmen mhm. kann. Also, wir hatten ja vorhin schon über unsere ähm, Bauwirtschaft bzw. Baupolitik geredet, die das an die äh, spekulationsorientierten mhm. Privatwirtschaft schiebt. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald Favelas wie in Brasilien. Wenn es so weitergeht. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die sozialen, marktwirtschaftlichen Kräfte und auch die gesellschaftliche Übereinkunft, auch der Eliten in Deutschland, dass wir halt nicht diese Lebensverhältnisse haben wollen, dass die äh, gewinnen wird, dass die sich durchsetzen wird. Wir, waren, wir, haben, wir haben festgestellt, dass die politische Elite äh, ja, die, die bisher ist ja, nichts dagegen. Tut. Aber die ist ja veränderbar. Das stimmt. So und ich setze darauf, dass die gesellschaftlichen Kräfte so stark sind, dass wir gerade das äh, nicht dass wir solche Lebensverhältnisse bei uns nicht haben. Du hast wollen. aber gesehen, was passiert, ja. wenn wir eine äh, Volksentscheid haben, nämlich Deutsche Wohnen enteignen, ja. wo 60 Prozent Und dann reagiert die Politik nicht darauf, also machen sie jetzt die nächste Initiative. Aber es bewegt doch was. Also, durch natürlich erreichen die ihr Ziel, nicht deutsche Wohnen zu enteignen. Aber es bewegt äh, insofern, dass die Politik lernt, dass sie sich um dieses Feld kümmern muss. Du meinst gerade, die Kosten in so einem Eigenheimbau, mhm. ähm, dass die Kosten heute nicht mehr leistbar sind. Also, mhm. kann man sich nicht mehr leisten. Welche Kosten sind denn das? Was macht denn so ein bauen so teuer? Ähm, natürlich die, die Standards, die Vorschriften und dann natürlich die. Ähm, also Brandschutz äh, und weiß ich was ich ich kenne mich da nicht aus. Du, du hast hier eine Soziologin vor dir sitzen. und die, ich habe auch mit Architektur zu tun. Ja, hat ich. aber ich habe noch nie ein Haus gebaut. Das ist ja nicht mein Thema. Mein Thema ist ja, wie sich, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse und wie sich Wohnen, wie, wie das wiedergespiegelt wird und wie die Verteilung von Wohnraum zum Beispiel erfolgt. Aber jetzt diese lange Liste abzuarbeiten, was die Wohnkosten so verteuert. Und aus meiner Sicht kann man es zusammenfassen: das sind die äh, Grundstückskosten. Mhm. Das sind die, ist die Grunderwerbsteuer, also das, wo der Staat zugreift. Und das sind natürlich auch die Gehälter, die mit bei denen sind, die eben auch Häuser bauen, beziehungsweise die, was damit verbunden ist. Und das ist ja auch berechtigt. Und es sind auch viele Vorschriften äh, von, von dem Wohnniveau her, Trittschutz, Lärmschutz, Brandschutz und so weiter. Ich kenne das alles gar nicht, was da eine Rolle spielt, die eben das ba Bauen so äh, entsprechend äh, teuer machen. Und das ist eben auch der Punkt. Es gibt ja auch einen Diskurs darüber, was ist davon gerechtfertigt, also was muss unbedingt eingehalten werden. Und es gibt einen sehr interessanten Diskurs darum, praktisch eine neue Kategorie einzuführen, dass ein niedriger Standard, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder in anderen Ländern angewandt wird, dass der auch in Deutschland dann eine Rolle spielen darf. Was jetzt von Tiny Houses? Ja, es ist ein schicke Gucci Tasche ohne. Also die wirklichen die Idee, wenn ich das noch mal erklären darf, so wie ich es verstanden habe, ist ein Tiny House ist die Nutzung von Fläche in ein Einfamilienhausgebiet zum Beispiel auf einer Garage. Aber was daraus jetzt in Deutschland gemacht worden ist, ist ja ein schickes Wohnkonzept in schöner Natur, wo ich dann praktisch auch wieder einen enormen Flächenverbrauch habe. Aber mit äh, weniger Inanspruchnahme von Wohnfläche, abgesehen davon, dass die Kosten für Tiny Houses ja auch, äh, wenn ich da 80.000 Euro dafür bezahle und so weiter. Also insofern ist diese Grundidee des Tiny Houses, die Nachverdichtung von Einfamilienhausgebieten damit zu verbinden. Die ist nicht erreicht worden, aber verkauft sich natürlich auch. Und es gibt ja jetzt auch die ersten Gebiete, die als Tiny House Gebiete entstehen. Aber sie basieren auch wieder darauf. Und deshalb kritisiere ich auch, dass sie wieder Grünfläche versiegeln. Also es ist ja nach wie vor das gleiche Konzept. Natürlich wird jetzt weniger Fläche versiegelt aber es nach wie vor wird wieder am Rand der Stadt ein weiteres Gebiet rangesetzt und das ist nicht die Idee des Tiny Houses. Weil die Grundidee des Tiny Houses finde ich eigentlich gut, also in bestehenden Strukturen neue äh, Räume zu suchen, aber ohne Zersiedelung, die fürs Wohnen genutzt werden. Aber da sehe ich in Be es gibt ein Beispiel in Esslingen, soweit ich das weiß, wo über einer bestehenden Garagenanlage ähm, Tiny Houses gebaut werden sollen oder werden, weiß ich jetzt nicht. Warum fördern wir eigentlich nicht anstatt Eigenheime irgendwie so Viererheime? Also für ja. vier Familien? Warum nicht? Genau. Warum nicht? Genau dafür plädiere ich ja. Das ist ja auch meine Frage. Warum kann man die, die Gesetze und die, die Struktur nicht so zuschneiden, dass Gemeinschaftswohnen gefördert wird? Was steckt dahinter? Also welche Interessen hätten was dagegen? Der politische Wille, wie immer. Es scheint. scheint ja zu scheint dann zu wahrscheinlich wirtschaftliche Interessen zu geben, die wurscht, das Aber eben auch. Ich, ich, ich kenne keine Befragung. Ich sage es ah. mal jetzt sehr platt. Die sagt, wollt ihr lieber in Genossenschaften wohnen? Sollen wir? Das, das wird ja. Meine, jetzt sind wir bei dem das Thema. Das DDR, weißt du, sozialistisch, oder? Nein, das ist. Ähm, sozialer wohnungsbau ist ja auch in eine große tradition und auch genossenschaftlicher wohnungsbau. Aber die leute denken vielleicht daran, dass ist das, das für arme christina werkswohnungsbau. nein, würde ich nicht so sagen. also okay. die bundesrepublik hat eine lange tradition von äh, werkswohnungsbau, von genossenschaftlichen wohnungsbau, von kirchlichen wohnungsbau. haben wir noch gar nicht besprochen? genossenschaftlichen wohnungsbau. Ähm, da, ich würde das auch gerne mehr untersuchen, aber es gibt keine Forschung dazu, äh, die ich da präsentieren könnte. Da könnte ich nur persönliche Einschätzungen abgeben. Nochmal Thema Eigenheim als Eigentum. Mhm. Meine, es gibt ja nicht nur ähm, Häuser, die man besitzen kann, sondern auch Wohnungen. Mhm. Jetzt eine persönliche Frage. Ich, ich finde das ja verstörend. Also ich kann damit nichts anfangen. Ich verstehe natürlich, dass, dass manche das als Sicherheit haben. Ja. Das ist natürlich auch quasi eine Anlage. Als Identitätsstiftendes. Äh, Aber auf der anderen Seite. Ähm, ja. Ich, ich fühle mich ja sicher, beziehungsweise ich fühle mich wohl, weil ich weiß, ich wohne zur Miete mhm. und ich könnte in drei Monaten auch woanders wohnen. So ist ich, es. Ich kann woanders leben. Mhm. Ich kann, ich, ich muss nicht irgendwie das Haus verkaufen, ich muss nicht 20 Jahre abbezahlen. Ja. Ich bin flexibel, äh, ich bin frei. Und ich hänge nicht an diesem Klotz mhm. äh, namens Eigentumswohnung oder Haus. Mhm. Wo kommt das, dass die meisten offenbar das anders sehen? Ich, du bist die Soziologin, ja. Ja, ich hänge, ähm, da sind wir auch bei psychologischen Aspekten natürlich. Das ist nicht nur soziologisch zu erklären, da gehört natürlich ein Bündel dazu. Ich bin auch. Eine von denen, die sagt, ich möchte nicht mit so einem Klotz durch die Gegend laufen. Also das möchte ich nicht für mein Leben. Ich möchte die Flexibilität haben äh, für, für meine Lebenssituation. Aber warum sich viele Menschen das antun, sage ich jetzt mal auch, ist natürlich auch das Versprechen im Alter, eine Versorgung zu haben das verminderte Einkommen denn zu kompensieren, indem eben keine Mietzahlungen denn mehr äh, nötig sind. Also ich denke, dass und dann eben für, für die Familiengründung oder für die Familiensituation einen Ort der Familie zu haben, das, das sind dann so eher wieder verhaltensbiologische Argumentationen. Also soziologisch kann ich es eigentlich nicht richtig erklären. Insofern würde ich sagen, als Soziologin kann ich das nicht erläutern. Warum tut man sich das an? Nee. Ich an, wir haben ein bisschen gerätselt gerade, was so hm. der Hausbau heutzutage an hm. Kosten verschlingt. Vielleicht kann uns das jemand im Chat erklären. Sind immer irgendwelche schlauen Leute dabei. <laughs> Oder du kannst jemanden einladen, der das gut erklärt. Ja, ja. Vielleicht gibt es im Chat schon Leute. Hans hat vielleicht ein bisschen, äh, denkt ein bisschen mit und bringt uns mal. das mit. Und dann mal gucken, was kann, kann jetzt er, er dir ja. die Vorschläge ja unterbreiten und dann kannst du nochmal darauf reagieren, ja. weil wir uns fragen, warum ist es so teuer geworden. Ich habe noch ein paar Fragen. Ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, Hans, eure Fragen an Christine zu geben. Was hältst du vom Trend zum Homeoffice? Dass man quasi, dass der Arbeitsplatz gleichzeitig das hause ist. Ja, finde ich sehr gut. Aber ich meine, ich denke natürlich auch beim Homeoffice zuerst daran, dass viele Menschen gar nicht ins Homeoffice können. Also das ist ja einfach auch ein Trend. Aber die für die Menschen, wo es beruflich möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten, finde ich ist ein ganz guter Ansatz, Berufstätigkeit und private Lebenssituation besser miteinander zu verknüpfen. Wenn es nicht darauf hinausläuft, dass ich für meinen Arbeitgeber dann auch noch die Heizkosten übernehmen darf. Also Insofern finde ich es gut, dass eben dieses ähm, die Büro-Dasein und wer am längsten im Büro ist, hat gewonnen, mhm. dass sich das so stark äh, reduziert und dass da jetzt in vielen Firmen wirklich ein Umdenken stattgefunden hat. Aber das reine Homeoffice und das zeigen ja auch Untersuchungen, führt ja auch zu so einem Rollback, was die... Was die ähm, Rolle der Frau der, in, der, in der Familienarbeit oder in der, äh, wie sagen, der Sorgearbeit äh, bzw. Haushaltsführung, was das äh, bewirkt, dass die Frauen wieder anfangen, die Kinder und den Haushalt und noch die Beruf, äh, voll beruflich, äh, berufliche Erwerbstätigkeit. Und dann finde ich den Trend zum Homeoffice natürlich ganz prekär. Ja, man könnte sagen, so die, die Vermischung von Privatleben und Arbeit, die könnte damit auch noch gefördert werden, ne? dass man ja und dann habe ich natürlich dass auch man ständig arbeitet genau. quasi, weil man ständig zu Hause und es ist. ist ja auch nachgewiesen, dass die Leute zu Hause mehr arbeiten als im Büro, weil natürlich dann die sozialen Gespräche nicht stattfinden, sondern ich bin ja dann nur äh, mit meiner Arbeitstätigkeit, also mit den Inhalten beschäftigt, aber die sozialen Kontakte gehen ja dann verloren und es gibt, ich finde es ganz gut, dass es bei vielen jetzt bestimmte Tage fürs Homeoffice gibt, aber nicht generell also, die, das frei flutierende, sondern eben äh, so eine Mischung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut. Das ist ein großer Gewinn. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben: Thema IKEA und andere äh, Wohnkonzerne äh, bzw. Wohnmöbelkonzerne. Ja. Welchen Einfluss enorm. haben Konzerne ja. mit ihrer Werbung, ja. Propaganda ja. auf das Wohnen? Nehmen wir dazu bitte noch den Tatort mit dazu. Also es gibt den Tatort. Den Tatort. Also wir, es gibt nicht nur das schwäbische Möbelhaus. Also ich habe mal eine Untersuchung gemacht, woher die Leute ihr Wohnwissen haben. Also ihre Vorstellung darüber, wie man wohnt, oder wie, und dann ist natürlich die Familie prägend. Es sind Auslandserfahrungen ganz wichtig dabei, aber dann sind es natürlich Hauptinformationsmedium sind die Kataloge, sind die Zeitungsbeilagen. Und natürlich auch äh, Schöner Wohn, die Zeitschrift, ist da auch zu nennen. Also, es ist ganz klar, äh, woher das Wohnwissen in Deutschland stammt. Und da spielt natürlich auch dieser schwäbische Möbelkonzern. Also, wie viele Menschen denken, ich brauche was, ich fahre zu Ikea, weil ihnen suggeriert wird, dass sie damit Geld sparen oder beziehungsweise, äh, dass sie dann was Individuelles bekommen. Das hat sie, das, da sind die schon sehr erfolgreich in ihrer Strategie. Aber hat deren Strategie, deren Produkte, deren Art, wie Wohnen zu präsentieren, auch zu einem, einer Veränderung des Wohnens geführt? Da bin ich nicht zu Hause in dieser, in dieser Art von. Dem, um, du, ich glaube, du ja. redest jetzt eher so von, wie ja. so eine Wohnung aussieht, ja. wie man Oder sie quasi mit Gegenständen bestückt, ja. aber wie man eine Wohnung auch nutzt. Ich denke schon, dass die Einfluss haben in ihren Darstellungen. Aber du weißt nicht genau wie. Also ich, ich, doch, ich denke schon, dass, also diese ganzen, die, also ich habe ja angefangen beim Tatort, mhm. also bei dem Schwäbischen Möbelhaus, bei, bei, bei dem Schöner Wohnen, bei also diesen Zeitschriften, bei diesen Zeitungsbeilagen, beziehungsweise diesen Katalogen, die es gibt, die natürlich beeinflussen, die, wenn eine bestimmte Art von Sofa präsentiert wird, und dann soll ich mir da eins aussuchen, komme ich ja nicht auf die Idee, dass es vielleicht eventuell ein bisschen zu groß ist für das Zimmer, was ich habe. Und insofern hatte, haben die einen großen Einfluss natürlich. Gehst du zu Ikea oder anderen Höfner Kraft? Gibt ja noch viele andere. Ich war da bestimmt schon. Aber ich, äh, ich brauche zurzeit überhaupt nicht in irgendeiner Form über Neuanschaffung von Möbeln nachzudenken. Insofern fällt mir gerade auf, ich war schon, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal äh, bei Möbelhöfner oder so war. Keine Ahnung. Ist schon lange her. Ich frage mich ja gerade, früher, ja. früher war so Kühlschränke, äh, Waschmaschinen haben Jahrzehnte gehalten, Möbel ja. wahrscheinlich ja. auch. Ich kann mir vorstellen, dass die mittlerweile auch so designt werden. Acht Jahre, Miele-Geschirrspieler Miele nicht mehr 15 Jahre, sondern nur noch acht Jahre, genau. Ja. Komisch. Ich ja. denke, wir haben einen technologischen Fortschritt. Nein, und das wird ja darauf angelegt, der Verschleiß ist ja mit eingebaut. Und das ist natürlich ökologisch wieder eine ganz schwierige Situation, dass ich gezwungen bin, natürlich mit diesem Konsum, also mit diesem Verbrauch auch von diesen notwendigen Gerätschaften umzugehen. Aber auch eine Mielewaschmaschine hält nicht mehr 20 Jahre. Könnte man ja verordnen. Fände ich gar nicht schlecht. Dann nochmal Thema. Ja. Thema. Zukunft und Gegenwart. Äh, ich wusste jetzt gerade nicht, wo ich das irgendwie unterbringen sollte, darum machen wir es mal separat. Okay. Was wäre, ich habe dich ja so verstanden, wir leben in keinen lebenswerten, solidarischen Städten. Was, wie könnten wir unsere Städte zu lebenswerten, solidarischen Städten machen? Also, da, aber da musst du auch erklären, was du unter lebenswert und solidarisch verstehst. Du stehst. hast natürlich wieder überspitzt. Also ich würde natürlich, natürlich. Wieder sagen, lebenswerte Rennen, solidarische Rennen stehen. Alles das, was jetzt ja auch schon stattfindet, äh, vom Urban Gardening äh, angefangen bis zum Ausbau des ÖPNV, äh, Umbau oder von, von wichtigen äh, Handelsinfrastrukturen in zum Beispiel eine Stadtbibliothek also in, in, oder eben Homeoffice-Möglichkeiten, die verbunden sind mit der Betreuung von Kindern. Also da gibt es jede Menge äh, Möglichkeiten, äh, die da schon als Ideen vorhanden sind und die auch schon äh, für, für, für die es Beispielprojekte gibt, aber die jetzt noch nicht äh, generell so umgesetzt werden. Aber ich sehe da sehr viele Ansätze, die Stadt auch wieder als gemeinschaftsort zu definieren und weltweit gerade zum beispiel paris gibt es wunderbare beispiele auch die rückgewinnung eben des, des alltagslebens in, in die normale lebenssituation hinein dass ich zum beispiel in paris kann ich im sommer schwimmen gehen in einem seitenkanal der, der seine und in berlin gibt es auch solche bestrebungen meine Berlin hat eine andere Situation. Wir haben viele Seen und man kann schon, aber es gibt also, ich sehe da sehr viele Ansätze. Oder auch gerade was das Urban Gardening anbelangt, gibt es ja auch sehr viele schöne Projekte. Was mit lebenswerten solidarischen Dörfern? Gibt's auch. Gibt es auch. Und es gibt auch äh, Dörfer, die zum Beispiel in, in, ihre Energieerzeugung in, in, in eigener Regie durchführen. Also gibt es sehr gibt es gute Beispiele. Und er eben auch die äh, als Ausnahmen. Das sind ja eher die Ausnahmen offenbar. Ja. Es ist nicht der Standard. Warum, ja. Wie kriegen wir das denn zum Standard? Ja, dass ich. Dass ich zum Beispiel, ich bin ja auch eine Reisende für integrative Wohnprojekte. Ich stelle es überall vor, wo es geht, dass die Leute diese Ideen aufnehmen. Und natürlich müssen die Regularien so umstrukturiert werden, wie zum Beispiel Förderung von Gemeinschaftsräumen. Das sind dann die Ansätze. Das gibt es aber auch schon in, Kaisers, in Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz. Also es gibt schon Bundesländer, die versuchen, das eben auch in ihre Gesetzlichkeiten dann einzupassen. Dann Thema ich sag mal, in Anführungsstrichen autofreie Stadt. Mhm. Was ich damit meine, ist natürlich eine Stadt ohne Individualverkehr. Per Auto, nicht per Fahrrad und so weiter, aber mhm. äh, fossil, äh, verbrennerfreies äh, ver verbrennerfreie ja. mhm. äh, Mobilität. Ja, es, was heißt autofrei? Das ist natürlich. Es gibt jeder ist mal in Lebenssituation, wo er ein Auto braucht. Aber ja, ich würde Krankwagen oder Handwerker und so weiter, das ist keine ja, Frage. Aber oder wir, wir ältere müssen, Menschen, die sonst äh, die halt auch mit dem ÖPNV nicht zurechtkommen, äh, vielleicht ist da auch ein Privatauto ein ganz starker sozialer Gewinn, um der Einsamkeit zu, zu entkommen. Aber natürlich, also ich damit bleibt man noch einsam. Ich nicht? würde dann, na, ich kann ja mich woanders hinbewegen, wo meine Familie ist oder meine Freunde. Mhm. Ich würde wieder da sagen, dass die Leute, die ähm, es können, nicht Auto fahren sollten. Also die, die es die, <laughs> die, die können, soll es nicht machen. Die halt die gesundheitlich, sozial in der Lage sind. Also dass, nicht, dass man nicht Auto fahren muss, sondern dass man darauf verzichtet, wenn ich mich anders fortbewegen kann als gesellschaftlicher Konsens. Aber natürlich, wenn ich äh, 86 bin und meine Freundin besuchen will oder sowas, dann ist vielleicht, äh, sind unsere Busse und Bahnen jetzt nicht so toll, dass ich da... Aber ich kann natürlich mir ich dann weiß auch nicht, das ob ich Taxi eine Sechsen, organisieren. Ich weiß nicht, ob ich eine 86-Jährige noch ans Steuer lassen kann. Es gibt so fitte Menschen. Das stimmt. Also das, da schätze ich das falsch ein. Also da... Ich bin da näher dran. Also das ist ja unterschiedlich. Deshalb autofrei ist sehr pauschal, aber das Ziel der Autoreduktion des Privatverkehrs und vor allen Dingen den, äh, den ruhenden Verkehr. Also ich bin ja vor allen Dingen äh, jemand, der sich der meint, äh, nicht, nicht das Fahren des Autos ist das äh, Thema, sondern das Thema ist das Abstellen, ja. das Nichtfahren. Und ja. du, du kennst sicher auch die Zahlen, 90 Prozent ungenutzt. Und deshalb bin ich jemand, der sagt, Autofahren aber nur als Carsharing und da gibt es wunderbare Konzepte und äh, das... Äh, da kommen wir zusammen. Ja, genau, aber dieses Autofrei ist mir zu apodiktisch. Ja, Darum habe ich ja, ja Ende vom Individualverkehr, also jeder ja. hat ein individuelles Auto, was ja. 23 Stunden an einem Tag rumsteht. Ja, also, genau, und das halte ich für sinnlos und da würde ich sagen, genau, eben, also die Autos, ja, den die ruhenden gibt, Verkehr raus, äh, zu reduzieren, indem ich halt es viel stärker nutze. Gibt's ja. Und aus meiner Sicht auch, äh, ich brauche mich nicht ums Auto kümmern. Ich, äh, ich muss nicht meine Lebenszeit dafür Winterreifen aufzuziehen und zum TÜV zu fahren und ähnliche Sachen. Also eben auch als Service, aber es ist natürlich dann wieder mit einer bestimmten Finanzierung verbunden. Es gibt sehr viele Menschen, die brauchen für ihr Erwerbsleben unbedingt also einen Individualverkehr. Ich, ich träume ja von ja. so einem ÖPNV, was ein bisschen. Kostenlos, natürlich. Ja, das sowieso. Das aber sowieso, ja. Äh, was äh im Grunde autonomes Fahren ist, was quasi nur ein Prozent der ja. gesamten Pkw-Flotte äh, beansprucht. Die Autos sind ständig unterwegs. Genau, ich du mir ein, einfach eins, wenn ich es brauche. Du hast, ja. n, du hast einen Anspruch darauf, dass du sofort innerhalb einer Minute, äh, mhm. dass das Auto vor dir steht. Aber die sind halt immer nur auf den Straßen unterwegs, parken nie, müssen nie parken. Mhm. Äh, das heißt. Die ganz ungenutzte schöne Fläche. Schöne Animationen schon aus den 60er Jahren. Ja, ja wir brauchen, um. ja, wir brauchen ja. uns ja von der um. Zukunft nicht verschließen. Wir das wird ja irgendwann äh, möglich sein. Wir also in brauchen. Städten auf jeden Fall. Eben. Ja. Und da, kann, da muss man es ja auf jeden Fall machen. Ja, weil das, was wir jetzt haben, das ist, das ist keine Perspektive. Ja. Ich gucke gerade, was ich jetzt noch vergessen habe. Brasilien hatten wir auch schon. Vielleicht enden wir mit den. Ach nee, mit China wollte ich noch enden. Genau. Bevor Hans kommt. Äh, zwei Sachen aus China. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Äh, wegen du bist jetzt keine Architektin, aber in China ist es so, dass Planer äh, die künstliche Intelligenz äh, Entwürfe im Stil berühmter Architekten machen lassen. Ja. Das, das habe ich schon gesehen. Glaubst du, ja. glaubst, dass das Zukunftsfähig ist? Ja, es gibt die toskanische Stadt und so weiter. Ja, natürlich. Brauchen wir dann noch Architekten? Das ist eine gute Frage, die wir diskutieren. Wir machen jetzt ab äh, September machen wir eine Vorlesungsreihe, Ringvorlesung, wo es um darum gehen wird. Ähm, das ist doch krass, ne? Also wenn du, ich, ich möchte hier... Ich kann dem ich kann, ich kann ChatGPT sagen, bitte, oder die, die entsprechenden Software, bitte entwürf mir das und das im, in dem Stil einer, weiß ich, was, toskanischen Kleinstadt oder sowas, macht, wird, wird, kommen sofort die Pläne. Ja. das, das wäre doch was für... Ja. Und äh, dass das der Architekturberuf sich sehr stark ändern wird, zu 90 Prozent, aber ich denke, dass diese eigentliche kreative Gestaltungsaufgabe, die wird immer bleiben. Wär, Aber die, die Forschungen sagen schon, dass gerade grad, äh, die formalen Anteile beim Architektenberuf, die werden sehr äh, zurückgehen. Sind, ja. Wir haben jetzt zwei Stunden lang ja. darüber gerätselt, wie wir quasi die Menschen wieder aufs Land bekommen, in die Kleinstädte. Haben wir darüber gerätselt? Geredet und ja. gerätselt. Aber ich habe ich <laughs> hab geredet, gerätselt, du hast geredet. Aber die, über das die wir, Menschen aufs Land bekommen haben wir gar nicht gesprochen, oder? Habe ich das falsch in weil Meine These ja. wäre jetzt: wir äh, machen einfach ein bisschen KI an äh, und lassen quasi <laughs> äh, toskanische Architektur in Brandenburg entstehen. Und dann kommen alle, ziehen alle. Die werden die Füße die küssen. Aber wir müssten viel stärker über den Klimawandel sprechen, gerade wenn es um Brandenburg geht. Diese Wasserarmut, die da äh, sein wird, die prognostiziert ist, es werden ja toskanische Verhältnisse sein. Die Menschen werden sich ja weiter nach Norden bewegen. Vielleicht brauchen wir dann ja. die Toska toskanische äh, KI. Vielleicht, ja, genau. Die, aber der erste die, die Leute Die Leute, die Leute durch... gehen nach Norden, also bei mir nach MacPom. Ja. Eieiei. Ja. Ja. Das ist ja ganz und gut, dass sogar, meine Eltern jetzt Wohneigentum haben. So, und sogar noch weiter, Sibirien und weiß ich, was die ganzen äh, wissenschaftlichen Untersuchungen dazu sagen. Glaubst du, dass durch den Klimawandel wir irgendwann anders wohnen werden und müssen? Ja, werden und müssen ist leider ein Unterschied. Also, also müssen müssen, meine ich jetzt ja. gerade. Ja, natürlich. natürlich Also auf jeden Fall, also mhm. diese Hitze mit muss. Klimaanlagen oder was? Die, im schlechtesten Falle Klimaanlagen. Aber wenn Klimaanlage, dann durch Solarenergie. Ja, hoffentlich. Das, und das sind die Lösungen, auf die ich gerade aktuell sehr warte. So, letztes kurzes Thema. China hatten wir ja gerade schon mit ja. der KI, die äh, die Toskana wieder neu erfindet. Mhm. Ähm, was hältst du von, davon, dass in China, wir waren ja gerade bei, vorhin bei Wohneigentum, und Eigentum an Wohnungen. Mhm. In China darf man Grundbesitz nur pachten. Ja, finde ich sehr gut. Ich bin ja sowieso, Dankeschön, den Punkt hatten wir noch nicht angesprochen, ich bin dagegen, äh, Grund und Boden zu privatisieren. Da, weil eben keine Variation dann mehr drin ist. Erklär mal. Ja. Äh, steht da auch in diesem Aufsatz, warum warum es dieses, äh, dass man den Boden nur pachten darf, ne? Ja. China ist ja nicht, China nicht das einzige Land. gibt es auch woanders. Aber, Aber warum bist du dagegen, dass ich Grund und Boden, dass das meins ist? <laughs> du sagst es ja schon dementsprechend betont, weil damit eben wieder die. Das ist die Realität. Ja, und das ist auch eine Grund, Grundidee der bürgerlichen Gesellschaft, dass ich Eigentum besitze. Mhm. Aber wir sehen ja gerade an der Wohnsituation, mit welchen sozialen Folgen das verbunden ist. Und weil eben dann die Städte nicht mehr verfügen können über Grund und Boden, und dann haben wir die, die Schieflagen, die Verwerfung, in denen wir uns gerade bewegen, weil ich dann mir das Steuerungsinstrument aus der Hand gebe. Und alle Stadtplanenden Menschen, die sich damit beschäftigen, plädieren im Wesentlichen dafür, Grund und Boden eben zu verpachten, also die Fachmenschen. Und in ja. China es so Grundbesitz, darf man lediglich für 70 Jahre pachten. Ja, und also es gibt in Deutschland 99 Leben. Jahre und, und so weiter und ja, so fort. Warum ja. machen das ja. also unsere Städte und ja. Kommunen, dass man Grund also und Boden als Eigentum haben kann? Es, ähm, es ist ein Trend, also es gab ja gerade die kommunale Vorratshaltung beim Grund und Boden, ist ja auch eine Idee aus den 20er, 30er Jahren, die sehr ausgebaut worden ist. Deshalb haben wir so viele, hat oder hatten wir so viele Wohnbestände in kommunaler Hand, aber dann mit der Neoliberalisierung in den 90er Jahren ist ja dann ist verkauft worden. Und das ist eben das, was in der Wohnsituation in Deutschland aus meiner Sicht das Genick gebrochen hat. Und ich sehe nach wie vor nicht, dass das in irgendeiner Form sich verändern wird. Leider habe ich nur so eine äh, Message. Dann, weil deutsche Wohnenteignen wird sich ja nicht durchsetzen lassen. Jetzt bist du schon wieder pessimistisch. Bin ich. An, an der Stelle ja, weil es einfach eine Finanzierungsfrage ist, weil ja die Bestände zurückgekauft werden sollen. Und äh, dafür ist eben das, äh, das ist ja ein Finanzierungsaspekt, der da eine Rolle spielt. Na gut, wenn man an der Schuldenbremse so festhält, stimmt das. Kommt drauf an, wie, sich das, also wie der gesellschaftliche Konsens sein wird, wer sich da durchsetzen wird. Aber dass wir, dass wir eine sozialere Wohnungsgestaltung brauchen, das ist, glaube ich, äh, sehr deutlich und das ist auch äh, der Politik sehr klar. Gut. Du bist jetzt aber nicht um Optimismus zu verbreiten, sondern um deine dein Wissen mit uns zu teilen. Ja. Hat, hat funktioniert, hat Spaß gemacht. Danke schön. Bin gespannt, was das Publikum sagt. Ich auch er uns irgendwann nochmal wieder. Ich bin vor allen Dingen was, was mir also was interessant ich bin ja die erste, die ihr zu dem Thema befragt, obwohl ihr schon so viele Sendungen gemacht habt. Zum Thema Wohnsoziologie habt. schon. Wir ja. haben eine Menge Soziologinnen hier gehabt. Ja, aber ihr habt euch selten mit Architektur und Städtebau beschäftigt und mit Wohnen, glaube ich. Hatten wir schon ja. einen? Doch letzte, letzte Woche gerade. Ja, äh, mit der Wohnungspolitischen Sprecherin. Die Stadt, ja, genau. Stadtplanung hatten Aber finde ich auch interessant. Wie viele Sendung ist es jetzt? 190 oder? 663. So ich ich habe irgendwie bin ich nicht mit den Zielen hinterhergekommen. Und das wollte ich dich eigentlich noch fragen. Mhm. Warum habt ihr das Thema Wohnen bisher so wenig aufgerufen? Ich, Finde ich interessant. Ich auch. Betrifft alle. Und manchmal sind es genau die äh, offensichtlichen Sachen, die man ähm, am stärksten vernachlässigt. Weil ich freue mich natürlich über die Einladung. Habe ich schon Danke gesagt? Ja, Hast nein. Du. Ich bin mir auch sicher, äh, einige mhm. werden es hier sehen und werden dich dann daraufhin einladen. Ja, gerne, ich glaub, war, wenn war, ich kann. Das war ein tolles, launiges Gespräch. Ja. Gut, Christine, mich. danke, dass du da warst. Hans kommt jetzt. Hans. Viel Spaß mit den Publikumsfragen. Danke, ja. Ist immer spannend, die Rückmeldung zu bekommen. Ja, ja ne, das ist so eine, so eine Wundertüte. Ja, ist auch nach dem Vortrag. Dann fragt ja. man sich immer, was wird jetzt gefragt? Ne? Kann ja. ich das überhaupt beantworten? Ja. Und jetzt kommt äh, die Wundertüte hier. Jetzt kommt genau. die Wundertüte hier. Ähm, eine Frage, ah, die stelle ich dir einfach mal gleich vorweg. Das ist eine persönliche Frage. Das kennst du natürlich auch, wenn du da bist und genau. Sachen mhm. vertrittst, die auch für manche Menschen eine Provokation sind. Ist ja nichts Schlechtes, Provokare heißt ja hervorrufen. Mhm. Ähm, wurde gefragt, wie wohnt eigentlich Christine? Dann war die These eines Foristen, die Perlenuhrhänger deuten doch darauf hin, dass die bestimmt in der Villa wohnt. <laughs> Das ist nur von nur, das sind, nur das, das, das sind keine Perlen. Ja, 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 ich sage. Ja. So geht Wahrnehmung und ich so weiß. entstehen dann. Ich habe auch überlegt, ob ja. ich die reinmache. Das ist, ja. das ist, das, das, die haben 25 Euro gekostet. Also ich trage hier ja, keine. Ja, das ist ja viel Geld für die Villa übrigens. Ich, genau. Nein, ich, also ich wohne in einer, durch meinen Mann in einer Dienstwohnung, die ich mir nie aussuchen würde. Aber ich erzähle gerne, wie ich wohnen möchte. Mhm. ich möchte in einem genossenschaftlichen wohnprojekt wohnen also ich möchte kein ja. eigentum ich möchte gerne äh, möglichst wenig wohnfläche haben damit ich nicht so viel arbeit damit habe und damit ich die tür zumachen kann und auf mein fahrrad steigen und äh, in die landschaft fahren kann und mich überhaupt meinen ganzen interessen widmen also ich möchte kein Eigentum haben, aber ich möchte natürlich eine Situation haben, dass ich einfach anrufe und der Hausmeister kommt, wenn der Wasserhahn tropft. Mhm. Ich möchte in einem ökologischen Wohnprojekt äh, wohnen, wo praktisch das Trinkwasser für die äh, Toilettenspülung verwendet wird und wo der Strom über äh, erneuerbare Energien erzeugt wird und wo ein solidarisches Konzept die Grundlage der Nachbarschaft ist. Das heißt, man hat gemeinsame Aktivitäten, aber nur wenn ich es will. Und es gibt äh, sehr viel Unterstützung, gegenseitige Unterstützung als Grundkonzept des Wohnens. Mhm. Und sowas gibt es. Ja. ja. Ähm, aber du hast eben gesagt: Naja, Dienstwohnung deines Mannes. Das heißt, du oder ihr lebt jetzt, weil einfach. Ähm, Zwangs-, Zwangsweise. Zwangsweise. Genau. Also deswegen, das <laughs> ist nicht erwähnenswert. Ja. Ja. Aber ja, es okay. ist schön. Also ja. nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Ja. Aber äh, es ist nicht das, was ich mir aussuchen würde. Und ich rede lieber darüber, ja. wie ich gerne wohnen möchte. Okay. Möglichst pflegeleicht, äh, möglichst sozial, möglichst ökologisch. Und natürlich mitten in der Stadt. Hatte ich das schon gesagt? Nee, noch nicht. Genau. Ja, äh, du wirst zum Luxus gezwungen. Das wünschen sich viele, glaube ich. Äh, so, jetzt zu, zu Fragen ähm, zu, zu stärker abstrakt sachlichen Themen. Ähm, da gibt es Foristen, die haben 20, 30 Fragen gestellt. Also die haben Toll. gefeuert. Äh, Toll, ohne Ende. ich habe leider keine Zeit, äh, das alles auszuwerten. Nee, nee. Ja. <laughs> Kann man aber nachlesen. Vielleicht ist jemand äh, aus deinem Stab oder so, der sagt, also dieser Live-Chat. Ist ja wäre ein schönes Seminarthema ne? mal ja. diesen diesen Live Chat dann ja. wirklich sich aus, auszuwerten und ja. eben auch aber der, der, bleibt, also der ja. bleibt ja dauerhaft auch im Netz Deswegen, ist auch nachträglich. Ja. Vielleicht, vielleicht schreibt er seine Master jemand seine Masterarbeit ja. darüber genau so, Frage Was sagt es über unsere Gesellschaft aus? dass lauter absolutistische Schlösser wieder aufgebaut werden. Ja, Ihr habt ich, schon drüber gesprochen ja. oder es angedeutet. Das sagt aus, dass, die, dass es vielleicht in historischen Zusammenhängen nachvollziehbar ist, aber aus meiner Sicht sind, sind das die falschen Prioritäten. Hm. Was hältst du von Mehrgenerationenhäusern und welche Probleme bringen die dann aber mit sich? <laughs> Ich finde alle Wohnkonzepte, die nicht auf die äh, abgeschlossene Kleinwohnung für die kleinbürgerliche Familie abziehen, sehr förderungswürdig. Sie bringen als Hauptproblem dessen mit sich wie das gemeinsame Leben organisiert wird. in Deutsch es geht wieder mal ums Putzen mhm. wie immer wie in jeder Kleinbeziehung. Ja. Jeder Mensch mit WG-Erfahrung wird ja, das nachvollziehen ab, können. Ne, ab zwei Personen muss man sich einigen. Und es gab mal die Einigung, dass oh. die Frauen das machen, aber die Zeiten sind vorbei. Also muss man neue Formen finden, wie äh, Sorgearbeit, Pflegearbeit, wie das. Und das ist bei Mehrgenerationenhäusern genauso das Thema wie bei allen anderen Wohnsituationen auch. Das sind die Hauptprobleme bei Mehrgenerationenhäusern. Nicht etwa, dass dann vielleicht dann. Menschen, die doch in sehr unterschiedlichen Lebensphasen sind, völlig andere Interessen haben. Ja. Die möchten ja, die Älteren vielleicht nicht unbedingt die Headbanger-Musik. Ja, das oder ist halt die Frage, wie man das? Ist, ja, ist auch wieder so eine, ich, so ich habe jetzt versucht, das mit ja. zwei, drei Sätzen mal kurze Antworten ja, zu geben. Ist auch richtig, ja. Aber wenn ich das jetzt differenzierter sehe... Mhm. Da kann ich dann wieder auch... Äh, da gibt es Untersuchungen dazu. Und natürlich äh, ist auch die Frage, gerade das Konzept der Mehrgenerationenhäuser wird ja sehr viel von Architekten präferiert und dann wieder von den älteren Generationen. Mhm. Also von denen, die aus der sogenannten Boomer-Generation kommen. Mhm. Und da sagen die jungen Familien natürlich nicht, wir lassen uns doch von euch nicht vorschreiben, äh, wann, wir, wann unsere Kinder äh, leise sein müssen und dass sie nicht beispielen dürfen im, im Hof. Ne? Also das ist schon so eine Frage dessen, aber es gibt eben auch funktionierende Konzepte. Aber es sind halt die Fragen des Miteinanders und das ist ja genauso auch bei den unterschiedlichen Altersgruppen. Es ist die Frage immer, wer sagt an, wie es geht ja. und wie es Und wie werden Konflikte Und wie wird es entschieden, ja. genau. Ja. Ähm, nächste Frage, warum werden jene Wohnungen am meisten gebaut? welche die wenigsten Leute sich wünschen würden. Ja. Und weil es einfach den sie sich jeden, sch den Schrott verkaufen. Ja. Ja. Warum, das ist, warum ist das so? Und warum wird es zugelassen? Ja. Warum? Weil es einfach, es ist da am einfachsten. Ich habe ein Projekt, das hat sich bewährt und das wende ich immer wieder an. Mache ich ein paar Standortanpassungen mhm. und dann umso höher werden auch die Gewinnmargen umso weniger Arbeit und Intellekt ich in so ein Projekt reinstecken muss und es ist ja also wir sind ja umgeben von von äh, schlechter schlechten Neubauten mhm. und das hängt einfach damit zusammen dass ich damit die die höchsten Gewinne erwirtschaften kann und dass es keine ausgeprägte Baukultur in Deutschland gibt es gibt natürlich Menschen die sich darum sehr bemühen aber wenn ich immer so ich meine, es wird ja alles vom, vom Gemeinderat genehmigt, ne? mhm. aber da spielt sehr oft die Baukultur überhaupt keine Rolle, sondern es geht nur darum: Rechnet es sich und ist es ein zuverlässiger Investor? Jetzt sehe ich eine Frage vor, die ich eigentlich zum Ende stellen wollte, aber die passt hier. Entschuldigung, aber, ich muss mal husten. Ja, also, mach das. Trink, darf man trink hier Wasser. Einfach? Ja, ja. Danke. Schluck Wasser. Ich habe schon zwei okay. Gläser. Ja. ja. Dann ist auch Platz für ein drittes. Ähm, na, wir mal. wollen dich nicht ja. nötigen, aber nee, bei ja. ist es manchmal ganz gut. Mhm. Mm, radikaler Fokuswechsel. Kannst du etwas mit Feng Shui anfangen? Nein. Also die chinesische Harmonielehre. Ich glaube, es heißt Feng Shui. Ah, gut. Und ähm, ich kann damit nichts ja. anfangen. Warum nicht? Ich meine, es, es, es sind Vorstellungen von Harmonie im, im Bauen und im Wohnen finde ich sehr schön, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigen können. Okay. Ich würde gerne mehr Zeit für solche Aspekte mhm. haben, aber ich komme jetzt schon kaum nach mhm. und ich habe 200 Studis im Semester. Ja. So ist klimaangepasste Architektur eigentlich schon Thema im Studium? Ja, 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 auf jeden Fall Bestandsentwicklung, klimaangepasste Architektur noch viel zu wenig, aber ist bei meinen Kolleginnen ein ganz mhm. großes Thema. Also hier wurde genannt als Beispiel äh, Bepflanzen von Außenwänden, um direkte Sonneneinstrahlungswirkung ja, und, zu verhindern. Wir hatten Bauen ja. ohne Beton als mhm. als Themenschwerpunkt an der Fakultät. Auf jeden Fall. Also ah, es ja. gibt enorme Bemühungen um das Thema Holzbauprofessuren ja. sind, sind äh, gekommen und so weiter. Auch dazu ja. gab es Fragen. Ähm, da gibt es energische Fans. Ähm, was sagst du zu österreichischer Stampflehm-Architektur oder <laughs> ja. Hanfbeton? Also da gibt es wirklich Spezialisten. Ja, aber da bin ich keine Spezialistin. Ja. Aber ich ja. kenne natürlich den Holzbau aus dem Bregenzer mhm. Wald. Den finde mhm. ich fantastisch. Und ich halte, finde das alles richtig. Alle Bemühungen, die da, da darauf hinauslaufen, CO2-Ausstoß zu reduzieren in jeder Hinsicht, sind richtig. Mhm. Aber der Holzbau ist auch nicht die Lösung. Jedenfalls ja. nicht als einziges. So ist es, mhm. genau. Was hältst du von Begrenzung des Wohnraums pro Kopf wegen des Flächenverbrauchs? Wäre eine sehr stark regulative Lösung, wenn man es so schreibt. Also hat. Äh, hat die Zuschauerin oder der äh, weiß ich YouTuber Nutzer ja. da irgendwie gesagt, von welcher Begrenzung Nein. er spricht? Nur vom Prinzip der Begrenzung? Von, nur vom Prinzip. Also ich würde es gerne an einer konkreten Zahl, also mhm. soll das heißen, nicht mehr als 100 Quadratmeter pro Person? Ich glaube, es war eher, äh, ja. eher, ich würde mir eher vorstellen, als Frage dahinter, wenn man sagt, nicht mehr als 30 oder 40 oder vielleicht 50. Nein, das halte ich so für, zu für, dann... Wir Aber leben, wenn man sagt, wir begrenzen lege, auf 300, naja gut. So was, deswegen frage ja. ich. Also das kann ich mir vorstellen... 300. Aber ich, ja, aber Aha. ich kann mir nicht vorstellen, pro Person 40 Quadratmeter ja. zu sagen, weil das halte ich, also wir leben in einer freiheitlichen ja, ja. Demokratie und das würde ich nach wie vor als sehr wichtig erachten. Na ja, gut, also das, ist ja. Aber das 300 ist das Prinzip. Aber es ist die Frage, wir, ja, was gefördert wird. Und bei ja. uns wird ja das gefördert, was eben immer mehr Wohnfläche verbraucht. Ja, ja. Und mein Plädoyer ist ja, hört auf damit. Einfamilienhäusern äh, mhm. zu, zu fördern. Ich habe ja nichts gegen das Einfamilienhaus. Aber ein Einfamilienhaus, es kostet so viel mehr in, in den gesellschaftlichen Kapazitäten, Ressourcen, weil die Infrastruktur muss bezahlt werden und so weiter, was der, was der Mensch, der in diesem Einfamilienhaus wohnt, ja nicht bezahlt, sondern mhm. was die Gesellschaft bezahlt. Und ich würd, bin ihm dafür zu sagen, dass wir uns darüber einigen, dass jeder kann im Einfamilienhaus wohnen, aber er muss die wirklichen Kosten dessen auch finanzieren. Mhm. Mhm. Also so würde ich es lieber diskutieren. Ja, also 300 als Deckel, das ist, wäre ein bisschen das Prinzip. Wir legen die Latte so hoch, dass jeder drunter durchlaufen kann. Ne? Ja. Ähm, was hältst du von Bauen im Bestand? Finde ich eine der wichtigsten Aufgaben. Und deshalb denke ich auch nicht, dass die KI den Architekturberuf schlucken wird, weil mhm. Bauen im Bestand wird die KI nicht leisten können, genauso wie die KI nicht schafft, eine Wohnung aufzuräumen. Den, auf den Aufräumen Roboter warte ich immer noch oder jemand, der die Menschen ersetzt, putzt, weil der Roboter weiß nicht, ist dieses Blatt, kann es weg mhm. oder ist es Kunst? Mhm. Und da das wissen Menschen manchmal auch nicht. Ja, aber man kann es zumindest versuchen mhm. äh, zu vermitteln. Und deshalb, also ich meine, Bauen im Bestand ist eine der Aufgaben, die eben den Architekturberuf auch im großen Maße weiter äh, mit einem anderen Themenschwerpunkt natürlich äh, mhm. erhalten wird. Vor allem, weil, wie ihr habt darauf hingewiesen, wir haben einen Bestand, der sozusagen das historisch geht, da ist, genau, aber ja. in die Jahre gekommen ist. Es geht ist. nur darum, das Vorhandene ja. umzubauen, ja. genau, ja. Ist die Forschung im Bereich Wohnkonzepte für zunehmend alternde Gesellschaft eigentlich ein das, Thema? Wir haben überhaupt keine Wohnforschung in Deutschland. Es ist über ist in, insofern nein auf die mhm. Antwort, äh, auf die Frage. Gefährdet das statt Landgefälle den sozialen Frieden bzw. die Demokratie? Ja. In welcher Weise? Na, zum Beispiel, wenn, wenn keine Polizei mehr mhm. äh, kommt oder beziehungsweise wenn ich einen Herzinfarkt habe und äh, weiß ich, wie viele Stunden ich brauche oder Minuten. Also die, die Folgen sind ja schon da, schon in der Realität, äh, die halt dieses, äh, mhm. den sozialen Frieden jetzt schon gefährden. Mhm. Spiegelt sich die funktionelle Differenzierung der modernen Gesellschaft eigentlich auch in der Architektur? Ja, kann man schon so, würde ich schon so sehen. Aber ich möchte die Architektur ja. jetzt nicht überinterpretieren, ja. aber würde ich schon so sehen. ja. Ähm, wora, das ist ja eine sehr abstrakte Frage. Ja, deswegen. Ich überlege gerade auch, ob äh, mir ein woran gutes Beispiel einfällt. Genau, ich habe gerade überlegt, ja. ob mir ein gutes Beispiel einfällt, aber jetzt nach den zwei Stunden fällt mir nichts mehr ein. Gut, akzeptiert. <laughs> Jeder hat das Recht auf Erschöpfung, das ist doch klar. Ähm, sollte das Recht... Auf Wohnen ein Grundrecht sein? Ja, ja. unbedingt gehört, gehört ins, ins Grundgesetz. Grundgesetz. Mhm. Ähm, war, war auch ja. in der Weimarer Republik war, ja. und in der DDR-Verfassung auch. Ja. Es gibt Bundesländer, die haben äh, Wohnraum mit in, in, in ihren Bundesgesetzen, Landesverfassungen, Landesverfassung, ja. und andere leider nicht. Mhm. Wie beurteilst du die aktuellen Vorhaben? Die hannoversche Innenstadt von einer autogerechten Stadt in eine mh, ich nicht, menschengerechte, aber, ja. eher autofreie Innenstadt ja. umzugestalten. Kenne ich nicht, ich den, aber finde ich gut. Ja. Ja, also, äh, ich, ich mache da den, den Disclaimer. Mhm. Ähm, manche wissen, dass ich in Hannover aufgewachsen ja. bin. Ähm, die wenigsten wissen, dass mein Vater als Stadtplaner daran beteiligt war, diese sogenannte autogerechte. Ja, aber Stadt ich kenne das Konzept von Hannover nicht, ja. aber ich finde alles äh, richtig, was in Richtung Fußgängertum geht. Ja, ja. also was, was ja. sozusagen, also was in Hannover stattfindet, die Konzeption ist, dass dieses System der Stadtautobahnen, was praktisch bis direkt in die City reinführt, mhm. das ähm, zurückzuschneiden, sodass man einfach eben nicht mehr in den 60er Jahren fand man das toll. Man mit dem Auto bis in die City fährt und dann einsteig, aussteigt und mhm. einkauft, das wird jetzt zurückgefahren. Äh, das ist im Prinzip. Wird ja in anderen, anderen Städten auch gemacht. Ja. Genau. Und ich finde schon allein, wenn ich aus dem Bahnhof rauskomme und nicht in eine Unterführung ja. muss, sondern eine Straße ebenerdig überführen mhm. kann, also hat es einfach einen enorm positiven Effekt auf die Wahrnehmung von der Stadt, mhm. wenn ich mich nicht durch irgendwelche Tunnel schlängeln, äh, schlängeln muss. Mhm. Wie entwickelt sich ähm, die Wohnstabilität. Ah, nee. Wie entwickelt sich die Wohnqualität der autochtonen Bevölkerung durch zunehmende Migration aus kulturfremden Räumen groß ins völkische Lager? Ja, und sehr, sehr, sehr äh, deutlich formuliert. <laughs> ja. ich, ich finde, so kann, man die, so kann ich die Frage nicht beantworten und ja. auch nicht stellen. Weil, wie gesagt, wir, es ist ja, die, die, die Wahrnehmung von, von Zuwanderung ist ja, ja sehr auf geflüchtete Menschen reduziert. Ja. Und in der Realität haben wir eine viel, kann man sicherlich angucken, die Statistiken, mhm. es gibt sehr viel mehr Menschen, nicht nur aus Kriegsgebieten, ja. die nach Deutschland kommen. Und ja. ähm, vielleicht der geneigte Fragesteller möge sich überlegen, woher es eigentlich kommt, dass zunehmend auch deutsche Innenstädte davon profitieren, dass Restaurants ähm, ihre Tische im Freien haben, dass ein öffentlicheres Leben stattfindet. Die Vielfalt an, an Restaurantsmöglichkeiten. Mhm. Ich kann morgen mongolisch essen ja. gehen und heute Abend werde ich hoffentlich ja. noch zum Sushi eingeladen und, und so weiter. Also, ja. ne, also insofern, also ich finde, erstmal ist es ein enormer Lebensqualitätsgewinn, mhm. aber es muss natürlich viel besser gesteuert werden. Mhm. Ja, aber äh, auch solche Fragen kann man ja thematisieren. Ja, Finde ich auch man wichtig. kann Antworten, äh, wenn, die, ja. wenn die im Raum sind, wer auch ja. immer sie. Ja, ist auch na, interessant, wie, wie habe ich auch schon mal ein äh, Forschungsprojekt ja. versucht, wie eine normale deutsche Normwohnung von unterschiedlichen Kulturen genutzt wird. Ja. Weil natürlich äh, Menschen, mit, die aus einem arabischen Hintergrund haben. Die, die haben ganz andere Anforderungen an unsere, an unsere kleinen Wohnungen. Ja, und du und hast so mal, ich, ich ja. habe ein, ein Interview mit ja. dir darüber gelesen. Da sagst du, ähm, zum Beispiel Menschen, äh, für Menschen aus arabischen äh, Kulturen hat Gastfreundschaft und ja. Zusammensein ja. eine viel größere Bedeutung. Ja. Die können mit so einem normalen deutschen Wohnzimmer gar nichts anderes. Ja, und die brauchen Gemeinschaftsraum, ja. wo sie dann eben die, die Menschen da einladen können. Und, Was und, früher die, die Küche war. Ja, aber In, in älteren im, deutschen ja, in größeren, in in größeren Bauernhäusern, Häusern, ja. ne? Also hm. genau. Also ich meine, das, dass man das viel stärker mit noch mehr untersucht, fände ich schon gut. Hm. Ähm, konkrete Frage. Wird das rhein Ruhrgebiet irgendwann äh, zu einer Megametropole zusammenwachsen? Also Köln, die Die Idee gibt es schon lange. Ja. Die deutsche Kleinstaaterei. Also ich fände es richtig. Ja. Das wäre ja die größte Stadt Deutschlands. So, ja, so ist fans auch, Fans, richtig. Äh, aber ich glaube, die Städte sind sehr, sehr verschieden auch. Mhm. Also, ähm, aber dieses, diese Grundidee gibt es ja schon lange. Und die die find, Städte oder meinst du damit die Communities? Ja, es ist halt die also Frage. Die, die na, genau, aber, ich, Städte, aber ja. das rhein ruhr als einen äh, urbanen Raum ja. zu betrachten, ähm, ohne, ohne die lokale Vielfalt kaputt mhm. zu machen fände ich schon richtig einfach auch mit Berlin Brandenburg ne? mhm. also das Wasserthema es gibt so ja. viele es gibt so viele Themen die einfach so eng miteinander verknüpft sind da machen zwei Verwaltungen einfach keinen Sinn mhm. ähm, ein Vorriss schreibt ich habe gelesen, 75 Prozent des Wohnraums der Londoner City mhm. sei unbenutzt mhm. oder stehe leer, mhm. ähm, weil es eben Investment sei ja. zu Profitzwecken ja. oder von Reichen nur tageweise genutzt wird. Erstens. Ähm, kennst du diese Zahlen? Ist das also 75 Prozent, nein, die kenne ich ja. nicht, aber ich kenne natürlich diese Straßenzüge in ja. London, die nicht, also auch in Berlin, also zunehmend wird der Wohnraum nicht zum, für Wohnen gebaut, ja. sondern um eben äh, als Geldanlage mhm. oder als äh, Zwei-Dritt-Viert-Wohnsitz. Ja, also das, es gibt, das, äh, es, es gibt äh, sehr, Investoren, sage ich mal, ja. die lassen bewusst leer stehen. Ja. Weil ähm, das, was Sie an Miete nicht kassieren, wird kompensiert oder übertroffen, dadurch, dass sie dann natürlich entmietet oder mieterfrei viel besser verkaufen können. Ja, und dann holen sie sich alle ein paar Jahre wieder das ja. Baurecht und dann können sie weiter. Und deswegen, also, und das ist in London, das ist ja. und aber wie gesagt, es ist nicht nur in London, ist auch in, in Berlin, kenne ich das. Ja. Ja. Ähm, da schreibt eine, weil ihr vorhin ja auch über Besetzung gesprochen habt. Ja. Ich nehme das jetzt mal als gegeben, was hier steht. Wir können es ja nicht nachprüfen. Ich lebe in Riga in einem Haus, das im 19. Jahrhundert gebaut wurde, das lange leer stand. In Lettland müssen die Besitzer von Leerstand hohe Abgaben zahlen. Das bedeutet, wir als Gemeinschaft können derzeit umsonst oder kostenfrei für uns. In diesem Haus wohnen. Solche Regelungen, schreibt sie, gibt es auch äh, in der Slowakei und anderen mhm. osteuropäischen Nation. Ist dir das äh, bekannt? Ja, Wäre das ein Modell auch es für Deutschland? gibt auch, ja, ist mir bekannt. Ähm, es gibt auch, ein, das als Modell für Deutschland gab es in der Zeit der schrumpfenden Städte. Mhm. Da sind in Leipzig die Wächterhäuser bekannt geworden. Da konnten Menschen in Wohnimmobilien, also Gründerzeithäusern, wohnen für sehr wenig Geld und dort ihr Gewerbe, Kunst und alles machen, nur damit es bewohnt bleibt, damit es nicht verfällt. Mhm. Und das ist dann das Konzept des Wächterhaus genannt worden. Ja ja. Und das hat weil, sich aber jetzt sozusagen wieder ja. bewacht wird durch die Genau. Durch die und, das, Bewohner, ja. und das war auch alles juristisch geregelt. Also das äh, solche Konzepte gibt es für Deutschland so auch, aber jetzt wird es nicht mehr angewandt, weil jetzt keiner mehr. Also es braucht keine Wächterhäuser mehr, mhm. weil die Nachfrage nach Immobilien so gestiegen mhm. ist. Der, der, interessante Gesetz, äh, mhm. der interessante Satz, finde ich, in diesem Beispiel war ja, dass Besitzer von Häusern, die über längere Zeit leer stehen, Abgaben zahlen müssen. Mhm. Das, ist, ähm, das gibt es, glaube ich, so in Deutschland nicht. Ne? Nein, wüsste ich nicht. Aber Wäre ich es gut? Man, ja, natürlich, wenn die, wenn die Häuser, aber es ist auch die Frage, wie weise mhm. ich es nach, wenn die zu Spekulationszwecken nicht vermietet werden. Dann ist es natürlich nicht in, nicht in Ordnung. Aber es ist die Frage, wie, wie weiß ich das nach? Mhm. Das wüsste ich jetzt nicht. Ja. Die Digitalisierung. Aber, aber sich mal anzugucken, damit, was in welcher Regularien es gibt, mit Leerstand umzugehen in anderen Ländern, finde ich eine sehr schöne Forschungsfrage. Mhm. Ja. Grüße ans Bundesbauministerium. Ja. Ähm, Sollen Sie mal ist, finanzieren. Ja. Ist das deutsche Genossenschaftsmodell der 20er Jahre, auf dem auch aktuelle Genossenschaften ja. immer noch basieren, ähm, das angelehnt an das englische Modell von Genossenschaften, mhm. ist eigentlich wirklich gut. Ähm, der, der Fragesteller meint, es müsste ja doch eigentlich... Kredit- und Ansparverein heißen die Funktion dieser Genossenschaften. Ja, und Genossenschaften sind ja sozial ausschließend, weil sie sind ja meistens nicht mit Sozialwohnungen konzipiert, sondern es braucht ja eine bestimmte finanzielle Grundlage. Also insofern äh, finde ich Genossenschaften ein gutes Modell, mhm. weil sie eben nicht von vornherein äh, auf eine marktwirtschaftliche Ausrichtung des, des Wohnens hin zielen, sondern eben eine marktferne. Aber ohne jetzt äh, das aufzugeben, dass natürlich auch für Unterhalt und ähnliches wird ja auch Geld benötigt. Mhm. Aber sie äh, sprechen natürlich immer nur eine bestimmte soziale Schicht. Man muss sich an, auch die Genossenschaft leisten können. So erstmal das und man muss auch damit umgehen, dass alle irgendwie in derselben sozialen Blase äh, mhm. sind, ne? weil man sich ja leisten muss. Also und es ist nicht unbedingt eine Wohnform. Deshalb sind ja auch Genossenschaften sehr oft Siedlungen, ja. die äh, die äh, Urbanität befördern. Und das ist natürlich ein kritischer Aspekt von Genossenschaft. Weil das ist nicht von vornherein eine kulturelle Vielfalt damit verbunden, mhm. sondern es sind schon ähnliche Menschen. Ja, das Deshalb sind dann häufig Wohnung, ich, Beamtenwohnungsbaugenossenschaften. Zum Beispiel, ich würde nicht so, ganz Berlin in eine Genossenschaft ja. umwandeln wollen. Mhm. Aber viele kleine mit sehr vielen unterschiedlichen Ansätzen, das fände ich ein gutes Konzept. Mhm. Nächste Frage: Die Stadtforscherin Tatjana Schneider sprach von einer angeblichen Fetischisierung der Ästhetik. Wie stehst du zu der These und welchen Wert misst du der Ästhetik beim Bauen und für das Leben eigentlich bei? Ich finde Baukultur sehr wichtig, ich finde Ästhetik sehr wichtig und von der Fetischisierung zu sprechen. Müsste ich erstmal erst nochmal die These erläutert mhm. äh, hören, weil ich weiß nicht, was sie damit meint. Aber dass jetzt äh, die Ästhetik zum Fetisch wird, ähm, also dass es nur ja. um die Ästhetik geht und nicht mehr um die Inhalte. Ja, ja es gibt Bauprojekte, die, also gerade Architekturprojekte, die dem sehr entsprechen. Mhm. Ja. Ähm, Aber jetzt als generellen ja. Trend weiß ich nicht. Mhm. Wir haben noch wenige Fragen. Ähm, oh, hohe Fachfrage, Frau Soziologin. Welche Rolle spielt die Semiotik bei der soziologischen Analyse von Architektur? Bei mir nicht. Ja. Also die Zeichensprache spielt ja. schon spielt so eine, eine Rolle, aber jetzt ja. ich wüsste, ich habe dazu noch nichts gearbeitet. Mhm. Ja. Dann äh, was hältst du von der Einführung einer Bodenwertsteuer um Gewinne Privater Bodenbesitzer ja, sehr gut. Ähm, abzuschaffen Ab. sehr oder gut. zu reduzieren? Ja, sehr gut. Ja? Kann, also, wenn ich so ja. pauschal beantworten ja. muss. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Äh, wie, wie schätzt du das für Deutschland ein? Nein. Ist das realistisch? Nein. Nö, ne? äh, ist äh, Airbnb ein Problem? Ja. Vor einigen Jahren war es das zumindest. Es hat sich sehr, reduziert. Hat es hat sich, reduzi hat sich enorm ja. reduziert. Ja, ja durch durch äh, Abgaben und äh, Zweckentfremdungskontrolle ja, Verbote und ist ja, ja auch sehr in manchen Städten sehr gut durchgesetzt worden. Ja. Aber jetzt mal eine Wohnung zu mieten, damit ich dann nicht im Hotel wohnen muss, wenn mhm. ich woanders... Äh, ja, ist so. ja nicht schlecht. Ist. Nee, genau. Die, die Frage ich, ist, ob, ja. ob man daraus ein Geschäftsmodell genau. und, machen können Genau. Ja, und dann eben, äh, wir kennen ja alle die Schilderungen, ne, wo mhm. nur noch ein fester Mieter ist und die anderen lassen ihren Müll überall liegen und so weiter. Mhm. Also in einer, in einer regulierten Form finde ich das äh, unproblematisch. Mhm. Ähm, was hältst du von der Idee? Ähm, soziale Berufe nicht finanziell, sondern durch Wohnungen zu ja. belohnen. Ja, ich sage immer, wer gute Leute haben will, soll eine gute Wohnung bieten. Hm. Ja, aber nicht nur, das kann nicht das ganze Einkommen sein. Nein, 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 aber, nein. nein. Aber, aber Fachkräftegewinnung durch Wohnungen halte ich für eine sehr gute Idee. Das gibt es historisch ja auch. Also Natürlich. die Karte. Die, älteste, die ja. Fugerei in, äh, in ja. Augsburg, genau. ich weiß nicht, 500 Jahre alt, ja. und, und Sunlight Port ja. äh, in England für die Beschäftigten von Sunlicht. und ja. so. das, äh, Es gibt solche Modelle. Ja, ne? es ist halt immer das Problem, wenn ich dann nicht mehr bei der Firma arbeite, dass mir ja, dann, dann, dann da gekündigt wird. Ne? Ja, ja. Aber ja. das war der Werkswohnungsbau, und jetzt gibt es mhm. den Mitarbeiterwohnungsbau. Also mhm. es gibt ähnliche äh, Initiativen. Zum Beispiel in München, die das Konzept wieder anwenden, weil sie für ihre Busfahrer keine mhm. Busfahrerinnen keine Wohnung mehr sonst haben. Und das wird langsam kommt wieder. Mhm. Ähm, ja. Hier war die Frage gestellt worden, explizit für soziale Berufe, um zu sagen, damit machen wir dann vielleicht auch die sozialen Berufe wieder. Ähm, also ich glaube, jeder, jeder Beruf, der durch eine gute Wohnung oder eine finanzierbare Wohnung äh, honoriert wird, mhm. wird eine Attraktivität gewinnen angesichts der Situation, wie mhm. es jetzt gerade ist. Ja. Äh, noch eine konkrete Frage. Warum haben sich Wohnprojekte wie zum Beispiel Schamat in Trier, ähm, die es schon vor 30 Jahren gab, nicht weiter verbreitet? Schamat ist, ich habe das zwischendurch googeln können, mhm. ein spezielles Wohnprojekt das sehr stark auf die Integration ähm, körperlich behinderter mhm. Menschen setzt. Ähm, ja, hast du dich da mit solchen Modellen auseinandergesetzt? Mag? Nein, aber ich weiß, warum die sich nicht verbreiten, weil sie einfach ja. nicht gefördert werden. Mhm. So weil weder die Kommunalpolitik ja. noch die Bundespolitik noch die Länderpolitik, weil die... Weil die Klein, also weil die Einfamilienhäuser fördern und äh, eben Etagenwohnungen. Mhm. Und ich, ich gehöre ja auch zu denen, die sagen, fördert bitte integrative Wohnformen. Und dazu gehört ja auch die Inklusion mit dazu, die ja in diesem Schamat-Wohnprojekt ja schon entwickelt worden ist. Mhm. Die zwei letzten Fragen. Ein Architekturstudent mit Interesse an der Soziologie mhm. bittet dich um Literaturempfehlung zu der Thematik. Ja, bitte auf meine Webseite gehen okay. und sich äh, alles durchlesen, was ich dazu geschrieben habe und, und so weiter. Sehr, also findet kann man die sofort, wenn man deinen Christine Namen Hannemann ja. eingeben und okay. dann kann man sich alle Medienbeiträge angucken mhm. und äh, man, das meiste ist auch so, dass es runter, man kann sich es runterladen. Okay. Ja. So, die letzte Frage. Ähm, kannst du ein Bauwerk nennen, das dir architektonisch besonders gefällt? Ja. Und welche deutsche Stadt gefällt dir architektonisch eigentlich am besten? Okay. Ja, es gibt eine Vorlesung im ersten Semester, die heißt Mein Lieblingshaus. Mhm. Und äh, in der habe ich auch schon vorgetragen, und ich habe wechselnde Lieblingsbauwerke und mein aktuelles Lieblings- Bauwerk ist jetzt nicht sehr spektakulär, aber ist für mich ein, ein Konzept, was ich für zukunftsträchtig halte. Das sind die Hoffnungshäuser in Leonberg, von denen ich auch schon vorhin gesprochen habe. Aber ich habe auch schon Romy und Julia von Sharon vorgestellt als, mhm. als soziale Hochhäuser in Eigentumsform, die ich einfach von der baulichen Qualität, von der architektonischen Qualität her so herausragend finde, dass das für mich Beispielprojekte sind aus den 50er Jahren, sind die ja. Und insofern. Das wäre jetzt ein neuer. Ich könnte, ja. könnte immer wieder andere Beispiele nennen, aber das sind so in der in dem Rahmen sind so meine, meine Lieblingsbauprojekte. Also entweder die besonders gut soziale Aspekte zeigen mhm. oder die besondere architektonisch baukulturelle Qualität haben. Und als Stadt? So, das ist ganz schwer. Als aus der architektonischen ja, ja. Soll ich jetzt Putbus nennen oder, oder irgendwas? Ich was? weiß nicht, ja. du sollst das nennen, was dir, wo du sagst, ja. dass die Stadt gefällt mir in Deutschland, von den deutschen Städten. Ja, ich wollte gerade sagen, darf ich Paris sagen? Darf Klar. ich nicht? Weil Doch, es ist, da war da, ja die Frage pa nach pa deutschen Städten. Ja, 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 ja. Paris setzt sozusagen ja. den, den globalen Maßstab. Ja. Und jetzt fragen wir mal nach Deutschland. Nach Deutschland. Und bin ich eher bei der historischen Stadt es gibt sehr viele sehr spannende Städte wie Neubrandenburg, aber die würde ich jetzt nicht mhm. als die schönste Stadt äh, darstellen. natürlich die historischen Städte. Mhm. Aber ich glaube, ich könnte mich für nichts entscheiden. Mhm. Also ich müsste jetzt noch mal eine halbe Stunde überlegen dürfen. Ich bin auch mhm. bereit, eine Antwort zu geben ja. und eine Stadt zu nennen und äh, dann ja, darf ich vielleicht mich vielleicht schreibst du die dann darf dann ich mich ins goldene ins Buch eintragen. <laughs> aber äh, Aha. Aha. Das oder, ein Dorf. oder ein Dorf? Ein Dorf, ja. Danke, Tyler. Ja. ja. Also, ich finde ja Halle ganz ja. toll. Ah, ja. Das hat die, hat die, hat die, höchst, also die, die, die stärkste gründerzeitliche Wenn man mal vom Bahnhofsausgang die, ja, und ist, Zugang in die Stadt abfasst. Das absehen, ist immer der nicht. Punkt. Ne? Also, hat die stärkste gründerzeitliche hm. Bebauung, das größte Gebiet, was es gibt. In Erfurt ist fantastisch, ja. äh, viele westdeutsche Städte. München macht unglaublich, äh, hat eine unglaubliche Stadtqualität. Äh, natürlich die historischen Städte Trier und Regensburg und ach ich, also ich merke gerade also alles alles wo gute Substanz ist ja? also ich merke eigentlich dass mir da ganz viele Städte einfallen mhm. und ich kann keine eins Hamburg Hamburg ist auch toll ja <laughs> äh, <So. lacht> ja auch abgesehen davon dass ich leider eine überzeugte Berlinerin bin ja ja, warum denn leider? Ja, ist, ja, ist ja ich bin ja nur reingeboren, ist ja nicht ausgesucht. Also nur reingeboren. Ja, ja, äh, ich glaube, viel stärker kann man mit einer Stadt eigentlich. Nein, ich bin auch vierte Generation ja, und, eben, und so weiter. Ja. Und insofern, und ich, ja. Gut, ich... Aber disklaim, das ist nicht der Maßstab. Ich, 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 ich disklaim, arbeite ja in Süddeutschland, ja. Ich disclaim jetzt nochmal mhm. und sage mein aktuelles Lieblingsgebäude, die wechseln auch, aber mein aktuelles Lieblingsgebäude ja. ähm, ist eigentlich die neue Nationalgalerie äh, in Berlin auf dem Kulturforum, dieser Glaskubus mit dem breiten Dach. Vor, einerseits deswegen, weil der ist ja jetzt steht da seit 60 oder 70 Jahren ja, und ist zeitlos moderne, ja. wie ich finde, gelungen. Ich wollte Architektur. nicht die gängigen Dinge nennen. Ja, ja, ja. ja. Und zum ja. anderen finde ich es aber auch deswegen interessant. Ja weil dieser Bau, wo alle jetzt sagen, ja, hier der Kunsttempel und so, der Entwurf äh, für diesen Bau, den Mies van der Rohe, bekannter Bauhausarchitekt, äh, ge gezeichnet hat, der, das sollte eigentlich der Verwaltungsbau von Bacardi in äh, Santiago de Cuba mhm. ja, werden. Ja. Das heißt also eigentlich ein Industriebau, der ja. wurde dann da nicht äh, verwirklicht. Ja. Und dann hat er einfach gesagt: ja, beim Wettbewerb, um die, beim Auftrag um die Nationalgalerie, dann bauen wir das hier hin. Und dieses, dieses breite Dach, äh, ausladende Dach, was alle so toll finden, das hat er deswegen gemacht, mhm. weil eben in der Karibik so viel Sonne war und das sollte die Funktion eines Schattensegels mhm, haben. Mhm. Ist irre, wie, mhm. wie funktionale Kriterien auf einmal dann in, in ja. Ästhetik äh, ja. sich umwandeln. Ja, Na gut. Ähm, Barcelona Pavillon ist natürlich ja. auch eines der naheliegenden. Ich ja. wollte nicht die naheliegende Antwort mhm. geben. Also, ja, es ist natürlich ja. auch Gebäude, die mich faszinieren. Das ja. ehrt dich. Und dann gibt es hier noch einen Nachtrag, weil ihr vorhin äh, über ähm, Internet und die Mängel mhm. in Deutschland äh, gesprochen habt. Ähm, gestern ist die, hat die EU-Kommission ja. Deutschland kritisiert. Ja. Dafür, dass ja. in Deutschland nur 19 Prozent ja. der Haushalte einen Glasfaseranschluss haben, im Gegensatz äh, zum EU-Durchschnitt von 56 Prozent. Ja. Also, das wenn man sehen will, wo wir richtig Nachzügler sind. Ja. Weil wir noch in den 90 Jahren Kupferkabel verbaut haben ja. und keine Glasfaserkabel. Ja. Ja. So ist das. Christine, danke schön. Ich danke. Ne? Danke schön, das war spannend. Und ich, glaub, ja. ich hoffe, ich finde die richtige Zeit, mir noch ein paar Chatfragen anzugucken. Ja. Aber ich bitte um Verständnis, wenn ich das ja. nicht schaffe. Ja, ja na, na klar. Und hoffentlich äh, das Thema Wohnen. Ja weiter im Fokus. Und natürlich wünsche ich allen da äh, im Internet, wünsche ich natürlich frohes Wohnen. Frohes Wohnen. Ja, schöner Wohnen. Ja. Äh, Habe ich schon irgendwo mal gehört. Genau. Danke für deine Zeit, deine Antworten. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Ohne die es das Format nicht gäbe. Mhm. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.